Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Ich würde sagen, wir reagieren mal auf das Amado-Video. Für die Leute, die es noch nicht ganz gecheckt haben, so was abgeht. Amado ist der Profiboxer, der gegen Zenad Gashi gewonnen hat. Und das ist natürlich erstmal auch eine krasse Leistung. Zenad Gashi ist natürlich kein Lappen. Er ist ein sehr, sehr guter und hervorragender Boxer. Lange Jahre dabei, kennt sich super aus. Dann fing Amado an, plötzlich, obwohl ich ihm sehr viel Liebe und Respekt gegeben habe, wird da plötzlich so ein bisschen ansagetechnisch gegen mich geschossen, weil Zenad halt in meinem Stream ein, zwei falsche Aussagen über Amado getätigt hat. Okay? So, da ging es darum, dass zum Beispiel Amado angeblich Profikämpfe nicht ins Internet eingetragen hat oder in rausholen lassen. Hä? Bei Boxwerk rausgeholt hat. Genau, er hat das da rausgeholt. So, das war die Aussage von Zenad und ich saß daneben und hab mir das natürlich angehört. Ich hab mir halt auch nichts dabei gedacht. Ich hätte ja auch jetzt nicht damit gerechnet, dass das eine Falschaussage ist, weil ich frag ja nicht irgendwo, weißt du, hätte ich vielleicht machen sollen, klar, aber in dem Moment denkt man nicht an sowas, ja. Und das hat natürlich Amado sehr stark getriggert, was ich auch nachvollziehen kann, weil das ist natürlich für den Boxer und auch für seinen Werdegang und für die Zukunft ist das natürlich kein so ein schönes Ding einfach, ja. Und ich habe dann im Nachhinein noch gesagt, wenn Zenad Gashi falsch lag, muss er sich dafür gerade machen. So, das habe ich auch gesagt. Trotzdem wurde da irgendwie gegen mich geschossen. Natürlich bin ich ja nicht blöd. Man will ja auf meinen Kopf natürlich Reichweite generieren und Fame werden. Das ist er ja nicht der Erste, der das machen möchte. Ich diente ja für viele Leute als Sprungbrett, dass sie Fame werden. Ob das jetzt Leute sind, die gegen mich schießen oder Leute, die von mir profitiert haben als Bruder und dann bis sie dann irgendwann mal das hatten, was sie wollen und dann so natürlich dann gedacht haben, das haben sie alle selber erreicht, ne, gibt ja alles. Genau, bevor ich den Faden verliere, Amar ist heute nicht da, ich wollte Amar auch in diese Fitna nicht einbeziehen, weil Amar auch mit uns und mit denen auch sehr cool ist und es bringt halt nichts, wenn Amar hier einfach so sitzt und so zuhört und halt zwischen den zwei Stühlen steht. Amar ist ein stabiler Bruder und gegen Amar kann man nichts sagen und ich werde Amar auch nicht unnötig in irgendeiner Situation reinstecken, in die er nicht reingehört, sondern dass ihr da Bescheid wisst. So, auf jeden Fall wurden dann Ansagen gegen mich gemacht und ich wurde dann quasi auch ins Schussfeld genommen, unter anderem wegen Zenad Gashi. Ich habe von Anfang an auch gesagt, dass ich natürlich jetzt nicht so objektiv bin, weil ich halt mit Zenad cool bin und ist klar, dass ich halt dann im ersten Moment Team Zenad bin, aber trotzdem habe ich den Jungen auch viel Liebe gegeben und habe ihm ja auch nichts Schlechtes gewünscht oder sonst irgendwas, aber das hat man natürlich gegen mich genutzt und dann wurde halt mir vorgeworfen, ja, aber du hast denen eine Plattform gegeben und dafür muss er sich gerade machen. So, und am Ende des Tages hat Zenad Gashi das auch dann gesagt und hat auch zugegeben, okay, dass er falsch lag. Er hat das dann auch nur von einer dritten Partei gehört und da hätte er natürlich definitiv sich besser erkundigen müssen. Das war ein Fehler von Zenad. Dafür hat Zenad Gashi sich auch gerade gemacht und sich auch entschuldigt, was ja auch korrekt ist. So, und ich kann das natürlich nicht ungeschehen machen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich dafür gerade machen soll, weil ich damit eh nichts zu tun habe. Ich bin nicht Zenad. Aber ich werde demnächst, wenn jemand vielleicht so etwas in dieser Art und Weise sagt, werde ich vielleicht kritischer sein oder sagen, woher weißt du das? Ist das sicher? Ist das safe? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mich natürlich auf die Professionalität von Zenad Gashi als Profiboxer mich verlassen. Wenn er über das Boxen redet, höre ich halt gerne zu, weil Zenad ist nun mal ein krasser Boxer. Aufgrund dessen ganzen Blablabla hat sich meiner Meinung nach Amado sehr unsympathisch gemacht. So, er war natürlich am Anfang sehr sympathisch und auch sehr, wo ich so gesagt habe, boah, ein muslimischer Bruder, sehr gottesfürchtig. Blau und blub und das im Zuge dessen alles, aber mit Zenad Gashi und Schießen gegen mich und so, finde ich, er hat sich ein bisschen unsympathisch gemacht, auch diese Videos mit dem Geld und dann so Sprüche über mich machen und er will mir die Fresse einschlagen und das ist nicht sportlich und ich finde, damit hat er sich ein bisschen unsympathisch gemacht und jetzt plötzlich kommt ein Video raus,
wo er gegen mich schießt und auch gegen Sennert schießt, ja. Und natürlich mit diesem Video finde ich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe natürlich ein paar Nachrichten gekriegt, finde ich, hat er versucht, auch sich selber wieder reinzuwaschen, indem er mich in diese Schublade wieder steckt und damit er dann wieder viel Zuspruch kriegt. Ja, Mann, du bist der Beste und ja, Sinan ist ja so und Sinan ist ja so und bla und blub. Das ist so eine gute Strategie, um einfach Pluspunkte zu kriegen bei den Menschen, die mich hassen. Das heißt, mit dem Hass der Menschen zu spielen, das als Schachfigur zu nutzen, muss natürlich jeder selber wissen. Ist natürlich jetzt nicht unklug, aber ist halt unfair, weil es ist halt einfach, dann mich schlecht dastehen zu lassen, da ja viele Menschen ein Vorurteil gegen mich haben oder falsch denken einfach aufgrund falscher Tatsachen. Aber egal. Wir gucken mal erstmal rein. Guck mal, Juicy Exclusive sagt, auf deiner Plattform wurde er als Betrüger dargestellt. Mach dich nicht auch unsympathisch, du musst verantwortungslos mit deiner Reichweite umgehen. Verantwortungsbewusster mit deiner... Digga, ich hab doch gerade erklärt, wenn er Sennert sowas sagt, gehe ich ja nicht davon aus, dass er lügt. Ich habe ja keine Lüge unterstützt. Klar ist das hier meine Plattform, aber ich habe doch gesagt, wenn er falsch gesagt hat, muss er sich dafür gerade machen. Das habe ich auch hier auf meiner Plattform gesagt. Ich habe nie gesagt, dass Amado ein Lügner ist oder sonst irgendwas. Ich kann doch jetzt nicht, wir sind doch live. Alles, was wir sagen, geht raus. Ja, wenn er jetzt was erzählt und ich höre zu, was soll ich da machen? Wenn das nicht live wäre, wenn das ein Video wäre, hätte man vielleicht im Nachhinein das rausschneiden können oder sich, was weiß ich was, machen können. Keine Ahnung, aber es ist live, er erzählt, ich höre zu. Keine Ahnung. Ja, wieso ist das dann im Highlight-Kanal? Ja, weil das am nächsten Tag oder übernächsten Tag rausgekommen ist. Und Bruder, ich führe meinen Highlight-Kanal nicht selber. Bruder, ich kann nicht mal eine E-Mail machen. Ich küsse dein Herz, ihr fragt mich Sachen. Ich küsse dein Herz, warum können Bäume nicht reden? Ja, frag Gott, ich küsse dein Herz. Ja, voila, hart gesagt, Bruder, hast du auf jeden Fall recht, aber... Einige Menschen wollen es nicht verstehen und werden es so, nicht verstehen. Ihr kennt ihr das Bild mit den, das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt so ein Bild mit so Esel. Viermal Esel und jedes Mal steht was anderes, weil du kannst keinen kannst du was recht machen. So, weißt du, ich habe Leute, die mit mir arbeiten, so Cutter, Kanal, die Kanal führen, als ob ich weiß, wie man mit so eine Scheiße hier, Mann, ich weiß höchstens, ich weiß, wie man mein Mercedes mit Knopfdruck anmacht, mehr weiß ich nicht, Digga. Da ist auch nur ein Knopf und müsste man da drehen, hätte ich schon keinen Bock mehr drauf. So und jetzt gehen wir zum Video. Ich küsse euch jetzt. Sorry, ich habe jetzt viel gelabert. Amen, Koisti Kerem, Amen, Asti Kerem. So, gucken wir rein. Scharf, Mann. Es kommt die Albaner, wollen mich vergiften. So, Leute. Heutige Thema, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Sag mal, hat der Amado da ein Restaurant zu Hause? Warum kommen wir da nicht einfach essen? Ich sehe jedes Mal so eine stabile Runde und schön am Essen, und ich sitze hier mit so einem Aktimel an. Bring doch mal einer Fleisch mit dir. Auf Insta, und zwar, es wird behauptet, dass Sennert rassistisch ist. Mhm. Und wir werden das Ganze auf den Zahn fühlen, wie man es nennt, und unsere Meinung dazu sagen. Ich weiß deren Meinung nicht, ich habe meine Meinung dazu. Aber fangen wir direkt an, um was für ein Video es überhaupt ging. Warte, bevor wir starten, müssen wir sagen, wie es ist. Wir essen gerade alle von einem Teller hier zusammen. Schwarz und albanische Brüder. Kindheitsbrüder. Bei uns gibt es keinen Rassismus. Rassismus hat keinen Platz. Wir essen seitdem die Kinder sind immer alle von einem Teller. Flieh. Für die Brits, die es nicht kennen, flieh, das flieh hier. Kennt ihr? Kann man rasieren? Unser Essen? Das flieh. Das albanisches Essen. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist der mit der weißen Wollmütze oder der andere auch mit der Kepi, glaube ich, Albaner oder was? Kann man. Das wird schwer hochzuhalten. Ja, die sehen das schon. Ja? Guckt euch dieses leckere, krasse Essen hier an. Okay, gib ihn. So, das ist das erste Video, worüber Leute sich aufgeregt haben, weil die sagen, Sennert zieht Eltern rein. Mhm. Ne? Wir haben das auch sehr viele Leute geschickt, ja? Die auch? Ja. Aber ich fand das witzig, um ehrlich zu sein. Okay, das ist hier ein Video von Sennert Gashi, wie er jemanden so das Hemd so zumachen Kragen. Will. Den Kragen, Entschuldigung. Und drüber schreibt,
wenn du Amadus Vater halt, ne, über seinen Sohn und seine Erziehung reden musst. Und das hat er wohl auf TikTok gepostet, ja. Da passiert eh nichts anderes als das. Es geht nur um seinen Spruch. Wenn du mit Amadus Vater über seinen Sohn und seine Erziehung reden musst. Hier, ich lese mal kurz die Kommentare. Warte, erstmal, was hält ihr davon überhaupt? Wie ist eure Meinung dazu? Wie steht ihr dazu? Also. Warte. Ich will jetzt so Schmatzgeräusche in dem Mikro, weißt du? So eklig. Jetzt andere wird jetzt reden lassen. Also. Ich habe mein letztes Video beschwert. Ja? Ja, soll ich beschweren. Auf jeden Fall, meine Meinung ist ganz klar, wenn ich das so angucke. Mann, hier ist ein Kommentar. Ich weiß nicht, wenn ich den vorlese, ob ich dann irgendwie als Rassist durchgehe oder so. Keine Ahnung. Wo denn? Also ich bin auf jeden Fall, also nochmal auf jeden Fall auch für alle, wer hier das N-Wort benutzt oder sonst irgendeine Scheiße, was rassistisch ist, wird hier sofort geblockt. Also nur mal als kleine Info. Deswegen bitte nicht auf so eine Ebene oder sonst irgendwas. Ja, bitte nicht, weil wir wollen mit Rassisten oder Rassismus so eine Scheiße, wollen wir nichts zu tun haben. Es gibt keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß oder sonst irgendwas. Deswegen bitte ich euch, da schon mal im Vorfeld aufzupassen. Auch nicht als Humor sehen oder sonst irgendwas. Nee, keiner lässt hier die N-Bombe platzen. Ja? Ich glaube nicht, dass Senat ein Rassist ist. Ja, aber wir sind ja noch nicht bei der Rassisten-Dings, ne? Ja, das ist ja rassistisch. Hier fängt Rassismus ja schon an. Okay, warte. Nein, hier fängt Rassismus noch nicht an. Ich wollte gerade fragen, ist dieses Video rassistisch oder ist es einfach scheiße, weil er jetzt sagt, das wäre sein Vater? Ich kann das jetzt nicht so ganz einschätzen, ich bin nicht so gebildet wie ein Anwalt. Ich will auch nichts Falsches sagen. Keine Ahnung, also ist das rassistisch? Weil ich meine, er kann ja keinen weißen Typen dahinstellen und sagen, ich rede mit Amadus Vater. Das geht ja, das will er gar nicht, das checkt ihr, was ich meine. Also, ne, also ich generell, sag euch ehrlich, das hätte nicht sein müssen, so mit Vater und so, ne, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie rassistisch wäre. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Baby Lane sagt, was ist dran rassistisch, wenn der Gegner weiß wäre, würde da ein weißer Opa stehen. Ja, theoretisch, okay. Ja gut, ich mach mal weiter. Kira sagt rassistisch nicht, aber es ist halt scheiße wegen Vater so, ne? Okay. Gehen wir auf einen anderen Punkt. Der fängt an, unseren Vater mit reinzuziehen, eine Sache. Womit unser Vater nichts zu tun hat. Der Mann ist in Ghana, der hat mit diesen Sachen ja alles nichts zu tun. Mann, der kennt kein Senat Kaschi. Der Mann ist in Ghana, so voll weit weg vom Geschehen. Ja, nee, wenn der in Köln wäre, dürfte der noch reden. Aber der ist in Ghana. Ja, Vater mit reinziehen ist natürlich, muss man auch sagen, war jetzt auch sehr unschön. Ne? Weil womit haben die Eltern überhaupt zu tun? Ob meine, seine oder egal von wem die Eltern. Die haben ja in erster Linie nichts damit zu tun, ne? Die einzigen Eltern, die man beleidigen darf, sind die von Coach Frankie. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Weiter geht's. So, weißt du, was ich meine? Aber der redet ja hier von Erziehung. Mhm. Wir sind auf jeden Fall so erzogen, wir würden niemals... Ey, hörst du mir überhaupt zu? Du musst mich angucken, wenn wir miteinander reden. Das ist so geil, die sind so zwei Brüder. Du musst mich angucken, wenn ich mit dir rede. Weiß jemand, wer älter ist? Nu oder Amadu? Nu ist älter? Ja, okay, dann ist er der große Bruder. So, der darf das sagen. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Siehst du nicht, hier geht es um Erziehung. Guck mal, ich sag dir, wir sind auf jeden Fall nicht so erzogen und ich kann auch für alle hier reden. Wir machen sowas nicht, wir ziehen niemals Eltern, Mütter, Vater, Oma, Opa, Töchter, Söhne, Kinder von anderen Menschen, mit denen wir Streit haben, mit rein. Finde ich auch korrekt. Das machen wir nicht. Finde ich gut. So, was der gemacht hat, das war so dieses, der sucht maximale Aufmerksamkeit. Das war diese Clickbait, womit kann ich Clickbait machen? Ich hole jetzt den ihr Vater mit in diese Geschichte rein. So, also... Weil dein Video mit dem Schwarzen hat, zufälligerweise. Ja, genau. Armutszeugnis. Armutszeugnis, aber... Der kam echt so trocken. Armutszeugnis? Ich glaube auch ehrlich, und das ist nicht böse gemeint, ich glaube, der schätzt sich auch selber komplett falsch ein, aber ich finde das ein bisschen dumm. Ich glaube, er ist vielleicht intelligent, so buchschlau, sagt man dazu, ne? Vielleicht hat er Wissen angeeignet, aber ich glaube, er ist einfach in dem
so wie er durchs Leben geht und wie der auch immer auf seinen Kommentar reagiert und seinen eigenen Kommentar schreibt, 2 Stunden später zurückkommt und nochmal kommentiert und so Sachen. Ich glaube, der ist einfach dumm. So was den IQ angeht, denke ich einfach. Ja. Wollen die anderen was sagen, oder? Bruder, maximal peinlich. Es gibt eine Grenze, Bruder. Es gibt eine Grenze von Spaß, Bruder, aber hier geht der eindeutig zu weit. Wenn es lustig gewesen wäre, Bruder, in anderen Sachen, ich hätte mir auch gedacht, so sind wir alle. Aber das, wie Nuri schon sagt. Born to live to die sagt Conor McGregor, hätten die alle gefeiert für sowas. Ja, das ist natürlich ein anderer Film, was, wenn Conor das macht, ne? Das ist natürlich ein ganz anderer Film, Alter. Da stecken 100 Millionen in dem Scheiß. Weißt du, ich meine, da stecken 100 Millionen in den Kämpfen. Das ist so ein ganz anderer Business-Talk, was da abgeht, Digga. Das ist, was hat der Mann mit Tausenden von Kilometern Entfernung hiermit zu tun? Also ich musste lachen, um ehrlich zu sein. Weil ich, aber nicht falsch verstehen, das sollte jetzt nicht heißen, nur weil da mehr Geld im Spiel ist, wäre das okay. Also ne, aber da ist ein ganz anderes Level, was Showbusiness angeht und... Ich fand das irgendwie witzig. Der Versuch, ja, aber du kannst darüber lachen, weil wir über sowas drüber stehen können. Ja, ja, ja. Aber es gibt Menschen, die lachen über sowas nicht. Ja. Und es gibt auch Momente im Leben, wo man nicht drüber lacht. Wer weiß, Gott bewahre, Chef, unser Vater wird schlecht gehen. Boah. Und der hätte sowas oder es gemacht. Wird ihn nicht mehr geben. Die Sache, ja, oder wird nicht mehr, unser Vater wird nicht mehr leben. Ja, ja. Genau. Stell dir vor, sowas... Und du bringst so dumme Witze. Ja, dann wäre das nicht mehr so witzig. Na ja. Ja, ich fand das sogar sehr witzig, weil ich mir im Kopf dachte, okay, der geht jetzt endlich in die Offensive. Nicht mehr so, der hat ja vorher ein bisschen Opferrolle versucht einzunehmen. Mhm. So nach dem Motto, oh, ich bin der Gute eigentlich, warum tut ihr mir das an? Aber ich nehme das Ganze sportlich, es ist ein Boxsport, es ist ein harter Sport und da muss man einfach über solche Sachen... Was haben denn die Leute kommentiert darunter? Boah, die Kommentare sind nicht gut, ja. Dafür wird Amadou dich suchen, alter Schule, dich. Der Nu ist schon echt schlau, ne? Der weiß, dass er dafür ein bisschen hellkriegt. Was sagen denn die Kommentare dazu eigentlich? Und so nebenbei, während er so guckt, welches Stück Fleisch der gleich sich wegmampft. Ja, der weiß schon. Der weiß, wie das läuft. Disziplin. Sen hat kommentiert, der Typ hat nicht mal Hauptschule fertig bekommen. Hast du deine Hauptschule gemacht? Ja, ich habe Realschulabschluss. Und danach, was hast du danach gemacht? Ja, eine fertige Ausbildung als Industriemechaniker. Ja, muss man vielleicht für Senna für sein Wissen. Ja. Also muss ich ein bisschen weiterbilden. Ich glaube, er will noch cool darüber kommen. Mhm. Amadou hat schon gewonnen, egal was passiert. Schäm dich, du gekränkter, möchte gerne Profi TikTok machen. Amadou wird dich dafür trinken. Tschüss. Ich habe gutes Support, Alter. Stark. Ich weiß nicht, was Amadou gemacht hat, aber wer die Eltern reinzieht, ist einfach kein Mann. Sehe ich auch so. Bro, ich als dein Landesmann, sage ich dir, stehe hinter Amadou, du bist so unsympathisch geworden. Hey, ich glaube, seitdem ich gekommen bin, ist das Bild von Senat irgendwie so anders geworden, ja? Du bist einfach ein respektloser, angeblicher Profikampfsportler, bla bla. Eltern lässt man immer aus dem Spiel, unterstützt weiter Sinan G, du bist kein richtiger Albaner, Amadou lässt Taten sprechen, schlechter Verlierer, Amadou hat sich angenommen, außerdem, also, boah, fast alles, tschüss, krass, Leute. Warum denken die immer alle, die mich unterstützen? Ich unterstütze die alle, Amana Koi. Ich hab nicht gedacht, dass du krassen Support kriege. Da kann man ja nichts mal so sagen. Mr. Unsympathisch gegen Mr. Unsympathisch. Aber du musst im Mikro nehmen. Ich bin sympathisch. Ja, aber jetzt, ja, in Wahrheit, ja. Mr. Sympathisch gegen Mr. Wirklich Unsympathisch. Ja, Mann. Weiß ich mal. Das sympathische Arschloch gegen das unsympathische Arschloch. Gut. So, das war das erste Ding. Wahrheit. Und das, ey, der merkt, guck mal bei denen, die Klicks, alle Videos mit mir, die performen viel, viel besser wie die anderen. Ja, Senat. Deswegen hat er diese Clickbait gemacht mit unserem Vater. Ja, ja. Guck mal hier, jetzt nochmal, aber das war echt witzig. Amadou beim Rappen nach unserem nächsten Kampf. Wo hat er das gepostet? Auch auf TikTok? TikTok, ne? Auch auf TikTok. Ich gar nicht gesehen. Du? Unser Kampf. Du weißt, warum ich das witzig fand? Ja. Weil ich da am Heulen war, wo ich da am Reden war. Okay. Warum habe ich nicht gecheckt, ja? Aber hier, der Typ ähnelt so mehr seinen eigenen Freund. Ach so. Ich wollte doch gerade auch einen Witz machen. Also die machen das schon, keine Sorge. Ich hab's jetzt gecheckt, Walla. Scheiße, Alter. Wir müssen noch über Einzahlen gleich kurz reden. Ey, der Nu ist schon so ein... Na, guck mal, der hat das Essen und dann
wir müssen über eins da nochmal reden. So. Wer will, wer hat noch nicht? Der sagt nicht so, Khalas, wir müssen über Horne reden, weil er, wir müssen vielleicht was gut machen. Nein, wir müssen über Einzahn reden. Der bleibt trotzdem bei Einzahn. Ich küsse, das ist richtig mein Humor, Digga. Respekt, Senat, der war gut. Der war echt, ey. Der war gut. Weil das Ding war, nicht jeder hat so gedacht, aber ich hab direkt gefühlt, was er meinte, ja. Ich so, nein. Weil ich konnte mir diese Videos nicht angucken, wo ich am Weiden war. Oh Mann, ja. Boah, der hat geschrieben, bei unserem nächsten Kampf, Chef, jetzt im nächsten Kampf, schaut nach Fresse, dann fang ich an, dieses Lied zu singen. Das muss laufen. Ja, das muss laufen. Nicht, das musst du singen, das muss laufen. Ich muss üben. Da. Und hier sind Leute ausgerastet. Boah, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich okay, das ist natürlich ein Video. Wie hat Senna diese Leute gefunden? Das war das Video, ich kenne das Video. Das Video ist aber davor gewesen. Sag mal ehrlich. Ja, Bruder, wo hat der die gefunden, Digga? Wo war das? Die haben ihn gefunden. Also ich habe gesagt, wo hat der diese Leute gefunden? Ja, weil er jetzt plötzlich direkt solche Videos hat. Und ich habe vergessen, dass er in Südafrika gekämpft hat. Wahrscheinlich war das irgendwo auf der Street und die Leute haben dort irgendein Programm gehabt, so, ne? Amadus Familie in Südafrika. Okay, da steht, wenn dich Amadus Familie in Südafrika verflucht hat. Ja, ist natürlich auch so ein Vorurteil, ne, so irgendwie hier mit diese verfluchten Voodoo-Puppen und diese ganze Scheiße, ist ja jetzt nicht die, ne, ist ja jetzt nicht irgendwie jeder Afrikaner irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Hinterwäldler oder so eine Scheiße, ne, Afrika ist ein sehr schönes Kontinent, auch sehr modern, ich glaube, weiß, viele haben immer das Bild, dass Afrika voll verarmt ist, gibt's natürlich Bereiche, die nicht so hoch sind, klar, ne, aber Afrika hat so krasse Ecken, Mann, das ist unfassbar. Das ist auch sehr modern dort eigentlich, ne? Auch wenn es dort so Dörfer gibt und so, wo ein bisschen ruhiger ist, ne? Aber es gibt überall auf der Welt solche Ecken, Alter. Ne? So, weiter. Heute, Leute, sind wir in Saarbrücken. Das war schon von dem Video? Okay. Gilt das Video schon als rassistisch? Es geht das in diese rassistische Ecke. Also ich kann ja euch nur sagen, bevor ich jetzt hier wieder Ärger kriege, ich will hier Senat nicht in Schutz nehmen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Senat kein Rassist ist. Ja, also Senat ist auf jeden Fall kein Rassist. Man könnte vielleicht sagen, sein Humor ist nicht korrekt. So, oder er hat einen schwarzen Humor. Im wahrsten Sinne des Wortes dann in dem Bereich so, ne? Aber rassistisch, also ich habe Senat nie rassistisch erlebt. Also ich kenne ihn auf jeden Fall nicht als Rassisten. Also das ist so von mir, ne? Aber jeder hat ja auch andere Ansicht. Der eine sagt, ey, das ist schon rassistisch. Der andere sagt, das ist nur Humor. Ich weiß jetzt nicht, wie die Jungs das auffassen. Sagen die dazu noch was? Guck mal hier, ne? Sagen die das. Das widerspiegelt unsere Gesellschaft erstens. Also zumindest von uns hier. Mhm. Das Krasse ist, kannst du dich daran erinnern, dass du nach unserem Video gesagt hast, wenn er nicht mehr weiter weiß, wird er mit dieser Karte kommen. Ich hab dir gesagt, er wird Rassismuskarte ziehen gegen Schwarze und so. Und das Krasse ist, ne? Ist einfach so, es widerspiegelt die Gesellschaft. Jedes Mal, wenn Leute nicht mehr weiter wissen, nicht jedes Mal, aber öfters, wenn Leute nicht mehr weiter wissen oder sich unterlegen fühlen. Oder überlegen. Oder sich überlegen fühlen, ziehen die gerne diese Karte. Ja. Und ich hatte das vor zwei Tagen hatte ich das an der Türe gehabt. Ich bin ab und zu an der Türe, habe ich einen Typ rausgeschmissen. Ganz normal raus. Also für die Leute, die das nicht ganz verstanden haben, er ist an der Türe. Er meinte, er ist aber bei einer Diskothek an der Tür am Stehen. Für die, die das vielleicht nicht so ganz gepeilt haben, was er plötzlich meint. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ausgeschmissen. Jetzt sagst du, nur weil du ein N bist, denkst du, kannst du das mit mir machen? So, jetzt ich stehe da und das Ding ist, weißt, wenn ich ihn jetzt in die Fresse haue, der steht nicht mehr auf. Ich hab mal Papier. Ich hab einfach aus seiner Brust gehauen. Der so, da kam der wieder. Du geschubst, nicht gehauen. Kräftig ja. Geschubst. Kräftig geschubst. Ja, meine ich ja. Das ja. So. Erhöhen. Ja. Und, meine ich doch. Die Leute sind zu, guck mal. Vorgestern war ich bei Tijani auf dem Fußballturnier mit Mergim, unser albanischen Bruder. Ne? Bei meinem Sohn, Fußballturnier. Mein Sohn spielt in Bayer Leverkusen. Du weißt das ja, ne, wo Tijani spielt, aber viele andere wissen das nicht. Bruder, der hat jetzt, morgen poste ich auch sogar dieses Video, der hat eine Grätsche gemacht und hat den Ball getroffen. Und der andere Junge war so frustriert, der hat gesagt, du kleiner N. Punkt.
Ja, ja, warte, kleines Kind? 7 Jahre alt. So jung. 7 oder 8. Wo hat er das? Kommt von den Eltern. Kommt von den muss nicht von den Eltern kommen. Das kommt, guck mal, Leute, ihr dürft etwas nicht unter. Nicht. Ja, das muss nicht, natürlich nicht von den Eltern kommen. Die gehen zur Schule. Jetzt mittlerweile in dem Zeitalter, wo Internet, TikTok, alles, da schnappen die Kinder die Wörter noch schneller auf, wie wo wir klein waren. Ja, das geht da ruckzuck. Unterschätzen, ne? Das ist die Gesellschaft. Auch wenn er das aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule hat, zum Beispiel. Ey, sag mal, sitzt Onkel die immer noch da? Voilà, der ist einfach da steingemeißelt. Onkel sitzt, der Wachsch sitzt einfach immer noch seit dem letzten Video genauso dort. Ist mir gerade ist. Aber hast du den einmal lachen sehen? Nee, Bruder. Der sitzt seitdem einfach genauso da auf der Bank oben und wartet auf seinen Einsatz. Der wartet auf den, hauen wir, und der marschiert nur noch. Ich würde gerne wissen, was der beruflich macht, Wallah. Ja, der ist so. Klopfer. Der ist Klopfer, Bruder. Was soll er sein? So. Der ist von Beruf Statue. Der geht so nach Ikea. Ja, braucht ihr noch einen Schrank? Geil. Braucht ihr noch einen Schrankmodel? So, weiter. Kannst du nicht. Kann er von einem Freund sowas gelernt haben, und der hat es von seinen Eltern. Ja, oder er hat es von seinem Oma, Opa oder von seinem großen Bruder oder keine Ahnung. Das ist immer gefährlich, direkt auf die Eltern zu gehen. Aber auf jeden Fall, was ich euch damit sagen will, aus Frust, wenn man nicht mehr weiter weiß, hat ein 7- oder 8-jähriges Kind zu meinem Sohn beim Spiel gesagt, du Endpunkt. Ja, so, und jetzt die Gianni hat schön, gesagt, sowas, du Arschloch, ne? Oder nee, du Dummkopf. Mhm. Du Dummkopf, hat er gesagt. Aber hat den im Spiel auseinandergenommen. Die haben das ganze Turnier, die sind Erster geworden. Mhm. Nach dem Spiel ist er hoch zu mir auf die Tribüne gekommen, hat mir das gesagt. Ich habe den direkt an Hand genommen. Ich bin direkt zu dieser Mannschaft gegangen von den Jungen. Mhm. Ich habe gesagt, Coach, komm mal bitte eine Minute, ne, zu diesem Trainer. Ich habe gesagt, guck mal, hör dir an, was mein Sohn gerade passiert ist. Mhm. Ich habe gesagt, sag, was gerade passiert ist. Tijani hat das diesem Trainer gesagt. Der Trainer hat sofort den Jungen gerufen. Ne? Der hat gesagt, hast du das gesagt? Der Junge guckt jetzt mit großen Augen. Kleiner Junge, schockiert, der wollte lügen. Mhm. Der Trainer sagt, sag die Wahrheit, hast du das gerade gesagt? Der sagt, ja, aber so habe ich das nicht gesagt. Dann sagt Tijani, doch, du hast das gesagt. Der Junge hat dir zugegeben. Mhm. Der Trainer hat sofort gesagt, zu meinem Sohn, der ist das ganze Spiel jetzt suspendiert, das ganze Turnier über, und kommt die nächsten 2 Wochen nicht zum Training. Boah, der Trainer hat gut reagiert. Krass, ja. Dann hat er gesagt, sowas wirst du nie wieder in deinem Leben sagen. Mhm. Gar keine Beleidigung, sagt man, aber sowas schon mal gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was für Landsmann der war. Der war auf jeden Fall auch Südländer. Ich fand seine Reaktion super. Natürlich, der muss professionell sein, der ist Trainer von einer Mannschaft, aber er hat einfach super reagiert, indem der so auch radikal war. Mhm. Dann haben wir uns, die haben sich... Ja, finde ich auch so, ist auch korrekt so. Man muss da, wenn die von klein auf, wenn du schon solche Wörter in den Mund nimmst, wenn man da nicht, sag ich jetzt mal, ein bisschen härter zugreift oder denen eine Konsequenz darauf gibt, also eine, wie sagt man, ne, eine Strafe, sag ich jetzt mal, drauf gibt, so, ne, dann lernen die das auch nicht. Ne, wenn man da sagt, ja, ist okay, und dann macht er das nächste Mal wieder nicht, dann muss sofort einmal, ne, hier und nicht weiter, ne. Die Hand geschüttelt, wir sind gegangen, dann hat Tijani zu mir gesagt, Papa, ich will noch mal kurz zurück, ich will noch was sagen. Da sind wir zurückgegangen, wir waren gerade aus Tür raus, da hat Tijani gesagt zu dem Trainer, ich möchte, dass der Junge weiterspielen darf. Krass, ja. Dann hat der Trainer gesagt, so, nee, geht nicht und so, ne, der muss daraus lernen, bla bla. Dann hat Tijani gesagt, ich möchte aber gerne, dass er weiterspielt, das tut mir leid für den. So, ich habe gesagt, Trainer hat das entschieden, alles gut, tschüss, passt auf euch auf, tschüss, tschüss, tschüss. Das fängt bei den Jüngsten bei uns an, und wir haben das alles schon erlebt. Ihr auch als unsere Brüder, wir waren wir schon unterwegs, auch wo wir Kinder waren, und ihr habt gehört, wie Leute uns beleidigen. So, wisst ihr, was ich meine? Wir kennen das unser ganzes Leben, deswegen können wir über sowas stehen und belächeln sowas. Ja. Bosanac hat richtig gesagt, ich hab das ist das, was ich gesucht habe. Ein disziplinarische Maßnahme. Ja. Kannst du das Wort nochmal vorlesen? Nein. Er hat das falsch geschrieben. Ich habe falsch vorgelesen. Deswegen, ja. Disziplinarmaßnahme. Disziplinare Maßnahme. Ihr wisst doch, in Vorlesen bin ich nie gut. Aber was mit Leuten, die nicht mental so stark sind, die sich nicht wehren können? Was mit den schwächeren Leuten der Gesellschaft, die so beleidigt werden, unter so unterste Schublade, was machen die? Komm, wir lachen darüber, weil wir wissen, Senat ist ein Idiot. Also jetzt in unserem Umkreis, das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, oh, ich hol jetzt rum. Ah. Ne? Aber, ja, das, und das Ding ist, das ist ja, was die Leute nicht verstehen, die denken immer, man will sagen, dass viele Leute Rassisten sind oder so. Ist nicht so, die Leute sind nicht rassistisch, nur halt, wenn ich mir weiter wissen, sagen die, okay, das wird ein bisschen wehtun. Wie in seinem Fall. Beziehungsweise ja, vielen Leuten... Ja. Sinan, welche Note hattest du in Fach Deutsch? Das würde mich auch echt, echt interessieren, wirklich. Ich weiß, dass ihr denkt, dass ich so ein Hinterwäldler bin, aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr gute Noten, und gerade in Deutsch, ich bin der deutschen Sprache natürlich mächtig, nur weil ich manchmal was falsch vorlese oder, ne, ihr wisst, ihr dürft nicht vergessen, ich bin auch mit Analphabeten aufgewachsen, das färbt natürlich ab, aber
ich war schon ein guter Schüler. Ne? Hätte ich nicht so viel Scheiße gebaut, hätte ich wahrscheinlich auch ein Abi machen können, ne? Ohne jetzt hier groß zu reden. Was hast du für Note jetzt? In Deutsch hatte ich, ich glaube... Hast du bis zur 10. Klasse gemacht? Nein. Bis zur wievielten Klasse? Bis zur 6. Kindergarten. Bruder, ich, in der 4. Klasse bin ich schon so abgegangen, so mit Zigarette, ey. Nein. Ich kann mir das so gut vorstellen. Nein, also ich bin nach der 9. abgegangen, so. Dann war ich erstmal in U-Haft. Ich kam wieder, hab dann Hauptschulabschluss nachgeholt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich war eigentlich ein guter Schüler. So. Ne? Aber ich habe mir natürlich die Zukunft selbst verbaut. Da ist kein anderer schuld dran. Ne? Man muss natürlich immer die Schuld bei sich selber suchen. Hätte Fahrradkette. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich für 100.000 Mercedes kaufe, fragt der Mann mich nicht, kannst du mir mal Mercedes buchstabieren? Boah, ich wollte einmal prollen. Chalas. Kann ich mir natürlich nicht leisten, aber der Spruch war cool. Er hat alles beantwortet, außer die Frage. Ich hatte eine 2 oder eine 3 in Deutsch. Chalas, das war der Spruch war cool, hochnäsig cool, ja, aber der war schon, so, den kannst du, ich wollte den einfach mal sagen, so einfach so auf reindrücken, so Basis, so, weißt du? Ich hätte natürlich gerne die 100k für den Mercedes, aber... Das ist dich nichts, aber nichts Date, wallah. Ihr wisst doch, EV1 spricht für sich, ich soll jetzt nur die Insider wissen. Ne, schwarz-matt. Ihr wisst doch selber, ja, ne, Cousin. Ist nicht bewusst, dass die durch so Aussagen, die tätigen, Rassisten sind. Ne. Es ist rassistisch. Ja. Sowas ist rassistisch. Aber denen ist nicht bewusst, was Rassismus ist, weil die sich selber nicht damit richtig auseinandersetzen können. Und du weißt, wenn Menschen emotional sind, handeln die manchmal, wie die es im normalen Zustand gar nicht gemacht hätten. So. Ja, ich glaube auf jeden Fall. Wir haben es vorausgesagt. Du hast es vorausgesagt. Ich wusste, dass Senat so kommen wird. Es blieb nichts anderes übrig. Der Typ, der, man merkt ja, der kommt nicht darauf klar. Sorry. Der kommt nicht darauf klar, dass du gewonnen hast den Kampf. Und dann kommt er noch weniger auf die ganze Social-Media-Welt klar, wie die Leute auf ihn reagieren. Die Kommentare. Die Leute pflücken den, das ist ja schon ungesund. Leute, das ist sehr, sehr krass, was ihr mit Senat macht. Ich befürworte sowas gar nicht, aber ich würde auch nicht sagen, macht oder macht nicht. Mhm. Die Leute kannst du eh nicht steuern, ob die machen oder nicht machen, aber die haben den auseinandergenommen und ihm geht das an die Substanz. So, sein Katalysator dafür, ne, muss ja du sein, weil es kommt ja von dir, naja. Theoretisch. Katalysator, ja. Nein, da werden ja hier Wörter ausgepackt. Boah. Katalysator. Das habe ich zuletzt bei Zurück in die Zukunft gehört, glaube ich. Wir können nicht mal Disziplin aussprechen. Alles klar, ich auch, Bruder. Da ist, Bruder. Da werden echt Wörter hier ausgepackt, Digga. Hätte ich gesehen, und was macht der? Der wird rassistisch. Der wird noch schwächer, als er eh schon war. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was du damit erreichen wolltest, Senat. Wie gesagt, ich habe nur drüber gelacht. Aber es freut mich dementsprechend, wie die Leute reagieren. Ne, das ist schon nice. Wenn du jetzt die Kommentare hier liest, boah, tschüss. Okay, das war ja zu viel, ja. Hat geschrieben, gegrüßt. Nur im Knast viel gelesen. Ja, was soll er sonst im Knast machen, Bruder? Wir Knackis haben immer so ein paar Wörter drauf, wo du denkst, Digga, du warst doch Knast. Ja, Habibi, im Knast hast du nichts zu tun. Bücherei. Bücherwurm geworden, Digga. Und deine Mutter, du verstehst das noch nicht? Nein, nein. Guck mal, das ist zum Beispiel, ne? Nein, nein. Das geht auch nicht, ja. Das geht auch nicht. Ey, ich hab's nicht gehört. Aber alleine, ich hab nur Mutter gehört. Kannst du mal machen? Damit erreichen wollte Senat. Wie gesagt, ich hab nur drüber gelacht. Aber es freut mich dementsprechend, wie die Leute reagieren. Ne? Das ist schon nice. Wenn du jetzt die Kommentare hier liest, boah, tschüss. Okay, das war jetzt zu viel, ja. Jemand hat geschrieben, die grüßen deine Mutter, du verstehst das noch nicht? Nein, nein. Guck mal, das ist zum Beispiel, ne? Nein, nein. Das geht auch nicht, ja. Das geht auch nicht. Weißt du viel? Der Amaru lacht sich erst tot. Nein, das geht nicht. Aber finde ich korrekt, guck mal, der Nu hat sofort Nein, Nein gesagt. Ne? Der fand das nicht so nice. So wegen, weil er auch gerade gesagt hat, wir machen hier nicht mit Eltern und so, ne? Guck mal, alleine, ich hab mal mitbekommen, auch irgendwo auf Social Media, glaube ich. Glaube ich, bin mir nicht sicher, dass seine Mutter eine Krankheit hat oder krank ist oder so. Mhm. Genau, deswegen das tut stimmt. Mir sowas noch mehr leid, weißt du? Ist unnötig. Aber ich finde es wiederum von ihm so dumm, auf Familie zu gehen. Ich hoffe, wir würden das jetzt auch machen. Ja, nee. Das ist doch dumm. Nee, du tust einfach deine eigene... Er bringt seine Familie in ein Schussfeld rein, ne? Wo die gar nicht reingehören. Was hat seine Mutter oder sein Vater oder Geschwister oder damit zu tun? Ja, also wir machen sowas eh nicht, deswegen. Der ist auf den Auf Belas Zeugnis stand überdurchschnittlich intelligent. Guck mal, der Belas hatte zwar in jedem Fach eine 5, aber das zählt ja nicht.
Solange dort steht, überdurchschnittlich intelligent, da haben die Noten nicht zu melden. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Vorteil von Belash. Ja? Bilash. Bikelp. Dieses letzte Video, Bruder, hat den einfach so dermaßen getriggert, Bruder, so dass der einfach nicht mehr wusste, wo der angreifen sollte, dann fing damit so ein Scheiß. Der ist zurückgegangen. Wie lange ist dein Kampf da, wo das 2000 Meter zu hoch war? Boah, das sind jetzt fast 3 Monate. Guck mal, überleg mal, das heißt, dieses Video kenne ich dann, das heißt, der ist jetzt wieder nach Hause gegangen. Aber was kann ich machen? Hat sich deinen ganzen Blog, also die geschnittenen Videos, ach, das kann ich benutzen, hat irgend so einen Scheiß. Guck mal. Ja. Null lustig. Der hat gedacht, krasse Idee. Ja. Der hat gedacht, krasse Idee. Genau, so krasse Idee, ich hab doch ein paar Videos mit ein paar Schwarzen. Genau. Und solche Leute kennen wir, Bruder. Weißt du, ich sag dir nachher meinen Namen, ne? Mit dem ich ihn vergleiche, dann wirst du sagen, ja, Mann. Okay, guck mal, ich muss sowieso noch eine Sache dazu sagen. Guck mal, nach diesem Der Bruder sagt, Belash hat trotzdem geschafft, fast ein Abitur zu holen. Ja, aber fast, Bruder, fast. Also, es ist bemerkenswert, ne? Wenn du dann vor so einem Multimillionen-Konzern stehst und dann sagst, und dann die fragen, was hast du denn bis jetzt gemacht? Ja, aber guck mal, ich habe fast den Abi geschafft. Ja, sie haben die Stelle. Du bist dabei. Auch okay. Es war auch vorbei, aber knapp daneben ist auch vorbei. Du weißt. Den ganzen Stream mit Sinan und wir haben darauf reacted und so, ne? Mhm. Hast du ihm die Möglichkeit gegeben? Für einen Zehner bist du dabei. Hallo, ich weiß Bescheid. Kleiner Insider aus Spanien. Dass er das aufklärt, diese Unterstellung, dass du dein Boxrake gefälscht hast und keine Ahnung was, ne? Ja. Er hat die Möglichkeit gehabt, er hat das aufgedeckt, hat das auch, das war korrekt, dass er musste, der Druck war zu hart, plus 100.000 Euro haben wir hingelegt, die er gewinnen konnte. Wenn er es nicht nachweist, dass dieser Druck war einfach zu groß. Das heißt, er muss sich entschuldigen. Der lässt diese von dem. Das Ding ist, mir und Sennert wurden ja diese 100.000 angeboten. So. Das Ding ist aber, wie sollte ich denn das, warum wurde mir diese 100.000 angeboten? Für das, was Sennert behauptet. Checkst du? Ja, normal. So, ich hab das doch gar nicht gesagt. Ich hab das nicht mal so wahrgenommen, wie er das sagt. Wenn ihr sagt 100.000 für Kampf, wo ich da dabei, Bruder. Du weißt ja auch nicht, wie wichtig das ist. Also der Boxrank für einen Boxer ist sehr wichtig. Das ja, weißt du nicht, weil du ja nicht mal weißt, was der Boxrank ist. Das ist ja auch nochmal das Ding. Mir war diese Wichtigkeit von dieser Sache für ihn ja gar nicht bewusst. Ich wusste das ja gar nicht, dass das so wichtig ist oder so schlaggebend ist für ihn, für die Zukunft oder was auch immer. Ja, ne? Man hat da natürlich das ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Man will natürlich auch von Sinan eine Reaction haben. Man will natürlich auch die Klicks abgreifen. Das ist ja hier so, man will sich durchganoven. Ist ja okay. Ja. Aber man sollte Sachen nicht heißer kochen, als sie sind. Ja. Norbert oder wie der heißt, die Sprachmemo laufen. Und am Ende kommt, ja, aber alle Schwarzen sehen eh gleich aus. Guck mal, das sind auch Sachen, wo wir alle drüber stehen. Aber warum schneidest du nicht raus? Warum willst du provokant oder warum lässt du es zu, dass Leute so Dinge sagen über deinen Kanal schon wieder? Das ist genau das Gleiche, wie warum wir uns abgefuckt haben, was Sinan gemacht hat. Dass er, wenn er sowas macht und das online stellt oder live darauf reactet, dass er wenigstens kritisch gegenfragt oder hinterfragt oder irgendwas. Wenn's wie gesagt, hätte ich gewusst, wie ernst das ist, oder besser, wie wichtig das ist, oder dass das so ein Riesending gemacht wird, hätte ich wahrscheinlich dann auch gefragt, wie kommst du da drauf oder so. Ich habe das nicht mal wahrgenommen. Das war so für mich, der erzählt irgendwas, ich sitze. Okay, er hat so gehört, er sagt irgendwas. Das ist ja das Ding. So, wäre ich jetzt ein professioneller Boxer, dann wüsste ich wahrscheinlich, wie krass wichtig dieser Boxrank ist. Und dann hätte ich das auch gesagt, wie krass, das kann man ja gar nicht machen. Wie hat er das dann hingekriegt? Woher weißt du das? Oder was auch immer. So, anders gerade machen, dafür kann ich mich ja gar nicht. Was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich sagen, okay, Amadou, es tut mir leid, was Sennert gesagt hat. Weißt du, was ich meine? So, wie gesagt, Gott sei Dank hat der Sennert sich dafür gerade gemacht und sich dafür entschuldigt. So, ich erwähne das jetzt auch nochmal für die, die das nicht wissen. Sennert hat sich dafür entschuldigt und er hat eine Fehlinformation über Amadou rausgehauen. Und das ist Amadous Hack. Sein Hack ist halal. Inshallah, passiert sowas nicht nochmal. Was soll ich jetzt machen? Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich werde bezahlt fürs Kämpfen. Lag, wer kämpfen will, yallah. Nicht viel reden. Was ist diese Hokuspokus? Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Amen, Koi. Um sowas Brisantes geht, wie dass du etwas fällst, ne? Was auch Anzeigen und so vielleicht mit sich sogar ziehen kann. Ja, das darf man auch nie vergessen. Aber dann hast du die Entschuldigung öffentlich angenommen. Du hast sie öffentlich angenommen. Ja. Du hast gesagt, so, da gehört Größe zu, sich zu entschuldigen, dies, das, und hast sogar drüber gestanden, hast diese letzte Satz, haben wir weggelächelt. Weil wir unser ganzes Leben diesen Film schon kennen. Noch die Sonnencreme, ne? Ja, da hat er noch die Sonnencreme gesagt, Sonnencreme-Sponsor aus Dubai. Ja, ja, weil ist schwarz und benutzt keine Sonnencreme, voll witzig. So. Krass, ne? Ja, so dumme Sätze. Ja, viele nicht. Oder das Beste ist, der war die, doch... Die keine Zusammenhänge oder nicht mit Schwarzen so sind, wissen nicht. Es ja nicht. Ja. So, aber jetzt musst du denken, er hat sich entschuldigt, du hast drüber gestanden. Was macht er? Er hat es nicht verkraftet, es ist in seinem Herz. Ich musste mich entschuldigen bei Amadou. Der hat eine Woche Ruhe, hat eine Woche gesucht.
mit Schwitzen, diese mit Schwitzen. Gesucht wie ein Verrückter, hat Videos gefunden mit Schwarzen, postet die und schreibt Sachen über uns. Hier hat er unsere ganze Familie angegriffen. Aus Südafrika. Aus Südafrika, weil wir Schwarzen alle kommen aus Südafrika. Ja, das ist das Krasse, ne? Der macht ja einen auf rassistisch, ne? Hier wegen, und der war in Südafrika. Aber der war wegen Boxen da. Ein kleiner Adolf in Südafrika, aber hier öffnet er sich. Weißt du, was er sagt? Sag mal. Was hat er gesagt? Ein kleiner Adolf in Südafrika. Ein kleiner, also er hat Senat als Adolf betitelt. Ja. Ja, Bro, das ist auch nicht korrekt. Also, Bruder, Adolf ist ein. Ich küsse dein Herz. Adolf ist ein Massenmörder. Der ist der letzte Dreck. Ja, das kann man auch nicht sagen. Das ist auch nicht korrekt. Ich meine, man kann davon halten, was man will. Ich bin auch kein wirklicher Fan davon, was Senat macht. Aber, Bruder, den mit Adolf zu vergleichen, ist. Das ist doppelmoralisch. Ja, genau. Ja, was heißt doppelmoralisch, Bruder? Du kannst ja hier nicht jemanden als Adolf betiteln. Weißt du, wie ich meine? Bruder, Adolf hat, Bruder, der hat 6 Millionen Juden vergast, Digga. Das ist ein anderes Dreckschwein. Das kann man sich nicht mal ausmalen, was das für ein Dreckstyp ist. Ja? Da kannst du einen Senat doch nicht mit gleichstellen, so, weißt du? Aber muss jeder für sich wissen. Fand ich jetzt nicht cool. Wahrscheinlich hat er das auch jetzt nicht so näher gemeint, aber kann man trotzdem nicht bringen, so einen Scheiß, ne? So. Der war in Türkei und der sagt, ja, guck mal, ich bin hier mit den Deutschen. Ja. Also wir haben in Südafrika nichts zu tun. Krass. Ich glaube, der konnte nicht mal recherchieren. Ich glaube, der weiß gar nicht, kurz. Wir helfen ihm. Guck mal, da stehen, viele Leute haben drin geschrieben. Dann helfen wir ihm, sagen wir ihm, wo wir herkommen. Wir sind aus Ghana. Damit du Bescheid weißt, Senat. Ghana ist ein Land auf dem afrikanischen Kontinent und im Westen. Für dieses Ghana ein Land, Afrika ein Land, komplettes Land. Ja, du lachst. Für dieses Afrika wirklich ein ganzes Land. Ja. Und er war im Süden davon. Ja. Oh Mann. Ah, Senat. Aber, ey, Leute fühlen sich getriggert. Die schreiben hier so sehr kassiert, dass man rassistisch wird. Aber normal. Die müssen auch diese Leute im Internet, die eine Stimme jetzt bekommen haben durch Social Media, die fühlen sich gekränkt immer wieder. Afrikaner, Rassismus. Wie oft noch, Mann? Wie auch, die fucken sich ab. Uns juckt das nicht, wir machen ja unser Ding weiter. Ja. Du wirst das, was, wenn sich Aggressionen in dir stauen würden, nimmst du die, du gehst zum Training, du gehst damit in den Ring gegen Senat. Aber was sollen die Menschen denken, die keine Stimme haben, sondern nur kommentieren können? Ja, das stimmt. Aber nächste Woche kommt dieses, sorry Leute, war falsch von mir. Nein. Weißt du? Nein. Bei den Kommentaren? Nein. Der kann nicht wieder zurückkommen. Meinst du? Nein. Okay, da hast du sein Loch jetzt ziemlich tief gegraben. Natürlich, jemand schreibt, Amado hat dein Leben verändert, such dir was Neues. Bruder, ja, der träumt von dir, Bruder. Der träumt von dir und die Hose hier. Aber jetzt kommt noch was. Der Senat meinte, der will mir nicht schaden. Aber der verplätzt mich beim Finanzamt. Krass, ne? Und Verlinkung. Also Zinker oder was? Ja, offiziell. Ja, natürlich. Offiziell. Was hat der Senat gemacht? Er hat das Finanzamt markiert? Ja, unter dem Video. Ja. Als Humor, ne? So, ja, nee, so auf ja ist natürlich Senats Humor, ist auch irgendwo witzig, aber ist es natürlich auch irgendwo indirektes Zinken. So. Aber ich glaube nicht, dass Zinken seine Intention war. Bro. Ja, Zinken war jetzt nicht seine Intention, aber ich kann natürlich einen Nu verstehen. Ich bin auch Kodex, alte Schule, Zinkerei mit Behörden oder Finger auf andere Leute zeigen, die haben das und das gemacht. Ist natürlich Zinkerarbeit und damit will ich auch nichts zu tun haben mit irgendwelchen Leuten, die bei der Polizei irgendwelche Leute anschwärzen und so eine Scheiße. Ne? Also, safe. Compadre schreibt, wenn du gar nicht auf die reagierst, interessiert sich überhaupt niemand für diese Truppe. So unsympathisch. Immer heulen die gleich rum. Jedes Mal, wenn ein Schwarzer gegen einen Weißen beeft, so sagt der Schwarze, oh, der hat mich rassistisch beleidigt. Ja, man, ich weiß, was du sagen willst, aber man darf auch wirklich nicht vergessen, ne, das Schwarze ist wirklich auch schwer. Die haben immer wieder mit irgendwelchen Bemerkungen oder mit irgendwelchen rassistischen Aussagen zu kämpfen. Die haben das Problem ist aber auch die fehlende Bildung einfach. Es gibt einfach Menschen, die einen Witz über einen Schwarzen machen, aber gar nicht checken, dass das rassistisch ist. Die wollten einfach nur witzig sein, aber die verstehen nicht, ey, das war überhaupt nicht angebracht gerade. Man muss dann die Leute aufklären. Versteht ihr, was ich meine? So, ich will auch niemanden in Schutz nehmen. So, ihr wisst, ich bin komplett gegen Rassismus. Aber manche sind einfach von der Bildungsstand einfach nicht so krass gebildet. Und da muss man halt aufklären. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Ding so einfach. Als Polizei? Ja, Senat, ja. Motherfucking Maschine, 31er Maschine. Wie nennt man das nochmal? Zinkagashi, neuer Name. Ja, der muss auch jetzt Zinkagashi heißen. Aber passend dazu, gehen wir jetzt wieder darauf ein, passend dazu habe ich eine Geschichte. Boah, nein. Ja. Oh, ich habe eine Geschichte über Senat, die keiner weiß. Oh, shit. Es handelt sich um Mabea. Senat, kennst du die Geschichte auf Mabea?
Senat Tsinkagashi hat Palaba auf Mabea gehabt. Okay? Ja. So, der muss sich jetzt mit diesen Leuten treffen. Oder die sollen sich jetzt treffen, um die Sache zu klären, endgültig. Ne? Die haben gesagt, schick Adresse, wir kommen dahin, wo du bist. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat Adresse vom Polizeipräsidium geschickt. Die sind da hingefahren, die haben gesehen, dass ein Polizist. Aber das ist geht so bewaffnet mit Messer und Knarren. Gehst du zur Polizei? Ja, was muss man sagen? Was muss man sagen? Aber arbeitet ein Sender hier bei euch? Ja, die sind da hingefahren, die haben gesehen, die Polizei machen und direkt wieder zurückgefahren. Ja. Oh Mann, Alter. Also wie geil er so trocken sagt. Mabea. Senat, kennst du die Geschichte auf Mabea? Senat Tsinkagashi hat Palaba auf Mabea gehabt. Okay? Ja. Gut, dass Senat den nicht Standort von Esslingen geschickt hat. Sonst wären die noch in den Flieger gestiegen. So, der muss sich jetzt mit diesen Leuten treffen. Oder die sollen sich jetzt treffen, um die Sache zu klären, endgültig. Ne? Die haben gesagt, schick Adresse, wir kommen dahin, wo du bist. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat Adresse vom Polizeipräsidium geschickt. Die sind da hingefahren, die haben gesehen, dass ein Polizeipräsidium, die sind umgedreht und gefahren. Krass, ne? Das war der wirklich da. Guck mal, und ich habe nicht über diese Geschichte geredet. Und ich habe diese Geschichte aus erster Hand. Das macht jetzt Sinn. Ja, guck mal, ich habe die Geschichte aus erster Hand. Das aber jetzt, wo ich sowas sehe, dass der Senat Gashi selber, Senat, warum? Mach doch wenigstens mit Fake-Account oder so, der markiert Finanzamt. Weißt du, das krasse ist? Genau, du machst so einen Joke, hätte ich dann auch lustig gefunden. Okay, nein, aber wisst ihr, der macht ja wirklich da. Ja, der hat wirklich markiert. Das ist Tinken. Moment. Nicht nur auf Instagram. Nicht nur auf Instagram, der ist danach auf TikTok gegangen, hat die auch dort markiert. Ey! Nein! Also, Senat! Kein Spaß mit der Sauer! Warte, jetzt kommt der Nu, der ist so ein Teufel! Ja, wunderbar. Senat! Hör auf jetzt! Come on! Komm raus jetzt, Senat! Come on! Inspektor Nu. Das Beste. Ey, Bruder, und das ist ja mein Landsmann, Albaner, warum das verraten? Sehr Bruder. Ja, Bruder, das verraten. Aber jetzt kommt das Beste. Der hat erstmal kommentiert: Wow, du hast sehr viel Geld. Der ist 2 Stunden später zurückgekommen, um Finanzamt zu markieren. Unter seinen eigenen Kommentar bestimmt. Unter seinen eigenen Kommentar. Das ist Senat. Der geht so: Billard spielen. Der steht und der denkt: Warum habe ich nicht Finanzamt markiert eigentlich? So, der so, das heißt, der hat jetzt kommentiert, so, nein. Das reicht nicht. So, wie du tut mir weh, ich muss das machen. So, der kommt, man kennt Finanzamt. Jetzt die Leute da drunter, die sagen, boah, krass, du bist ja ein Zinker, kann man so zinken. Hier. Senat motherfucking Zinker. Ey. Ja, Mann, neuer Name. Senat motherfucking Zinker. Nein, das ist so viel einfach. Senat, nein, nicht aus Senat, komm weg. Zinkagashi. Was? Schmoll nochmal zurück. Kommentar bestimmt. Und das ist ein eigener Kommentar. So, der so, das heißt, der hat jetzt kommentiert, so, nein. Das reicht nicht. So, wie du tut mir weh, ich muss das machen. So, der kommt, man kennt Finanzamt. Jetzt die Leute da drunter, die sagen, boah, krass, du bist ja ein Zinker, kann man so zinken. Hier. Senat motherfucking Zinker. Ankl hat gesprochen und gesagt, er kann reden. Ich dachte, das war er. Seit wann können Statuen sprechen, Digga? Seit wann kann Adonis Deutsch? Seit wann kann Adonis Deutsch? Ey, das war das der offizielle erste Satz von ihm und sein erstes Lächeln. Ja. Oh mein Gott. Onkel auf die 1. Tschala, Onkel. Alter, dann noch, wir haben so 2 Fliegen mit einer Klappe geklatscht. Er hat geredet und gelacht. Der war bis jetzt die ganze Zeit ruhig. Man hat ihn nur gesehen, wenn es wirklich brenzlig wird. Wenn er aufstehen muss. Der Mann für alle Fälle. So, aber jetzt hat er gezeigt, ich verstehe euch. Nein, das ist so viel einfach. Senat, nein, nicht aus Senat, komm weg. Tsinkagashi. Schreibt jemand hier. Wie heißt Tsinkagashi auf Englisch oder so? Snitch. Snitch-Gashi. 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 Guck mal, schreibt jemand hier. Hier ist noch beim Finanzamt snitchen. So einer bist du also. Ja, die Leute erkennen. Was ein 31er, du neidischer Männlein. Ja, die Leute erkennen. Selbst als YouTuber-Boxer ein Verlierer. Und ja, will ich dir auch ins Gesicht sagen. Ey, du kleiner Snitch. Ey, du kleiner Snitch. So. Boah, die Leute verstehen also. Was für ein Zinker du bist. Immer wieder, ne? Ey, der Nu. Ey, Lagerfeuer, voilà. Der Nu ist klar. Ah, die Leute verstehen also. Die sind doch nicht so dumm, wie die aussehen. Die checken.
Was für ein Zinker bist du denn jetzt? Finanzamt markiert. Ja, ja. Nein. Ja, zweimal unter diesem Video kommt Finanzamt markiert. Euer ganzer Streit war bis jetzt auf einer sportlichen Ebene. Ein bisschen Beefen vor dem Kampf ist nie verkehrt, aber jetzt Finanzamt zu verlinken, du falscher Puffi. Jetzt ist wieder da am Beefen. Also, komm, wir, ja, sag. Ich finde das immer krass, dass er immer das. Vielleicht ist immer in meinen Kommentaren, ne, dass er mit Leuten am Beefen ist. Frag mich, du bist in seiner Psyche drin. Du bist in seiner Psyche drin. Und diese Leute, die dich hier supporten, das sind maximal stabile Leute. Das ist krass. Also guck mal, wie sehr diese Leute, wie sehr er das maximal, wie sehr die dich supporten. Ich habe sowas selten gesehen. Danke dafür. Ich weiß, du hast mir geschrieben, du so, boah. Stark, schwöre. Richtig stark. Guck mal, ich muss nicht, aber ich will trotzdem was dazu sagen. Hm? Bei uns ist kein Finanzamt reingekommen. Es wird, glaube ich, auch nicht ermittelt, weil jeder Cent, den die Leute hier sehen, und nur damit ihr wisst, das ist kein Falschgeld. Wir müssen nicht damit flexen, aber auch fürs Finanzamt, das ist echtes Geld. Damit ihr seht, dass uns das nicht juckt, nicht das Finanzamt, sondern ein Senat Gashi und Leute, die neidisch sind und Dinge markieren. Jeder einzelne Cent davon ist nachgewiesen und schon versteuert. Ich muss heute sogar mit Finanz... wie heißt der? Finanzberater. Nee. Ja, Steuerberater. Steuerberater muss ich heute sogar noch ein paar Sachen... Ja. Aber ist egal. Auf jeden Fall nur, damit das geklärt ist. Senat, du kannst Finanzamt so viel markieren, wie du willst. Du kannst so viel markieren, wie du möchtest. Ne? Ich gebe dir sogar ein Versprechen, Senat. Noch ein Versprechen an dich. Wenn du 100 Mal, weil du bist ja so neidisch, 100 Mal das Finanzamt markierst, werden wir nächstes Mal vor die Kamera 500.000 in bar stellen. Ein Versprechen, Senat. Ein Mann, ein Wort. Mach wieder, Senat. Mal gucken, wen du dann markieren möchtest. Olaf Scholz steht da. 500.000? Aber jetzt ein anderes Angebot. Ey, oder der, der Nuat Patte, Bruder. Mach mal. Nuat Patte. Patte fließt. Das bin ich gespannt, wann jetzt da so 100 Mal Finanzamt steht. Gasman lauert schon auf das Geld. oh Mann. Aber vielleicht dürfen Schwarze nicht so viel Geld haben. Ja. Boah, in 10er Zeit vielleicht. Mhm. Das kann sein. Mhm. Oder? Ich glaube, diese Kombination macht ein bisschen Kopfschmerzen im Auge. Ja, oder? Die können das nicht legal verdienen. Nein, oder? Tschüss. Vielleicht ist Senat pleite. Das ist das, wollte ich gerade fragen. Seine Kämpfe hat er vielleicht nicht so viel. Vielleicht ist. Nee, Senat ist nicht pleite oder so. Dem geht's ganz gut eigentlich. So wie ich das jetzt beobachten konnte. Der Senat ist da ganz entspannt, was das angeht. Ist der, vielleicht ist Senat so oft in deinen Kommentaren, weil er so oft aufs Video gegangen ist, um einmal Bargeld 100.000 zu sehen. Es war zum Greifen nah. Der hätte das gewinnen können. Stimmt, ja. Du hast ihn auch gesagt, sogar, du hast ihn auch die Chance gegeben. Sogar. Mach natürlich. Mach mit KI, fake das von mir aus. Aber natürlich. Du hast die Chance gehabt, Bruder. Egal. Nächstes Mal, Senat. Ja. Sorry, Snitch Gashi. Nehmen wir jetzt Zinker Gashi oder Snitch Gashi? Beides, schön, beides passt. Snitch ist besser, ja. Ja, aber ich finde leichter. Ich mag Deutsch. Ja, ich auch. Zinker Gashi. Sprechen ist Zinker Gashi. Snitch, Maschinen kann Gashi. Nein, ja, Maschinen muss weg. Okay. Das ist noch ein Zinker. Bis jetzt ist der Goro Gun. Die Leute, die nicht wissen, was Goro heißt, frag einen Bruder, der aus Kongo kommt, was Goro heißt. Goro Gun. Mr. Goro. Kennt ihr Goro von Mortal Kombat? Oh Mann. Hä, hab ich nicht noch letztens über Goro von Mortal Kombat gesprochen? Mit den vier Armen, ne? Ja? Mhm. Genau, das war bei Dingens. Als wir auf Dingens reagiert haben, auf Umut, auf dieses Dingens, da waren doch diese von Mortal Kombat, Sub-Zero, so, die stand noch so hinten mit Masken. Bruder, da bin ich raus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bist du behindert oder was? Bruder, Schädel? Ich kenne so Sachen. Du kennst Mortal Kombat nicht? Mhm. Verpiss dich raus! Schafft meine Mutter, was ist mit dem los? Was? Der kennt erstmal American Pie nicht und dann kennt der Mortal Kombat nicht. Kind. Schau auf Koran, ich hab ganz gedacht, das ist so PlayStation Spiel. Bruder, bist du... Kind! Schau auf Koran. Bruder! Ich hab ganz gedacht, das ist so PlayStation Spiel. Kind. Bruder, raus! Counter-Strike-mäßig. Was für Counter-Strike? Raus! Bruder, ich bin jung. Was hat das mit jung zu tun? Ich hab mit 5 Jahren Mortal Kombat geguckt. Bruder, du bist auch... Ich hab mit 5 Jahren mich wie Sub-Zero verkleidet. Bruder, ich hatte die blauen Augen schon. Du bist auch mit 12 von der Schule geflogen. Ja und? Mann. Bruder, der kennt Mortal Kombat nicht. Mann, ich küsse dein Herz. Nächstes Stream, du hast Kinderstuhl hier. Wallah, Bruder, mach Hausaufgaben hast du. Du hast Hausaufgaben, ich hab dir gesagt. American Pie, Stiflas Mom absmoven und dann jetzt auf jeden Fall Mortal Kombat gucken, Digga. Bruder, ey, du kommst mir nicht mehr unter die Augen, wenn du den Scheiß nicht kennst, Digga. Ich schwör bei Gott, ey Freunde, der kennt Mortal Kombat nicht. Bei aller Liebe, bei allem Respekt, jetzt wird's langsam ernst hier. Tu mal diese 500.000 Euro von Nu zur Seite. Digga, Alter, ich schwör, bevor ich ausrede, nein, Thema wechseln, ich schwör bei Gott. Wallah, Bruder, ich... Hast du uns gefickt wieder. Bruder, Alter. So, aber es gibt eine Sache, eigentlich wollte ich das nicht mehr erwähnen. Aber mein Bruder hat mich jetzt dazu gezwungen, der sagte, wenn ich das öffentlich gemacht habe, muss ich das auch öffentlich beenden. Ja. Das war das Thema Sinan G. Hallo.
kann ich erstmal auf Horne eingehen? Ja. Ich nenne auch. Dein Name wurde genannt. Hast du erstmal meinen Namen gesagt? Da wurde zum ersten Mal dein Name genannt. Also bin ich mal gespannt. Bewusst Horne, wenn ich das richtig ausspreche. Ich möchte mich natürlich nicht entschuldigen bei Horne. Weil. Ja, so schön angefangen, ne? Hey, Horne, Bruder, ich, dein Hack wird immer gefressen, Bruder. Ich schwöre bei Gott, komm, ey. Hören das mal weiter. Bruder, komm, nimm mal hier so ein Karamell-Butters. Du red mal über mich. Bruder, bitte. Darf ich noch reden? Bruder, schwer, dass er reden darf, weil der Mortal Kombat nicht geht, aber dieses, der Satz von Nu, der kam trocken, Bruder. Darfst du noch reden? Der kam trocken, Bruder. Lass mal weiter gucken, Bruder. Sorry, dass ich jetzt abschmatzen muss, ne, aber das ist halt jetzt der Effekt gerade. Genau wie, das muss ich Sinan sagen, also muss ich bestätigen, wie Sinan gesagt hat, das war jetzt gerade Team Gashi zum Beispiel in dieser Konstellation. Mhm. Wir sind ganz klar Team Amadou in der Konstellation. Hier sagt man manchmal Dinge, die verletzend sind. Ne, das gehört dazu. Wollte was an. Genau. Trotz alledem möchte ich sagen, dass ich Horne nicht mehr Einzahn nennen möchte. Ja, ich meine das ernst. Auch wenn ich das lustig finde. Und das etwas ist, wogegen man was machen kann. Ja. Dass wir reden hier, weil... Reden die zufällig von dem Spendenlink? Weil wir haben schon einen Zahnspendenlink am Laufen. Wir könnten ruhig einen zweiten machen für Horne. Also ich ob er den Zahn dann kriegt, ist eine andere Geschichte. Wenn ich dann hier mit einer neuen Belstaff-Jacke sitze, ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber wir hören weiter. Lass doch Jalous den Konto blöd. Vielleicht kann uns ja Jalous helfen, mit einem vernünftigen Spendenlink dann einen Zahn für Horne zu organisieren. Ich küsse euer Herz. Danke. Die haben probiert, ein bisschen diese Film zu machen von, guck mal, wie ihr Witze über Auge und Zahn und keine Ahnung was macht, okay? Ja, wir sind auf dieses Auge gar nicht wirklich eingegangen. Außerdem, wir haben beschrieben. Ja, genau. Also, so. Genauso wie Schwanzlutsch. Also, ist auch eine Beschreibung. Ja, genau. Keine Beleidigung. Genau. Aber trotz alledem möchte ich auch den Leuten, die so sehr Gas gegeben haben auf Horne, dass der Herr in der Mitte mit der Brille, möchte ich sagen, lass den jungen Mann in Ruhe, weil. Der sitzt original jetzt wieder im Stream in der Mitte. Kann sein, ich bin in 5 Jahren. Als ob wir live to live sind gerade. Xavier Naidu. Ich habe mir auch den, also für mich, von meiner Seite aus, kann ich das natürlich schon sagen, ich habe mir diesen Stream von Sinan auch komplett angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, der Horne, der war mir sehr sympathisch, ja. Ja, muss auch sagen. Der war mir wirklich sehr sympathisch. Ich hatte auch ein bisschen so dieses Beschützergefühl, dass ich ihn beschützen muss. Der ist so einer im Freundeskreis, den man hat, der öfters geärgert wird. Lass mal weiter, das gefällt mir. Lass mal laufen. Der ist schon so einfach asartig zu sein. Lass mal laufen. Horne hat sich hochgearbeitet. Hört, aber man soll auch nicht übertreiben und andere Leute ärgern, denen man muss ihn beschützen und so. Mhm. Dieses Gefühl hatte ich bei ihm. Ich kannte den ja gar nicht. Abi. Deswegen möchte ich auf jeden Fall sagen, Horne, wenn du da siehst, zwischen uns ist alles gut und ich werde dich auch ab heute auf jeden Fall bei deinem Namen nennen. Du bist ein sehr, sehr sympathischer junger Mann. Ich küsse euer Herz, wenigstens. Ja, der war sehr nett. Weil wir Horne auch lieben und so sympathisch ist, ist er auch gerne immer hier willkommen und privat auch natürlich. Horne ist unser Bruder, das wird sich auch nicht ändern. Ja. Zu, wie heißt der, Azadi? Schwanzlutscher. Bei Azadi muss ich natürlich zu meinem Bruder komplett stehen, der hat dich gefressen, der mag dich gar nicht. Ich kann aber auch verstehen, warum. Der hat auch im ganzen Stream... Ja, aber den jetzt die ganze Zeit so Schwanzlutscher nennen und so, finde ich auch nicht korrekt. Also das finde ich schon wirklich sehr herablassend. So, Schwanzlutscher, was soll das? So, was hat Azadi ein von euch überhaupt getan? So, ja, nee, ich bitte euch. Bei allem Respekt, man kann die Lage übertreiben, man kann die immer überspitzen, aber so die ganze Zeit den Schwanzlutscher zu nennen, nur weil er Props gegeben hat und euphorisch war, das ist echt nicht nice, Alter. So getan, als wenn er nicht verstehen würde, warum. Genau, ja, ja. Vielleicht ist er in die Kuh nicht so weit. Mhm. Der hat die ganze Zeit so getan, als wenn er nicht versteht, warum du dich so sehr auf ihn abgefuckt hast. So. Ich sag, der hat mich sogar am meisten von allen. Ja, ich hab das verstanden. Ja. Willst du selber für ihn nochmal erklären, warum du dich so auf ihn abgefuckt hast? Wenn er das nicht verstanden hat bei dem Video... Ja, glaub mir, er hat es nicht verstanden. Dann wird er es nie verstehen. Ich glaube, das ist einfach seine Natur. Für den ist, kennst du so wie Tiere... immer Richtung Licht laufen, genauso wie für den Schwanz. Das ist der Natur. Chill, chill. Der kriegt neue Serie, Schwanzschutz. Oh Mann. Und also, du sagst zu den Tieren, warum läuft die Sonne? Finde ich nicht so korrekt, sowas, ne? Solche Aussagen sind wirklich. So, und es ist halt genau so, wenn, die würden es nicht verstehen, wenn du sagst, warum läuft die Richtung Sonne? Und bei denen auch. Ich frage, warum läuft der Schwanz? Und für den ist, so. Ich muss auch ehrlich sagen, finde ich sehr, sehr schade, dass der Amadou solche Ausdrücke und solche Wörter in Richtung Azadi benutzt.
Asadi ist kein kleiner Pisser, der ist ein geisteskranker, starker Kampfsportler. 100%. Der viel auch über sich selber lachen kann und viele Witze machen kann. Aber den jetzt die ganze Zeit so, nur weil er ruhig ist, man muss auch dazu sagen, ich sag ihn auch immer, bitte beruhig dich, mach cool. Ja, der Asadi kann auch ganz anders. So, und Asadi ist auch jetzt hier nicht irgendein dahergelaufener. So, aber da die ganze Zeit drauf rumzureiten, sagen Schwanzlutscher, ey, das finde ich nicht korrekt, Mann. Das finde ich echt nicht korrekt. Nochmal. Ja. Und zu Sinan muss ich auch was sagen. Sinan weiß, dass wir noch sehr korrekt geredet haben. Auch wenn er so Sachen sagt, ich bin der Sohn von meinem Vater und keine Ahnung, von wem sollst du sonst der Sohn sein? Du musst von deinem Vater der Sohn sein. Ja, aber er ist der Sohn von seinem Vater. Mhm. Ist auch nur logisch. Ja, es geht ja, bei dem Satz geht es ja nicht um Logik. Es geht um das, was dahinter steckt. Warum sagt man, ich bin der Sohn von meinem Vater? Ja, nee, damit heißt das, unsere Väter sind richtige Männer. So, und wir sind genau wie unsere Väter richtige Männer. So, wir sind keine Söhne von Fremden. Ja, wir sind die Söhne von unseren Vätern. Das hat eine tiefgründige Bedeutung und da, wo wir herkommen. Das ist ein bisschen anders. Nein, dass das logisch ist, ist ja klar. Ja. Ne? Aber zu Sinan, das ist auch eine Sache. Wir haben noch sehr, sehr human geredet, weil wir eigentlich, damals hatte ich ein persönliches Problem mit ihm, ganz früher. Dann haben wir einmal uns getroffen, bei einer Boxveranstaltung geredet und vorher war eigentlich schon alles so, Klima war runtergefahren, es war aus der Welt geschaffen und so. Ich persönlich. Das ist das, was ich euch letztes Mal gesagt habe. Ja? Für die Leute, die hier meinen, ich hätte Angst irgendwie vor Nu oder sonst irgendwas, was natürlich Blödsinn ist. Das hat überhaupt mit Angst hier nichts zu tun. Ich habe von niemandem Angst, ja. Aber ich und Nu haben uns gesehen und wie gesagt, wir hatten eine Differenz und das haben wir aus der Welt geschafft und wir haben uns an dem Tag, wo wir uns gesehen haben, sehr, sehr lange unterhalten und haben uns auch sehr gut verstanden, weil man auch viele gemeinsame Freunde hat und auch in gewissen Kreisen verkehrt hat, wo man den einen oder anderen kennt und auch viele Gemeinsamkeiten gab und so weiter und so fort. Deswegen hat man sich sehr gut verstanden und deswegen bin ich auch immer noch die ganze Zeit respektvoll, weil wir nun mal uns auch sehr gut verstanden haben. Dass er hier zu seinem Bruder hält und all das ist ja wohl klar. Kann ich den ja auch nicht übel nehmen. Ne? Deswegen. Aber alles gut, wir hören mal weiter. Ich habe kein persönliches Problem mit Sinan. Ich gucke mir die Streams an und ich lache laut. Ich fand das witzig, wie die gestartet haben. Ich fand das witzig. Das war sympathisch eigentlich. Maximal witzig, sympathisch. Ja. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Es sind Dinge in seiner Vergangenheit passiert, wo ich mich auch von jedem, der hier im Raum sitzt, der so etwas mit sowas zu tun hat, ne, mich distanziert hätte. Von jedem. Und ich hoffe, dass jeder von euch auch so über den Nächsten neben euch auch denkt. 1000%. Ich weiß nicht, was an diesen Geschichten, oder wir wissen in Wahrheit nicht, sind die Geschichten wahr, ist geschnitten, ist das eine böse Ex-Freundin, die oder keine Ahnung, KI, wir wissen es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass diese Sache nie zu 100% für die Öffentlichkeit zu 100% bewiesen werden konnte, dass diese Sache nicht passiert ist. Ja, finde ich schon mal gut, dass er aber auch sagt, wir wissen nicht zu 100%. Ne, es gibt ja natürlich Leute, die mich ja komplett als Täter schon abgestempelt haben, wie ein Bösemann oder ein Kuchen-TV oder ein Belasch und noch andere Leute dann auch auf TikTok oder ein Schmarsten Schmal. Der Typ reimt sich, ihr wisst, wenn ich mit Schmarsten Schmal meine, wahrscheinlich ist so ein Superheld aus deiner fernen Galaxie. Ich möchte seinen Namen hier nicht nennen, bevor ich hier irgendwie irgendwelche Anwaltsbriefe kriege. Diese Leute, die natürlich auf jeder auf seine Art und Weise eine riesen Reichweite hat. Oder Werner Frankfurt zum Beispiel auch, mit dem ich auch sehr dicke war. All diese Leute, die auf ihre Art und Weise sehr große Reichweiten haben, haben den Leuten einfach so eine Scheiße eingetrichtert und haben die Sache so heiß gekocht, obwohl die gar nicht so heiß war und haben mich damit komplett überrumpelt und haben die Menschen komplett, und natürlich gab es noch andere Leute, die ja waren wirklich der letzte Haufen Scheiße sind, die Interviews gefaked haben, die Falschinformationen verbreitet haben, nur um das so aussehen zu lassen, dass es hier sich tatsächlich um Pädophilie handelt oder was auch immer. Und natürlich Leute wie Schmack, Abu Rapcheck, der dann den ganzen Tag das Ding mit der Zweijährigen verbreitet hat. Oh, Zweijährige, ohne Beweise, ohne nichts. Einfach das so den Leuten reingedrückt hat, halbes Jahr lang, dass das eigentlich für die Leute dann schon so klar war. Das ist ja dann so. Ne? Das wäre dann egal gewesen, was ich in dem Zeitpunkt gesagt habe. So, selbst bei meinem Entschuldigungsstatement, wo ich sogar mich klar und deutlich von so einer Scheiße distanziere und Hass nicht gesehen, haben die Leute trotzdem Leute das irgendwie falsch aufgefasst, weil die Maschinerie des Hasses so krass am Ziehen war.
Ja, und wie willst du als einzelner Mann, okay, dann haben wir noch Roos, Mock, später Jesus noch, paar Leute, die da versucht haben, das gerade zu rücken und so weiter. Wie willst du gegen so viele Feinde, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder Leute, die davon profitiert haben, die da mit ihren YouTube-Klicks ihre Miete gezahlt haben, um mich an den Pranger gestellt haben, obwohl die wissen, dass ich nicht so bin. Ja, Sachen, die vor 5, 6 Jahren waren, ja, in so ein schlechtes Licht zu rücken, weil die damit ihre Miete bezahlt haben. Ja, und diese Sache wurde dann noch so, Markus Groß, dann wurde die Sache noch so von Rechtsextremisten in so Telegram-Gruppen verbreitet und dann hat man noch so, ja, der Sinan, der Moslem, der Pädophile, ja, der Prophet war ja auch Pädophile, haben die so eine Filme gemacht, das haben viele von euch gar nicht mitgekriegt, aber in so Bubbles hat so eine Scheiße auch schon stattgefunden. So, natürlich, ein Arafat hat auch unterstützt und natürlich gesagt, ey, das ist hier nicht so und hast nicht gesehen. Aber wie willst du mit diesen Leuten, von denen ich gerade geredet habe, die Reichweite von den anderen war viel größer und der mit der meisten Reichweite am Ende gewinnt. Guck mal, ein Kuchen-TV, der sagt in sein Video, Sinan G ist ein Täter, er hat auf einer Zweijährigen so und so gemacht. Er hat das einfach beschlossen, ohne Beweise, ohne dass er die Zweijährige kennt, ohne dass er die je gesehen hat, ohne dass er den Namen kennt. Irgendwas, er hat das einfach beschlossen. Und seine Nazi-Anhänger, Zuschauer, ja, hören das, er macht viele Klicks, schneidet ein Video zurecht, das Video kommt raus. Wer reagiert auf dieses Video? Montana Black, ein noch größerer, mit der Größte, reagiert ohne die Hintergründe zu kennen, ohne zu wissen, was Sache ist. Und noch mehr Leute kriegen das mit. Wie willst du gegen diese Maschinerie von Promo, wie willst du gegen die alle ankommen? Es ist völlig egal, was ich sage. In dem Zeitpunkt hätte das Mädchen selbst kommen können und gesagt, ich habe euch alle geprankt und das hätte trotzdem keiner geglaubt. Die hätten trotzdem alle dieses Wort, weil der Hass war so groß und die Leute haben das so verurteilt. Oh, der hat das gesagt. Und haben damit Klicks erzielt. Ja, wenn einer von denen wirklich denken würde, dass ich so einer bin, dann warum sind die nicht gekommen und haben mir auf die Fresse gehauen? Kann keiner. Mir auf die Fresse hauen? Sowieso kann keiner von denen. Ne? Aber warum sind die nicht gekommen? Wenn ich doch so einer bin. Warum bin ich dann nicht in den Knast gegangen, wenn ich doch so einer bin? Ja? Das ist alles Laberei. Das Einzige, was von all den Geschichten stimmt, das Einzige ist das Telefonat. Aber all das, die Lügen mit minderjährigen Weiber oder ich hätte diese Fotos an Minderjährige geschickt, was überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Die Ex von mir ist 32. So, das auch nochmal, um das nochmal, ja, zu verdeutlichen. Wie krass die mein Bild versucht haben, ekelhaft zu machen, um nur das Bild bei euch so aussehen zu lassen. Ja, der ist ja ein P***. Ich hatte den größten Shitstorm aller Zeiten in Deutschland. Ich glaube, es gibt keinen der größeren, glaube ich, einen größeren Shitstorm hatte als ich. Vielleicht noch dieser eine hier, wie heißt er, der im Hotel so gefaked hat, der hat mich wegen, weil der ist, wie heißt er? Also Sänger, ne? Uri, ja. Wie heißt er? Uri Geller? Nein, Gil Ofarim. Vielleicht hatte der noch einen größeren Shitstorm als ich, weil das so eine politische Sache war. Bei so einem Shitstorm, den ich hatte, warum sind dann plötzlich keine Opfer aufgetaucht? Warum kamen keine anderen Menschen, ihre Kinder oder irgendwas oder Freunde, die gesagt haben, ja Mann, ich hatte das, die Befürchtung, mir ist was aufgefallen. Es ist nichts. Einzige, was gibt, ein Telefonat. Nichts. Ohne Beweise, ohne nichts. So, aber zu den Sachen komme ich gleich weiter. Wir hören nochmal kurz rein, was er sagt, damit ich auch mal weiß, was er überhaupt sagt. Aber zu dem, guck mal, ihr habt gehört, ne, wie viele Namen ich euch genannt habe, mit so viel Reichweite. Die haben euch alle verarscht. Guck mal, ein Schmarsten Schmal zum Beispiel. Ja? Statt, ich habe ihnen angeboten, ey, lass uns reden, ich erkläre dir die Sache, ich zeige dir auch Beweise und hast nicht gesehen. Meint ihr, er wollte das hören? Was sagt Schmarsten Schmal? Ja, das können wir ja auf TikTok klären. TikTok live. Er wollte mit mir lieber live gehen, um Zuschauer abzugreifen, seine eigene Agenda zu verfolgen. Checkt ihr, was ich meine? So, was soll man von solchen Leuten halten? So, und ich mache natürlich diese Scheiße nicht mit. Was macht Schmarsten Schmal? Er geht mit 3 anderen Vollidioten live, die dann bei jeder Aussage, die er getätigt hat, so, wo die so machen. Und alle natürlich, boah, das muss ja schlimm sein. Das ist ja das Schlimmste. Die haben dieses Video, das Nacktvideo von mir, haben die so promoted, als würde so eine Epstein Teil 2 Doku auf Netflix erscheinen. Die haben so getan, als hätten die so ein Kinder-Ding gesprengt. Ja? Und haben dann die Lüge verbreitet. Da ist ein Kind im Video, Belasch zum Beispiel, der ja auch der Lüge überführt worden ist im Tiesta-Interview. Ja? Geht mal alle später den Tiesta schreiben. Zeig uns bitte die Aufnahme, die du nicht rausgebracht hast in deinem Interview, was der Belasch selber geschnitten hat. Da wird er der Lüge überführt. Da sagt der Belasch zu Tiesta im Interview, ja, das habe ich ja nie gesagt, dass im Video ein Kind zu sehen ist. Da dreht der Tiesta seinen Laptop um.
drückt auf Play und lässt das laufen. Und dann, dann seht ihr so den Belasch so. Okay. Dann hat er das später rausgeschnitten. Das seht ihr das im Interview nicht. Aber ich denke mal, Tiesta ist ein Ehrenmann. Wenn ihr Tiesta fragt, wird er euch das zeigen. So, mit solchen Lügen haben die Menschen manipuliert. Ja? Oder dieser Moment, ich erinnere mich noch, als Bösemann dann den Werner angerufen hat oder umgekehrt. Und da sagt der Bösemann zu Werner, und? Hast du die Zweijährige gesehen im Video? Bösemann, da kann ich jetzt nichts sagen. Das schließt ja, die Schlussfolgerung von diesem Satz heißt doch, er hat ein Kind gesehen im Video. Und so fingen die Leute an, mich zu hassen plötzlich. Obwohl nie ein Kind da war oder sonst irgendwas. Später hat es dann ja keinen gejuckt, dass sie das so gemacht haben. Weil dann gab es ja ein Nacktvideo. Man darf ja auch nicht vergessen, die Sache von mir ist ja auch groß geworden, weil es ja auch ein Nacktvideo gibt. Ein bekannter Typ, der sich einfach in der Palme wedelt, als ich die erfunden. Und ihr seid alle von meinen Eiern gekommen. Ihr habt alle nicht gebumst. Ich bin der einzige in Deutschland. So, wisst ihr, was ich meine? So, mit diesen Lügen kam der Hass. Wisst ihr, was ich meine? Und als das Kind dann im Video nicht war, war es dann auch egal. Da hat schon jeder gehasst oder hat sich dann nicht mehr weitergebildet oder hat sich mit dem Thematik gar nicht mehr auseinandergesetzt. So, um das, damit dieses Bild noch dreckiger wird, hat ein gewisser Interviews gefaked und haben dann so gesagt, ja, Minderjährige im Studio mitgenommen, was auch völlig erfunden ist. Die Geschichte hat nie stattgefunden. Also all diese Lügen wurden da verbreitet, nur um das Bild noch schlechter zu machen. Aber wir gucken mal weiter und dann gehe ich nochmal auf ein paar Punkte ein. Und ich würde auch gerne, das habe ich glaube ich auch noch nie gemacht oder noch nie gesagt, wie es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen ist. Ich glaube, das habe ich euch nie erzählt und das bin ich auch, euch auch noch schuldig, das wollte ich auch noch machen in einem anderen Video, aber das mache ich einfach jetzt dann, aber das mache ich aber gleich. Wir hören nochmal weiter rein erstmal. Er müsste aber in diese Position gehen, alles dementieren zu können. Nicht nur dementieren, sondern beweisen zu können. Mhm. Damit jemand wie ich mit gutem Gewissen mit so jemand im Raum sitzen könnte. Ja, guck mal, Noah sagt hier, ich müsste das beweisen. Wie kann man etwas beweisen, was nie stattgefunden hat? Wie will man das beweisen? Er sagt ja, ich müsste es beweisen. Seit wann muss man in Deutschland seine Unschuld beweisen? Warum beweist ihr mir denn nicht, dass ich schuldig bin? Es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, oder sehe ich das falsch? Oder gelten bei mir andere Gesetze? Warum muss ich beweisen, dass ich unschuldig bin? Beweist du doch, dass ich schuldig bin. Wie viele schwarze Brüder sind in Amerika in Knast Todesstrafe bekommen, weil die ihre Unschuld nicht beweisen konnten? Kann man bei mir sagen, ja, aber Sinan, da gibt's doch einen Beweis, da gibt's doch ein Video. Ja, gibt es. Ich habe mir einen Aber wo ist das Kind? Wo rede ich ernsthaft über ein Kind oder was auch immer? Zum Beispiel... Wie leicht kann man, zum Beispiel, wenn du FaceTime machst und Screen Recording machst, der nimmt doch die Stimme gar nicht auf. Du musst das mit ein zweites Handy aufnehmen. So, und da könnte die Alte erzählen, was sie will. Die könnte mich nur auf stumm drücken. Und ihr denkt, die redet mit mir und das zweite Ding nimmt das auf. Wie leicht ist sowas? So, aber zu den Sätzen und zu alles komme ich gleich nochmal. Wir hören mal weiter rein erstmal. Ne, wir waren jetzt hier gerade bei der Unschuldsverdrehungsgeschichte. Ja? Natürlich hätte ich so, wie ich jetzt rede, auch vorher reden können, aber ey, der Druck und die Problematik war so hoch, ich war gar nicht in der Lage. Ich habe auch Fehler gemacht in dieser Zeit, wie ich da vorangegangen bin, 100%. Aber nur weil ich Fehler gemacht habe in der Vorangehensweise, bin ich noch lange kein Spieler oder ein Fickiger oder ein, was weiß ich was, oder ein Schulenhasser oder irgendeine Scheiße. Das ist ein Unterschied. So, wir gucken mal weiter. Oder wenn ich ihn sehe, eine Umarmung, wie geht's, alles gut, alles nicht gut, alles was weiß ich, ne? Aber... Wenn es so ist, wie das ist, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, ne, dann halten wir von sowas Abstand, von so Geschichten. Ich bin aber auch nicht einer, der drauf tritt, wenn ich nicht weiß, dass es zu 100% so ist, weil die Geschichte ist schon ein bisschen komisch. So, jetzt kannst du noch sagen, was wir auch gesprochen haben bezüglich deines Kampfes zum Beispiel, was Sinan angeht. Ich habe auch viele Nachrichten diesbezüglich bekommen. Viele Leute wollten unbedingt diesen Kampf sehen, weil man unbedingt sehen will, wie ich noch Fresse haue. Aber ich habe mich zusammen mit meinem... Ich glaube, er, die wollen sehen... Wie ich dir auf die Fresse haue. Ja, weil du bist ganz schön hochnäsig geworden, mein Lieber, nachdem du Senat besiegt hast. Und ob Senat ein guter Gegner ist oder ein starker Gegner ist oder nicht, ich bin nicht Senat Gashi, mein Lieber. So, und da wirst du ein bisschen anders kämpfen müssen, mein Lieber. Weil ich bin Straßenklopfer. Das ist was ganz anderes. Familie gesetzt, auch mit Freunden. Wir haben vernünftig uns unterhalten. In dem Moment war halt viel Emotion im Spiel gewesen. Ich habe ein Video gesehen, wo ich gesagt habe, ich bin auf Fresse und hast du noch gefragt, ja, bist du sicher, dass du hier kämpfen willst? Du hast doch gesagt, trete. Aber ja, guck mal.
wir wollen mit sowas nichts zu tun haben. Was die Leute nicht wissen ist, dass Boxsport an sich ist nicht nur das Kämpfen, es ist ein Geschäft. Man verdient Geld dadurch, das heißt, jeden, den ich im Ring auf Fresse haue, ich mache ein Geschäft mit ihm. Da macht doch kein Geschäft mit mir. Komm, wir kämpfen ohne Geld, ohne Veranstaltung. Du hast mich doch herausgefordert. Also ich rieche da so eine billige Ausrede, dass er einfach nur Angst vor mir hat. Da ist einfach, ich glaube einfach, er hat Angst. Er hat groß geredet und jetzt auf einmal Emotionen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Komm, wir kämpfen ohne Handschuhe. Mich interessiert das gar nicht. Ich kämpfe gegen jeden, wenn ich das für richtig halte. Für mich ist das nur so ein, für mich ist das einfach nur, wir machen ein bisschen Klicks, wir machen ein bisschen Beef mit Sinan, machen unsere Reichweite hoch und dann machen die so einen Rückzieher, dann kommen die an mit diese, ja, da waren doch Vorwürfe im Raum. Diese Karte. So, und ich sehe da einfach nur Angst in Amados Augen. Angst, dass ich ihn besiegen könnte. So sehe ich das. Und ich sage nicht, dass ich besser boxe als er. Darum geht es hier gar nicht. Hier geht es gar nicht um die Frage, wer ist der bessere Boxer. Er hat schließlich mich herausgefordert. Jetzt stellt euch vor, ich hätte abgelehnt. Und dann wären die auf die, ja, Schießhase, macht die auf Sohn von seinem Vater und so eine Scheiße. Das ist, was ich meine. Egal, wir gucken mal weiter. Ich verdiene durch ihn Geld, der verdient durch mich Geld. Und ich möchte mit so jemand auf gar keinen Fall was Geschäftliches machen. Egal, wie sehr ich den schlage in diesen Ring, das kann für das, was er getan hat oder was denen da vorgeworfen wird, nicht gut sein, weil ich lasse mich auf jeden Fall. Was habe ich denn getan? Wenn man was tut, muss ja ein Täter sein. Also was habe ich denn getan? Außer mir habe ich jemanden verletzt? Ist jemand zu Schaden gekommen? Gibt es irgendwelche Opfer oder gibt es irgendwas? Dieses, was er getan hat. Was heißt das, was er getan hat? Damit implizierst du ja den Leuten, die jetzt nicht Ahnung davon haben, ich hätte irgendjemandem was angetan, was er getan hat. Versteht ihr, was ich meine? Mit solchen Aussagen hat man die Leute manipuliert. Vergiss nicht, was er getan hat. Ja, was habe ich denn getan? Schon mehr ein Gewicht, hast du dir meinen Schwanz dabei angeguckt. So. Und die Leute, die auf Kinderschützer machen, die ganze Zeit, die Nacktvideos von mir verbreitet haben, ja, ihr seid doch schuld, dass kleine Kinder diese Videos sehen, die einen Schwanz sehen. Denn in meiner Community sind ja nicht nur Erwachsene, sind auch Kinder. Also das ist schon ganz schön paradox. Ihr wollt Kinder schützen, verbreitet aber Nacktvideos von jemandem. Also jetzt nicht Amado oder Nu, aber die Leute, ihr wisst schon, wer die verbreitet hat. Oder auch andere Leute, die das verbreitet haben. Ihr redet vom Kinderschutz und verbreitet Nacktvideos. Ist das nicht irgendwie paradox? Ich weiß nicht, oder bin ich jetzt voll Idiot hier und sehe die Sachen falsch? So, egal, wir gucken weiter. Gerne auf die Fresse hauen für ein paar tausend Euro. Und aus dem Grund haben wir uns zusammen entschieden. Also wir haben lange darüber nachgedacht, lange darüber geredet. Vor allem, wobei mir auch nochmal ein kühlen Kopf war. Wir wollen diesen Kampf auf. Hermann sagt, die Frage ist, Sinan, warum machst du überhaupt solche Videos als Person des öffentlichen Lebens? Also erstmal ist das kein Video, was ich gedreht habe, sondern das ist ein FaceTime-Telefonat mit meiner Alten, mit meiner Ex-Olle, mit der ich eine sexuelle Affäre hatte, die ich halt jeden Tag durch den Raum gebumst habe. Das ist doch meine private Angelegenheit. So, das gehört doch gar nicht in die Öffentlichkeit. Euch geht das Video nicht mal was an. Was ich da sage, was ich da nicht sage, ob das verwerflich ist, ob das nicht verwerflich ist, das geht euch erst in Linie gar nichts an. Und was vor 5 oder 6 Jahren war, kann ich doch nicht rückgängig machen. Ich habe mich auch selber nie als ein Promi gesehen, dass ich mir denke, oh, das macht man nicht. Mann, ich kam aus dem Knast, ich habe eine Alte, die 6 Jahre lang und fertig. So. Das ist ein privates Ding. Ich frage auch keinen von euch, wie ihr zu Hause mit der eure Ehefrau umgeht oder eure Ehefrau mit euch. Das sind Privatsachen. So, aber warum machst du das? Ja, wenn ich jetzt eine Frau fragst du mich, warum fickst du eine Frau? Du bist bekannt. Ja, was soll ich machen? Soll ich Loch in Wand bohren? Soll ich die Wand oder was? Warum machst du das? Ja, warum fickst du denn? Warum, weißt du, was ich meine? Ja, oder Heizung. Das ist auch natürlich entspannt in manchen Situationen. In Knast, wie Apfelkuchen. Azadi muss das noch nachholen, damit er weiß, was American Pie was da abgeht. Ich hab Freunde, ich weiß nicht. So, wir gucken einfach. Auf jeden Fall nicht machen. Zumindest nicht, solange dieses Thema nicht nachgewiesen worden ist, dass das nicht stimmt. Ich hatte sogar mit dem Gedanken... Ja, solange das Thema nicht nachgewiesen ist, wie soll ich dir etwas nachweisen? So, ich kann... warte, wir gucken mal weiter. Vielleicht sagt er noch irgendwas. Gespielt gehabt. Ich hatte verschiedene Szenarien im Kopf, wie wir das machen könnten. Weil ich wollte ihn wirklich auf die Fresse hauen und ja, du wolltest so gerne. Aber ich hätte das Geld nicht annehmen können erstens. Und da habe ich überlegt gehabt, ob wir das Geld dann spenden. Aber wir würden den einen Tür aufmachen, wieder. Der Ehrenmann möchte das Geld spenden. Ich küsse dein Herz, Bruder. Sehe ich aus wie Caritas? Nichts gegen Spenden, ich spende auch gerne. Aber Bruder, ich lass diese Ehrenmann-Filme. Ich spenden, ah, du bist ja so ein guter Mensch. Und allein diese Aussagen hier, dass man dann sagt,
Warte, wir gucken weiter. Auf den Markt zu kommen, auf den Boxmarkt zu kommen. Und er sagt, er würde mir eine Tür öffnen, auf den Boxmarkt zu kommen. Hat er das gerade gesagt? Ja. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich hab mehr Leute in einer Halle gefüllt als Agit Kabayel in Deutschland. Ich küsse dein Herz, Bruder. Was für auf dem Boxmarkt stattfinden, Bruder? Ich hab mit Mo Abdallah eine Rudolf Weber Arena voll gemacht. Ich küsse dein Herz. Da hast du noch Amateurkämpfe gehabt. Was für du eröffnest mir eine Tür, Bruder. Ich eröffne dir eine Tür. Ich eröffne dir eine Tür, dass du überhaupt Klicks machst, dass du überhaupt Leute dich überhaupt kennen oder überhaupt über dich reden. Ja, ich hab Boxen erfunden, Digga. Der weiß das gar nicht. Ich küsse dein Herz. Eröffnet mir eine Tür? Digga, ich hab in ausverkauften Arena geboxt. Klitschko hat das zuletzt gemacht, wenn du überhaupt. Oder sehe ich das falsch? Bruder, 100%. Der Gürtel steht nicht umsonst da hinten in der Ecke. Horne, Gürtel. Amadou! Du öffnest mir eine Tür! Ich schließe diese Tür! Spaß beiseite. Ich meine, ey, ich habe für Boxen auch viel gemacht. So, du eröffnest mir auf jeden Fall keine Tür. Ich eröffne dir eine Tür. Nicht nur in das Boxsport. Ich eröffne dir eine Tür in einen Bereich, wo du nie tätig warst, richtig? So, du hast deine Instagram-Videos gemacht. Du hast mal ein paar TikTok-Videos gemacht. Ist auch lustig. Ich feiere das auch. Aber ich küsse dein Herz. Mir brauchst du keine Türen öffnen. Ich habe den Leuten eine Tür geöffnet. Nicht nur was Boxen angeht. Viele Leute habe ich entdeckt. Viele Leute habe ich connected. Ich habe vielen Leuten geholfen. Und jeden, den ich groß gemacht habe, hat entweder meine Hand gebissen oder hat gedacht, er hat alles alleine geschafft. Aber so ist das Business. Deswegen bin ich gar nicht sauer. Ich mache mein Ding weiter. Alhamdulillah. Ihn wieder ins Gespräch zu bringen, und das ist nicht unser Ziel. Weil auch wenn ich das Geld an Bedürftigen spende, haben wir jemandem die Möglichkeit gegeben, weiterhin Geld zu verdienen. Und dass man weiterhin so tut, als wäre nichts gewesen. Ich finde das jetzt schon sehr schrecklich, dass Leute immer noch hinter ihnen stehen. Er findet das nicht mögen oder hassen. Also guck mal, Leute. Erstmal sagen die wissen nicht, ob es stimmt oder nicht, aber finden es dann schrecklich, dass Leute hinter mir stehen. Das impliziert ja, dass ich irgendwas Schreckliches getan haben muss und dass es ja dann aber so ist. Versteht ihr, was ich meine? Aber hinter so jemandem sollte man nicht stehen, und seine größte Aufgabe sollte eigentlich im Moment sein, uns zu beweisen, dass das nicht stimmt. Aber stattdessen... Ja, das sollte natürlich die größte Aufgabe sein, zu beweisen, was da nicht existiert hat. Ich habe ja vorhin gerade das Beispiel gesagt, guck mal, wie viele schwarze Brüder in Amerika hingerichtet werden oder... weil die ihre Unschuld gar nicht beweisen können, weil die das ja gar nicht waren. Und dann werden die zack, eingesperrt, weg. Man muss nicht die Unschuld beweisen. Man muss beweisen, dass man schuldig ist. So, aber wenn ihr Beweise wollt, dann hättet ihr so ein Video gar nicht machen müssen. Wir haben gemeinsame Freunde. Ich schicke euch Beweise. Und guck mal, auch nochmal für euch, weil ihr das alle auch wolltet, auch ein Beweis. In diesem Highlight-Video, das wollte ich eigentlich in einem anderen Video machen, das andere Video haue ich dann wahrscheinlich gar nicht mehr raus, das brauche ich dann nicht mehr, weil ich das hier schon jetzt live quasi mit euch bespreche. Ich blende euch mal den Brief der Staatsanwaltschaft, ja, den ich bekommen habe, hier ein. Okay? Theoretisch müsste das jetzt einleuchten, auf dem, wenn das auf YouTube ist, nicht jetzt sofort. Okay? Und ich schicke euch Beweise. Ich schicke euch den Brief. Und ich schicke euch noch andere Beweise. Lass ich euch zukommen, gerne. Und dann will ich deine Ausreden sehen, Amadou. Machen wir weiter. So, wir gucken weiter. Bild. Dann sitzt er da und macht seine lustigen Videos, als wäre nichts passiert. Und ja, wie gesagt, dieser Kampf wird auf jeden Fall nicht stattfinden. Und ich glaube ihm, dass er Angst vor niemandem hat. Weil sogar Werwolf haben Angst vor Silber. Aber das sieht. Mal sehen, ob er so lacht, wenn ich ihn in der ersten Runde die Fresse poliere. Ja? So in deinen Worten. Das ist schlimm, ja? Gib mal her. Ich muss aber dazu auch noch mal was sagen. Und das hat nichts mit Sinan in Schutz nehmen zu tun. Ich meine das ernst, wie ich das sage, ne? Wirklich, ich habe gelernt, in diesem Leben muss man vorsichtig damit sein, Leuten Vorwürfe und Unterstellungen zu machen. Guck mal, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel einfach nie nach dieser ganzen Geschichte den Kontakt zu Sinan nochmal aktiv gesucht. Ne? Aber ich habe noch nie gepostet, Sinan hat oder Sinan soll gemacht haben oder keine Ahnung was. Wollte ich nicht, weil es war alles zu kontrovers. Finde ich sehr korrekt und sehr stark von Nu, dass er das auch nochmal hier so betont und auch sagt. Finde ich sehr korrekt. Aber wenn über mich so ein... Da könnte der Amadou, Entschuldigung, ich mach nochmal zurück, da könnte der Amadou sich ein Stückchen von seinem großen Bruder nur abschneiden. Vielleicht auf jeden Fall. Hast du Sinan nochmal aktiv gesucht?
Ne? Aber ich war auch, ich habe noch nie gepostet, Sinan hat oder Sinan soll gemacht haben oder keine Ahnung was. Wollte ich nicht, weil es nicht, es war alles zu kontrovers. Aber wenn über mich so eine Kontroverse im Raum steht, dann tue ich alles dafür, das zu klären. Das zu klären. Und jetzt zu deinem Satz, mit, dass man mit so Leuten nichts zu tun haben sollte, ne? Auch sein Umfeld und so. Wir wissen nicht, ob Sinan intern vielleicht schon mal Beweise denen gezeigt hat. Ja, warte, warte, gesagt, ja, dazu will ich. Das ist es. Man weiß nicht. Habe ich aber, nur so zur Info. Aber sehr, finde ich sehr stabil von Nu. Muss man hier ehrlich sagen, muss man hoch anrechnen, den Nu, dass er hier so gerade redet. Was sagen? Genau, wir wissen nicht, ob schon mal intern irgendwie Beweise und ob vielleicht auch ein Prozess kommt, der dann auch zeitnah kommen muss. Das kann jetzt nicht in 3-4 Jahren passieren. Mhm. Und die vielleicht deswegen Beweise zurückhalten, damit die nicht ihr Pulver verschießen für Gericht. Ich weiß es nicht. Ich nehme hier Sinan nicht in Schutz. Aber ich kann auch nicht einfach mit nach unten treten, weißt du? Auf jemanden, der schon eh auseinandergenommen wurde. Aber wir haben hier in Deutschland generell, und das hat auch nichts mit Sinan zu tun, wir haben generell ein Riesenproblem hier, Leute. Diese ganzen, alles sowas mit so Sexualität, Kinderpornografie und alles hat, ne? Die Gesellschaft hier in Deutschland ist eh schnell da drin, diese Dinge einfach zu vergessen. Und in dem Programm und in den Tagesabläufen weiterzumachen, wie das schon immer gang und gäbe war. Ist ja nicht der Einzige. Da hat er nur natürlich recht, aber mit diesen Sachen habe ich ja nichts zu tun. Gebe ich aber nur auch recht, hier läuft vieles verkehrt. Aber wenn wir uns alle einig sind, das Universal, der Universalkodex von mir, von Nu, von allen, wir sind alle gegen Pups. Wir sind alle für Kinderschutz. Ja, und der letzte Huhn, wenn er von der Gesellschaft ausgestoßen ist, wenn er Videos macht, ja, wir sind für Kinder und Kinder sind unsere Zukunft, kriegt er Zuspruch und ist egal, was für ist. Warum? Weil das ein universelles Gesetz ist für jeden. Deswegen gibt es ja diesen einen bekannten Huhn, der die ganze Zeit so diese Videos macht. Den Leuten geht es nicht um Kinderschutz, denen geht es nur um Klicks. Wann hat denn jemals einer von den Leuten, die gegen mich geschossen haben, Kuchen-TV oder wer auch immer, ein Kuchen-TV, der bei Twitter schreibt, ich bin vielleicht pädophil, aber ist ja noch besser als zu sein. Das ist ja alles witzig, ja. Oder in seinem Video zu zwei 10- oder 11-jährigen Mädels sagt, wer zieht sich als erstes von euch aus oder wer soll, weiß nicht, was da gesagt worden ist. Das ist natürlich alles irgendwie lustig für euch, weiß ich nicht. Solche Aussagen, das wird dann natürlich irgendwie, aber ich, Kanake, wird sofort gelyncht und wird versucht, irgendwelche Sachen zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Und dass so ein Typ überhaupt sich traut zu reden. Einer, der Songs gegen den Islam macht, der Songs, der rassistische Witze jeden Tag macht. Da ist alles aber Spaß oder was? Da ist alles nicht ernst und da habt ihr alle irgendwie eine Toleranz, wenn man zu zwei 10-jährigen Mädels sagt, wer zieht sich jetzt von euch aus? In deren Beisein, in deren Gesichter. Das ist irgendwie, das ist korrekt? Verstehe ich nicht. Ja, man muss ein bisschen auch mal wirklich Tacheles reden. Wir gucken mal weiter. Der einzige Vorwurf, also Sinan ist nicht der einzige, dem schon mal so Sachen vorgeworfen wurden, sondern es gab auch viele andere. Ich rede jetzt auch nicht nur von Rappern, ich rede von allem Möglichen, der Metzelda oder wie da heißt es richtig, ne? Dieser Fußballer früher. War das nicht Metzelda oder so? Nein, der hat sich geoutet, dass er schwul war. Nein, irgendjemand war mit. Achso, nein. Egal, die Leute werden schon wissen, irgendein Fußballer vor 2-3 Jahren war mit Kinderfotografie und keine Ahnung. In der Politik waren schon Sachen. Es gab schon oft so Dinge. Aber diese Dinge, die sind ganz kurz, die sind da. Mhm. Es wird darüber geredet. Ja, der Fußballspieler, der natürlich irgendwie 3000 Kinder hatte auf seinem PC und so, das kannst du ja mit mir überhaupt nicht vergleichen, weil ich mir sowas überhaupt nicht zu tun hatte oder zu tun habe. Das ist ekelhaft, ekelerregend. Ja, dass man das überhaupt, das versucht oder versucht, Leute in ihre Videos das versucht haben, irgendwie gleichzustellen, als ob ich vom selben Verein wäre. Das ist ja ekelhaft und abgrundtief ekelhaft. Digga. So, die haben aus einem Telefonat, wie ich euch gesagt habe, die haben so getan, als ob die so einen Kinderring gesprengt haben. Versteht ihr, was ich meine? Die haben so eine Epstein-Doku draus gemacht. Die haben uns versprochen, das kommt das krasseste Video, das ekelhafteste Video aller Zeiten. Hier, Schmarsten Schmal, als er mit dieser Vollidioten live war. Die hatten 20 oder 30.000 Zuschauer. Und die Hälfte, über die Hälfte wusste ja noch gar nicht, was abgeht. Und die, ich hab das schlimmste Video aller Zeiten. Da müsste ja eigentlich voll der krasse Kinder auftauchen. Alles, was gekommen ist, war ein Wix-Video. Und die Leute dann da in seinem Chat, oh mein Gott, wenn ein erwachsener Mann wie Schmarsten Schmal solche Aussagen tätig, damit gibt er ja den Leuten mit, dass ich ja voll der krasse Kinderschänder wäre oder was auch immer. Versteht ihr, was ich meine? Damit hat man schon die Leute richtig, ja, das macht was mit dir. Ja. So, und das hat was mit den Leuten auch wirklich gemacht. Und zwar manipuliert. So. Und das ist das Ekelhafte, dass Leute ihre eigene Agenda verfolgt haben, ja, dass sie ihre eigene Agenda verfolgt haben und dieses Kinderschutzding ausgenutzt haben, um sich selber zu profilieren. So,
Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das Ekelhafte an der Geschichte. Die haben Kinder ausgenutzt für Reichweite. Ja, ein Rap-Track, der dann postet, ja, soll ich das 11-Minuten-Video posten oder gibst du mir meinen YouTube-Kanal wieder? Ja, die haben versucht, mich zu erpressen. Andere Leute wollten Gelder rausholen. Da will mich die Alte erpressen. Die haben alle versucht, Profit rauszuholen. Aber keiner ging es da um Kinderschutz. Ja, stellt euch vor, da ist ein Kind im Video gewesen. Da ging es tatsächlich um Kinder. Das wäre dem Memo ja scheißegal gewesen. Hätte er ja seinen YouTube-Kanal wieder gekriegt. Er hätte auf das Kind dann geschissen oder was. Das muss euch langsam klar werden, dass das eine eklige Agenda war. Und jeder, der sagt, ich wäre ein oder was auch immer, ist ein Hurensohn und ich schicke seine Toten. Ich muss auch noch kurz was sagen. Und das ist immer dann, wenn du deine Prime hast, Bruder. Immer, wenn so, du deine Prime hast. So, versteht ihr, was ich meine? Und so Leute wie Memo haben euch ihre scheiß News. News, die mit mir gar nichts zu tun hatten. Immer mit dem Hashtag Zweijährige. Zweijährige. Aber wir gucken weiter. Die Leute werden auseinandergenommen, aber danach verschwinden. Auch medial verschwinden die Sachen. Mhm. Aber es wird dann lieber darauf geguckt, auf irgendwelche anderen Milieus oder kriminelle Clans oder hier und da und jenes. Aber diese ganzen Sachen, alles, was mit sowas zu tun hat, ist Deutschland sehr, sehr schwach. Sehr, sehr schwach. So, und nochmal ganz kurz auf dem Hintergrund. Das habe ich euch, glaube ich, auch noch nie gesagt so richtig, weil mir zu der Zeit das auch so ein bisschen peinlich war. Aber jetzt ist natürlich sehr viel Zeit vergangen. Jetzt kann man viel lockerer reden. Ich bin nicht so unter Druck, weil die meisten die Wahrheit kennen. Und man ist jetzt viel gechillter, ja? Man hat keine 1000 Köche mehr, die sagen, Sinan, du musst jetzt das machen, Sinan, du musst jetzt so machen. Ich war ja auch Mutter ist am Weinen, Familie geht schlecht, da Anwalt, da das, wow, dies, das, man. Ich wusste selber gar nicht mehr, wo rechts, links ist, ja? So, das, was in dem Video gesagt worden ist, klar, habe ich euch damals schon gesagt, sage ich euch heute auch, war scheiße, weg. 100%, aber ich habe das zu dem Zeitpunkt vor 5-6 Jahren nicht so ernst genommen, weil das Mädchen wollte, dass ich das sage. Der Hintergrund dazu ist, ich sage euch das, es ging nicht um ein Kind oder sonst irgendeine Scheiße, was natürlich ekelhaft ist. Es ging einfach darum, dass sie mich beleidigen wollte. So, der Hintergrund davon ist so, ich habe die Alte jahrelang weggesmoothed auf krasseste Art und Weise, Presslufthammer-Effekt. Bam, 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 den ganzen Tag. So, sorry. Und ich habe die dabei halt auch immer beleidigt. Ich habe die fertig gemacht. Ich habe ihre Familie beleidigt. Aber halt halt alles so auf sexuelle Basis. Ne? So, ihr wisst, was ich meine. So härteren Sex. So hier, du. Halt deine Fresse. Fühl ich. Ihr wisst, was ich meine. Auf diese. Sei ruhig. Sei ruhig. So. Und ich habe die halt immer beleidigt beim. So, Dach, Dach, Hobby-mäßig. So. Was natürlich, ne, so. Und irgendwann hat die gesagt, ey, ich will dich auch beleidigen. Wie kannst du mich jahrelang immer beleidigen und ich will das auch mal. Und ich habe kein Problem damit. Ich sage, ja, beleidige doch. Ja, wenn du das machen willst, ich muss dir wie so ein Trainer. Ja, komm, mach. So, aber die konnte das nicht. Dann sagt die, beleidige, vielleicht werde ich sauer, dann beleidige ich auch zurück. So, dann habe ich das gemacht, das hat mich bei ihr wohl nicht gezündet. Da hat die zu mir irgendwann gesagt, sag mal das und das und das, vielleicht werde ich dann eifersüchtig und dann beleidige ich dich. Da habe ich ja auch gesagt, wie würdest du mich denn jetzt beleidigen? Sag ich doch auch. So, der Hintergrund von dem Gespräch waren Beleidigungen zu kassieren. Das ist jetzt nicht das, worauf ich stehe oder so, aber sie wollte es unbedingt machen. Und ich habe gesagt, mach. Aber die hat das dann heimlich aufgenommen und hat mich dann als etwas dargestellt, was ich nicht bin. Das ist der Hintergrund von dem Gespräch, dass die Worte im Video, ich fand diese Worte im Video weder geil, noch haben die mich angemacht, noch sonst irgendwas. Ja, für mich war das so, sagen, okay, ich sag das, was du wolltest, zack, und dann tschüss. Die ist darauf auch nicht aufgesprungen. Warum? Weil die das halt aufgenommen hat, um mich zu erpressen jahrelang. So, ich kann jetzt nicht rückgängig machen, was ich vor 5-6 Jahren gesagt habe. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist der wahre Hintergrund von diesem Gespräch. Da ging es nicht, dass ich irgendwie geil auf Kinder war oder so, um Gottes Willen. So, und jeder, der was anderes sagt, ist behindert, Alter. Versteht ihr, was ich meine? So, der Hintergrund war beleidigen. Mehr nicht. Warum, wenn ich doch so, wie gesagt, wenn ich doch so ein P*** wie die gesagt hat oder wie Leute das verbreiten in ihren Interviews, warum bin ich da nicht in den Knast gegangen? Warum ist man vor 5-6 Jahren nicht zur Polizei gegangen? Da hatte man Angst oder was? Ja, nee, willst du mich verarschen? Warum hat man nach dem Telefonat dann weiter mit mir Kontakt und hab das in der Hinterhand, falls ich die mal verlasse, damit ihr mich s***en kann? Im Video waren nur sie und ich. Niemand sonst. So, und ich habe mit ihr 1000 Mal gefacetimed, auch nochmal für die, die das nicht verstehen. Ich habe nicht einfach irgendwie eine Frau angerufen. Das war meine Alte, mit der ich telefoniert habe. Für die Leute, die dann immer so Lügen verbreiten in ihren Interviews. Ja, das Video hat er mal an eine Minderjährigen geschickt. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine Lüge.
diese Interviews, wo Frauen reden oder mit dem Rücken zum Kamera sitzen, die sind erfundene Interviews. Dass diese Olle, die da im Interview ist, das ist die Freundin von dem die, wie heißt die nochmal, die Alte? Vivi aus Duisburg. So. Die ist diejenige, die da sitzt mit ihrem scheiß Fingernagel so an der Seite. Leute haben doch ihre Stimme erkannt und dies, das, da wird auch noch was Großes auf die zukommen. Ja, die haben diese Interviews gefaked. Versteht ihr, was ich meine? So. Und auch ein anderer, der dann, ich weiß nicht mehr, wie ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, ey, aber der ist, was hat der nochmal behauptet? Bei TikTok hat der behauptet, ja, ich war dann bei Sinan im Hotelzimmer und da habe ich aus der Toilette heraus ein Mädchen gehört. Sie kam dann raus, ich habe gesehen, das ist eine Minderjährige. Der hat natürlich Adleraugen, hat das sofort gescannt, wie Terminator. Diese mit Radar, er wusste sofort, was abgeht. Und hat dann gesagt, ja, Sinan hat schon damals eine Minderjährige in der Toilette gehabt, so. Diese Geschichte ist übrigens erfunden. Die stimmt gar nicht. So, aber wisst ihr, was das Lustige ist? Keiner hinterfragt, wie alt war denn Sinan überhaupt zu der Zeit? So, die Geschichte, dass er in meinem Hotelzimmer war, die stimmt. Da habe ich ihn kennengelernt. Er hat auf mich gewartet, wir sind feiern gegangen. Ich hatte Clubauftritt da irgendwas mit Echo, glaube ich. Das ist 15 Jahre her. Ja, nee, selbst wenn das Mädchen existieren würde und die wäre jetzt 16, 17, keine Ahnung, ich war 21, ich... Ja, die war, bist du behindert oder was? Check dir, was ich meine. Die Leute hinterfragen nicht. Die hören nur und sagen, ja, Mann, das ist... Und diese Aussagen, die er dann gemacht hat, ein anderer hat dann drauf reacted. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie die Kommentare waren. Ja, so schätze ich den ein. Ja, der ist ja so ein Bedo. Und dann kann ich kann mir ja 100% vorstellen, dass er die auf der Toilette dann hat. Und so ganz blöde Aussagen. So, und der Amadou macht hier mit seinem Video... sowas ähnliches. Ja, er spielt mit dem Hass der Leuten. Das ist natürlich ein genialer Schachzug, weil ich ja gerade von vielen Menschen, die ein falsches Bild von mir haben, gehasst werde. Sagen die alle natürlich jetzt zu Amado, du bist ein Ehrenmann, gib den keine Plattform, der ist ja nur ein Pedo. Versteht ihr, was ich meine? Das ist einfach, mit dem Hass der Menschen zu spielen. So, und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Der nutzt das, aber er hat Angst vor mir. Das ist die Wahrheit. Wahrheit ist Angst vor mir. Strategie, wir ziehen die B-Karte. Wir können denen keine Plattform geben. Dicker, ich brauche keine Plattform von euch, Dicker. Ich habe Leuten Plattformen gegeben. Und das wisst ihr. Ich habe schon zu Zeiten mit Alberto Videos gedreht, Dicker. Da hast du noch nicht mal einen Boxhandschuh besessen. Wie lange bin ich schon dabei? So, überleg mal. Oder noch ein Beispiel. So, was ja auch in diesem Tornado des Geschehens, ein Nemo, guck mal, Nemo. Nemo, ein sehr krasser Künstler, ne, den ich sehr schätze. Als Künstler ist er ein Genie, 100%. Er geht einfach live auf TikTok, er hat so 10.000 Zuschauer und dann hat er das Thema von mir einfach behandelt und behauptet einfach, ja gut, dass das jetzt rausgekommen ist, nicht, dass was Schlimmeres passiert wäre. Solche Aussagen werden getätigt, ohne zu wissen den Hintergrund der Geschichte, ohne zu sagen, ja, das ist 5 Jahre, was heißt das? Nicht, dass was Schlimmeres passiert wäre. Das Telefonat war gestern und morgen hätte ich vielleicht eine oder was auch immer. Das müsste ja dann in den letzten 5 Jahren passiert sein, weil das Telefon ist 5, 6 Jahre alt. Checkt ihr, was ich meine? Ja, mit solchen Aussagen hat man sehr viele Menschen dazu gebracht, mich zu hassen. Ohne mich anzurufen. Die Leute haben alle meine Nummer. Man hätte mich immer anrufen können, man hätte klären können. Ich hatte über einen Mittelsmann, hätte ich mit Schmaß und Schmal reden können. Aber er wollte ja TikTok live lieber. Dem war die Wahrheit egal. Vielen Leuten von dem war die Wahrheit egal. Belasch war die Wahrheit egal. Der super Forensiker, der irgendwelche Sachen forensisch bearbeitet, wofür Maschinen ein Jahr brauchen. Das macht der in 2 Stunden. Der ist ja natürlich, aber er ist auch der Top-Forensiker. Überdurchschnittlich schlau. Das darf man nicht vergessen. Er ist schlauer, als die Polizei erlaubt. Deswegen ist das ist okay dann. Ne, weil Belasch ist halt wirklich intelligent. Fast Abitur. Also er ist so intelligent, dass er fast in den 90ern sein Abi gekriegt hätte. Hat er das gesagt? Hat er gesagt, das ist ein Insider, die musst du noch nachholen. Ja. James Bond 007. Versteht ihr, was ich meine? So, und so war ich auch Nemo als Künstler liebe. Das war so ein Live von denen, was einfach scheiße war. Ohne nachzudenken. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, der sagt so, der sagt. Und alle denken nur noch, ja, das muss ja dann stimmen. Versteht ihr? Aber jetzt habe ich euch nochmal den Hintergrund des Telefonates erzählt. Das hätte ich auch viel früher machen müssen. Ja, aber es gab Zeiten, da war es mir halt auch wirklich unangenehm, peinlich, alles.
damit ihr Bescheid wisst. So, und ich sehe, es schreiben auch Leute Ghazi im Chat, zu Ghazi, kann ich auch eins sagen, ja, das haben natürlich die Feinde von mir, sage ich jetzt mal, die ganz viele Videos gegen mich gemacht haben, dass diese Karte Ghazi haben die auch ausgenutzt. Die haben gedacht, Ghazi hätte sich von mir verpisst. Wir haben uns, er hat sich von mir distanziert wegen dieser Sache. Dann muss ja was dran sein. Wenn ein Ghazi, ja, der Sinan, der ja Ghazi immer mitgenommen hat, alle, die waren ja unzertrennlich. Jetzt hat sich Ghazi distanziert, dann muss ja was drin sein. Da muss ja was dran sein an der Geschichte. Das kommt für den Zuschauer glaubwürdig. Aber die Wahrheit ist einfach, dass Ghazi und ich schon uns eine Woche, zwei Wochen, bevor das Ganze passiert ist, haben wir eine Auszeit genommen. So, und jeder kann auf meinen YouTube-Kanal gehen und die letzten Videos vor dem Shitstorm könnt ihr euch reinziehen. Und da sage ich euch, Ghazi wird jetzt ein paar Tage nicht kommen, weil er ein paar Sachen zu erledigen hat. So, Ghazi hatte zu dem Zeitpunkt, musste er sein Album aufnehmen. Er hatte Probleme mit dem Laden und mit Selbstständigkeit, irgendwas war da, mit Start oder so, keine Ahnung. Und er hat zu mir gesagt, Bruder, ich brauche 4-5 Tage, ich muss die Scheiße fertig machen. Ich so, Bruder, mach, ich gehe mit den Jungs live. So, und dann ist, in der Zeit, wo er weg war, ist diese ganze Scheiße passiert. So, er hatte mich auch einige Male angerufen. Wir hatten uns auch zwischen Tür und Angel mal am Telefon, aber es war, ich hatte keine Zeit, auch mit Ghazi zu reden. Ich musste mit 100 Leuten reden, da ist Probleme. Ich habe mich auch in mein Bett verkrochen, ich wusste ja auch nicht, wohin. Das war ja höchst unangenehm, die ganze Scheiße. So, klar hat Ghazi hier und da dann versucht, mit ein paar Witzen da irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ihr dürft auch nicht vergessen, Ghazi ist jetzt auch nicht Justin Bieber. Der ist jetzt hier nicht seit 20 Jahren im Showbusiness und weiß, wie alles abläuft. Für den war das alles eine neue Situation. Für mich war das eine neue Situation. Es war schwer. Es war für Roos sehr schwer. Roos hat viele Stiche abbekommen, obwohl er nichts getan hat, außer seinen Bruder zu verteidigen. Ja? Und es war für uns alle eine sehr schwierige Situation. Und dann haben die Leute natürlich auch den Ghazi beleidigt, uns beleidigt, egal was. Man hat Druck ausgeübt. So, und viele Leute, die dann auch ein, zwei Videos gegen mich gemacht haben, die sind einfach nur Opfer des Drucks geworden. Die haben lieber ein Video gegen mich gemacht, damit ihre Hate-Welle so ein bisschen aufhört, obwohl die gar nichts getan haben. Die waren Sklaven der Hater. Der Einzige, wo man sagt, der einen richtig F*** gegeben hat, auf Hater, auf alles, ist natürlich Roos, Arafat, Mock, Jesus. Versteht ihr, was ich meine? Aber andere sind halt nicht so stark gewesen. Flair, wisst ihr, was ich meine? So, und das kann man auch Ghazi nicht unter die Nase reiben. Der Junge wusste auch nicht, wohin. Ja, man hat den auch bedroht und geschrieben und beleidigt. Und der Stabilste, mein Bruder, der am Start ist, mein Bruder Amar47. Amar. Überleg mal, Amar47, mit dem ich nichts zu tun hatte, setzt sich dahin und stoppt den Leuten das Maul, obwohl ich den nicht kenne. Versteht ihr? Das ist ein Löwe. Das ist ein Löwe. Weil Amar sich nicht den Leuten hingibt und sich denkt, ja man, das, was die sagen, stimmt. Oder blind Leute glaubt. Bilal Gold genauso, 100%. Sorry, wenn ich den einen oder anderen in diese Redefluss vergessen habe. Kein Problem, Bruder. Ne, Horne auch, Azadi auch. Zumal noch, dass all diese Leute ja auch Beweise gesehen haben. Und ich auch selber gesagt habe, hier, guck selber. Amar ist vom Hocker gefallen, als er Sachen gesehen hat. Und die Sachen habt ihr alle noch nicht mal gesehen. Aber ich werde extra Nu und Amadu und alles diese Beweise zukommen lassen. Und jetzt, wenn das Video raus ist, werdet ihr eh schon auch das Staatsanwaltschaft-Ding sehen. Und ich habe euch gesagt, und ich wiederhole es nochmal, ich bin weder ein P*** noch bin ich so ein, will ich so einer sein, noch will ich mit sowas zu tun haben. Noch fand ich die Worte geil, noch haben diese Worte mich geil gemacht. Ich hatte eh eine Latte. Die hätte Pizza Margarita sagen können, ich hätte auf die abgewichst. Das wäre mir doch scheißegal gewesen. In dem Moment, es war mein Fehler, dass ich da mitgemacht habe, 100%. Dass ich überhaupt nicht geschaltet habe. Das war, gebe ich zu, klar, war dumm von mir. Aber Dicker, was soll ich jetzt ändern, Digga? Was soll ich. Soll ich jetzt Dingens anrufen? Der soll mir sein Dingens Auto geben, damit ich in die Zeit zurückreise, oder was? Marty McFly. Soll ich Marty McFly anrufen? Cousin, gib mal dein Auto. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ne. Und wenn ich jetzt die Islamkarte ziehen kann. Ich bin ja Moslem, ich kann ja die Islamkarte auch mal ziehen, ja? Wer Sünden von anderen Menschen, die nicht mal stimmen, verbreitet. Ja, ich muss Knossi anrufen, der hat die Karre. Stimmt. Ja, also wer Sünden von anderen Menschen verbreitet, die nicht mal stimmen. Wer über andere Menschen lügt und sie verbreitet,
über den wird Allah die Wahrheit sagen. Wer versucht, über andere Menschen Sünden aufzudecken in der Öffentlichkeit, um sich selber gut darzustellen, auf den Kopf des Jungens, ist ein Feind von Allah. In diesem Video, die Jungs, die machen das vielleicht nicht extra, aber ich gebe denen einen Tipp. Ihr frisst meinen Hack. Ihr lässt zu, dass Menschen mich beleidigen. Guckt euch die Kommentare da an. Ja, Mann, der ist ein das, der ist ein dies. Und jeder, der mich beleidigt, ist mein Hasanat. Und ihr nehmt die schlechten Taten, die ich getan habe in meinem Leben, auf eure Waage. Ja? Denn Muslime dürfen niemals über einen anderen einfach blind urteilen und Lügen verbreiten, um sich besser darzustellen als der andere. Wer das macht, ist ein Feind von Allah. Merkt euch das. Wenn ich hier auf Moralprediger mal machen darf. Denkt immer dran, wenn ihr so macht und mit dem Finger auf den und den zeigt, zeigen drei auf euch zurück. Und über die Sünden andere Menschen zu sprechen, ist immer einfach. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ihr erinnert euch doch noch, dass Bojan hier in meinem Stream war. Bojan hat erzählt, die haben mal mit 3-4 Leuten irgendeinen Typen bei McDonald's weggehauen. Erinnert ihr euch? Da habe ich mir kurz gedacht, Allah, du Penner, ihr habt mit 4 Mann einen Typen weg. Allah, macht man nicht. Aber da habe ich nachgedacht. Allah, ich habe das doch auch schon gemacht. Ich bin kein bisschen besser. Die Sünden von anderen Menschen, über die kann man immer leicht urteilen. Aber über sich selber, da sieht man das nicht so schlimm. Da denkt man, ah, ich habe aber nicht so gemacht. Er hat mich im Fester zugehauen. Ich habe cool gehauen. Ich habe so gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Die Sünden von sich selbst, die zählt man nie. Aber die Sünden von anderen, ah, wow, der hat so gemacht, der hat dies gemacht. Menschen müssen langsam aufwachen und mal Verständnis zeigen. Ja, auch wenn ich vielleicht in der Vergangenheit oder in einem Statement oder mal hier so gesagt habe, Mann, ich war auch überfordert. Ich wusste auch nicht, wo. Ich wollte ja auch nur, dass es endet. Das ist doch keine leichte Situation für mich. Und da muss man ein bisschen Nachsicht zeigen. Versteht ihr, was ich meine? Da muss man Nachsicht zeigen. Und das ist das Ding. So. Und ich hoffe, ihr habt jetzt endlich begriffen. So, und ich werde natürlich noch mit meinem Anwalt reden, weil es gibt natürlich auch Beweise noch, die ich jetzt so nicht offenlegen kann, wegen den Verfahren und die ganze Scheiße. Oder besser gesagt, nicht das Verfahren gegen mich. Das wurde eingestellt. Da habt ihr den Brief ja gelesen. Es geht um das Verfahren gegen die Alte. Ja? Und da muss man nochmal ganz kurz gucken, ob man das zeigen kann oder nicht. Aber wie gesagt, ich werde einiges diesen Jungs rüberschicken. Und dann wissen die Bescheid, hoffentlich. Aber wir gucken mal weiter, was die geredet haben. So, und ich sehe auch, viele schreiben, kommt ein Comeback mit Ghazi oder macht ihr da. Alter, ihr wollt immer von mir irgendwas. Ich verstehe das. Aber ich will auch, wo ist der hundertprozentige Support, Digga? Wo ist der Support? Warum hat man mich fallen lassen? Warum haben so viele mich fallen lassen? Auf wegen Lügen oder um sich selber zu schützen. Manche Leute, verstehe ich, die haben ein Geschäft, die wollen so, ne, ihr wisst, aber hätte ich jemals einen fallen lassen? Denkt mal so, hätte ich jemanden fallen lassen, hätte ich jemanden zurückgelassen? Ich habe noch nie einen zurückgelassen. Versteht ihr, was ich meine? So, ich habe euch das schon mal gesagt. Nochmal, was da gesagt worden ist, fand ich weder geil noch sonst irgendwas. Ich habe nur das gesagt, was sie von mir hören wollte. Ich habe es einfach gesagt. Ohne mir dabei irgendwas zu denken. Ich habe es einfach gesagt und dann war das Thema vom Tisch. Am nächsten Tag habe ich jemanden. So müsst ihr euch vorstellen. Mal telefonieren, mal kommt die, mal geht die. So, wie ein Feder. Sorry, dass ich so ekelhaft rede, aber das ist die Wahrheit. So ist es abgelaufen. Ich bin F***er gewesen an meiner Krümel. Ja, die wollt ihr mir jetzt zur Last legen, dass ich ein F***er bin? Chalas, ihr habt nie gefickt. Schmal hat noch nie gefickt. Bei denen kann ich mir vorstellen, er hat noch nie. Guck mal, wie der aussieht, wie mein Schuh an meiner Krümel. Schuhsohle. Aber egal, wir gucken mal weiter. Vielleicht fallen mir dann noch ein paar Sachen ein. Amen, Akkordam. Boah, das ist eine harte Unterstellung. Sorry. Die ganze Zeit mit solchen Augen gesehen, wo das ist auch. Ja. Stell dir vor, das kommt jetzt raus, das sieht man, beweist uns jetzt in den nächsten Monaten, beweist uns alles, dass es nicht stimmt. Ja. Wie fühlt man sich dann, weißt du, weil es auch die Leute, die ihn halt so getriggert haben, ja, du bist so, Sinan ist das. Ja, deswegen diesbezüglich, wie gesagt, ne, wir wollen jetzt nichts unterstellen, aber weil wir wissen es nicht 100%, aber das, was ich gesehen habe, reicht mir persönlich. Das, ja, das ist sowieso jedem seine eigene Entscheidung. Also reicht mir persönlich und sowieso, auch was ihr gesagt habt, wir haben ja, wie gesagt, wir haben lang gesprochen und sind zusammen. Sowas entscheiden wir immer zusammen, ne? Wir versuchen immer. Ja. Amadou sagt jetzt hier so, aber als er mich herausgefordert hat, waren ja diese Sachen ja auch schon im Raum. Oder war, ne? Hat sich ja nichts geändert in einer Woche. Er hat Angst. Er hat einfach Angst. Aber ich kann Amadou verstehen. Wenn ich gegen einen Sinan kämpfen müsste, holla, ich wäre auch vorsichtig. Ne? Da geht die Euphorie mit einem durch. Halas. Der hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass ich das annehme. Versteht, was ich meine? So, geht schnell. So, Furcht habe ich vor keinen. Vor keinen, der da sitzt. Ich mache meine Späße, ich mache meinen Humor. Ich finde den einen oder anderen auch korrekt, den nur finde ich auch in Ordnung. Der ist cool. Der redet auch
Sachen, wo ich sage, ey krass, hätte ich nicht erwartet, dass er das hier so sagt. Aber ich hatte noch nie vor irgendjemand Eierflattern. Noch nie hatte ich Eierflattern vor irgendjemand. All die Leute, die labern, ja, ich habe sie dann mal gehauen, ich habe so gemacht. Schwätzerei. Schwätzerei. Ich kann jetzt auch nach New York fliegen. 50 Cent, komm raus, du Hund. Und wenn er nicht kommt, laufe ich dann durch Essen. Habt ihr gesehen? 50 ist nicht rausgekommen. Alles Hollywood. Ich küsse dein Herz. Ich muss nicht für jeden aufstehen. Jeder versucht immer auszugleichen. Es kann sein, dass es etwas gibt, was ich sehe, was der andere nicht sieht oder auch andersrum. Und da habe ich auch ein bisschen ältere Leute um mich herum, die ein paar Jahre mehr Erfahrung haben wie ich oder als ich. Und mich da auf jeden Fall gut beraten. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Hier nochmal. Ich sage es zwar nicht nie persönlich, weil dann kriege ich Beleidigungen. Ja. Ansonsten haben wir noch was, oder? Meiner Meinung nach nicht. Wenn du willst, können wir uns kurz hier ein bisschen angucken, was der hier dann noch gesagt hat. Der hat ja auch so Ansage, Mannsage gemacht. Bist du Amaru jetzt schon? Also er war mir am Anfang sehr sympathisch. Ich kann aber verstehen, warum der so Dings, warum das so geswitcht ist. Hm? Du musst denken, der Stream von ihm hat angefangen mit Lachen. Hm? Laute Mund auf, am Lachen. Am Lachen, guck mal, Azadi. Oder der ist tot. Guck mal, Azadi. Ich weiß nicht, ob der die Welt nicht verstanden hat oder nur so tut, als wenn er die nicht verstanden hat, ne? Okay, ich unterbreche kurz. Du weißt, das erste Mal, was er gesagt hat, ich gesagt, der ist ein Swanschlutscher. Ja? Ja, ich hab's richtig in den Rachen genommen. Ja, aber an Azadi auf jeden Fall eine Sache. Natürlich, wer bin ich für dich, dass du einen Ratschlag von mir annimmst oder annehmen solltest, aber eins kann ich dir sagen, es ist nie zum Vorteil, jedermanns Freund zu sein. Und auch nicht in dieser Internetwelt. So dieses, er probiert bei jedem und mit jedem cool zu sein, ne? Da hat er nun natürlich recht. Aber ich sag euch jetzt, es gibt in dieser Internetwelt keine Freundschaft. Danke. Wenn man mit jemandem Sympathie hat, wenn man Leute aus dem Showbusiness kennt, arbeitet man zusammen, weil man gemeinsam was erreichen will. Man ist aufeinander so auf diese Profit-Ding. Du hast Fame, ich hab Fame, wir machen was. Aber echte Freundschaft in dieser Szene gibt es nicht so richtig, nicht so wirklich. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt doch gesehen, wenn einer fällt oder man denkt, er fällt, treten die lieber drauf ein, anstatt ihn hochzuhelfen. Denn dieses Business ist ein Kannibalen-Business. Man frisst, man will fressen, fressen oder gefressen werden. Piranha-Becken. Einer fällt, einer weniger, der vom Kuchen essen kann. So ist dieses Business. Deswegen ist dieses Business so ekelhaft. Versteht ihr, was ich meine? Und was meint ihr, warum diese Leute Videos machen mit so komischen Überschriften? Der und der Rapper hat einen Skandal. Schlimmer als bei Sinan G? Damit sagen die euch, wollen die euch sagen, das ist so schlimm gewesen. Dabei wissen die alle ganz genau, dass das nicht so halb so schlimm ist, wie die behauptet haben. Aber das bringt Klicks. Geile Leute. Blutsauger. Mehr nicht. So. Und das kann manchmal einfach nach hinten losgehen. Man muss seinen eigenen Charakter haben. Das sollte das Aushängeschild von jemand sein. Und im besten Fall sollte der Charakter gut sein. Was er in seinem Fall nicht mal sein muss. Weil für das Format, was er macht, muss er keinen Charakter haben. Mhm. Sondern muss ein Kämpfer sein und muss dieses Format vorantreiben. So, er könnte das sogar stumm machen, wie dieser, wie heißt der TikToker? Kabil Amin. Ja. Der könnte das wie der machen. Der müsste nicht mal reden, wenn er nicht will, sondern er könnte einfach kämpfen. Und die Leute, bewerten lassen sogar. Ja. In Kommentaren bewertet den Kämpfer, mit dem ich heute war. So nach Dings so, weißt du, ja. Schulnoten oder keine Ahnung was. Er muss das verstehen, dass wenn er vor eine Kamera kommt und gemeinsam mit Leuten über Leute lacht, egal ob er die Props oder nicht gegeben hat, ne? Oder auch mit Leuten über Leute redet vor der Kamera, dass das Dinge sind, die nicht verschwinden. Man wird die immer wieder hochholen können. Und er hat bei 70% vom Stream so getan, er hat sich auch da wieder Sinan angeschlossen. Was haben wir denn gemacht? Was Sinan gemacht hat, das haben wir ganz klar gesagt. Sinan hat aktiv gegen dich nichts gemacht, sondern Sinan hat jemanden in seiner Show, egal ob sein Format ist, jemanden zu stoppen und zu sagen, ey, oder zu hinterfragen oder irgendwas. Sag mal, Sinan, seine Erklärung ist nach dem Motto, ich lasse jeden reden. Ja. Genau. Aber Sinan, würdest du auch die Leute reden lassen, wenn die offen in deiner Kamera zinken würden? Würdest du das auch machen? Ich lade keine Zinker ein bei mir, Bruder. So, wenn einer hier sitzen würde und über einen anderen zinken würde, sagen wir jetzt mal Beispiel, bezüglich einer Straftat, das geht natürlich nicht und da würde ich auch ganz anders reagieren. Das sind natürlich zwei Sachen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Das, was Senat gesagt hat, war irgendeine Aussage, die ich halt nicht für wichtig empfunden habe, weil ich mich mit der Materie nicht auskannte. So, aber wenn jetzt hier einer sitzt und auf Zinkarius macht, ja, wo Leute wirklich jahrelang in den Knast gehen würden oder sonst was, das würde ich niemals zulassen. Ja. Der Einzige, der hier zinken durfte, war Zinkarius, Bunkarius. Ja, Gasment. Er ist der einzige Zinker, den wir mögen, weil er hat sich selbst gezinkt. So.
Und zu Zinken gibt es gibt mehrere Arten von Zinken. Und Zinken ist schon, wenn du jemand einen Betrug unterstellst, weil dieser Betrug. Gerät. Dings. Überhitzt alles gut. Können wir weitermachen? Ja, ja, paar Minuten. Was ist das für ein scheiß Kamera, Alter? Ja, auf jeden Fall. Du hast 100 Krach ein Kamera gezeigt. Du musst eine neue Kamera holen, Mann. Auf jeden Fall, wo bin ich stehen geblieben? Zinken. Ah ja, sowas ist schon Tendenz zum Zinken, was Senat da gemacht hat. Der sitzt da und sagt, er hat das und das rausholen lassen, er hat das gefälscht. Ja. So, und Sinan, wenn er das auch nicht versteht, da muss er fragen, was meinst du damit? Ist das überhaupt möglich? Bruder, das ist eine harte Unterstellung. Mach sowas nicht einfach. Ja. Aber die haben einfach zugelassen. Und das ist sein Format, da muss keiner von uns ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist sein Ding. Man muss mit Kritik aber umgehen. Natürlich, das ist das. Wenn wir uns dann abfacken auf diese ganze Geschichte, dass er einen Senat die Chance gegeben hat und Senat hat er davor die ganze Zeit Social Media schon mäßig geschossen gegen dich und wir sind ruhig. Mhm. Wir sagen nichts, wir warten ab und für uns ist so dieses, lass die Leute reden, nächster Kampf kommt und dann guck mal, was passiert. Aber Sinan hat dann seine Dings, sagt er auch, er ist sein Freund und keine Ahnung was, aber wiederum sagt er auch, ich habe den nur auch getroffen, wir haben uns damals nach unserem Konflikt ausgetroffen, wir haben geredet, gelacht, umarmt und keine Ahnung was. Wenn er so Dinge erwähnen kann und ihm das wichtig ist, mit Menschen cool zu sein, dann muss er auch vorsichtig sein, wen er bei sich reinlässt, beziehungsweise was die Leute sagen. Wen er bei sich da in Format lässt, ist eine Sache. Aber was Leute über jemand anderes sagen, ist eine andere Sache. Zum Beispiel, stell mal vor, er hätte mit Senat hier drauf reacted und Senat hätte gesagt, ey, meldet mal das jemand bei Finanzamt. Oder der hätte Finanzamt angerufen, neben Sinan, und hätte gesagt, überprüft mal dieses Geld. Weil nichts anderes hat er gemacht. Yeah, der geht unter die Kommentare und markiert das Finanzamt. Und nicht einmal, sondern mehrmals. Und nochmal auf andere. Ja, das Finanzamt-Ding fand ich jetzt auch nicht cool, klar. Aber das hat er nicht in meinem Beisein gemacht. Und ich hätte auch hier natürlich im Stream niemals zugelassen, dass hier irgendeiner das Finanzamt anruft oder jemanden anschwärzt. Das ist ja wohl klar. Das sind natürlich Beispiele, die kannst du mir nicht am Kopf werfen, weil das hätte ich niemals zugelassen. So, das ist ja wohl, das ist, ne? Und andere Account und TikTok und Instagram. Und auf seinen eigenen Kommentaren nochmal neu kommentieren. Janis, es muss gesehen werden. Mhm. Bitte helf mir, Finanzamt, die haben Geld. Ja, das muss sie mal geben. So, und deswegen, das war der einzige Grund von unserer Seite, warum wir uns so abgefuckt haben. Es war sowieso noch emotional ein bisschen geladen, aber jetzt auch nicht übersteuert, dass da irgendwelche Hasssachen sind, sondern man hat sich einfach nur darüber abgefuckt. Eins kann ich auch sagen, worüber ich mir sehr, sehr sicher bin, Sinan wird hier drauf nicht reagieren, auf diese Geschichte, weil seine Vergangenheit hier wieder zum Thema kommt. Ja. Ich glaube nicht, dass er seiner Vergangenheit wieder eine Plattform geben will, dass das wieder in die Thematik kommen könnte. Mhm. Aber genau weil es so ist, müsste er auf so Dinge reagieren. Ja, wie du sehen kannst, bin ich da. So, und habe natürlich diese Situation auch genutzt, um euch nochmal detailliert zu erklären, was Sache ist. Und jetzt ist quasi alles raus. Alles, was ich euch gesagt habe, mehr kann man dazu nicht sagen. So, und ich hoffe, dass die Leute, wenn das Video rauskommt, dieses Stream-Highlight, sich zu Ende anschauen und das verbreiten, weil es kriegt nicht jeder mit, ja. Es gibt Leute, die da so voll selbstverständlich einfach sagen, der hat ja Kind vergewaltigt. Die reden so selbstverständlich davon, ohne was zu wissen, weil nicht jeder kriegt alles mit und es ist halt schwierig. Als einzelne Person, alle Leute, die jemals was Schlechtes von mir gehört haben, ja, dass die dieses Video dann schauen. Und dann auch bis Ende gucken und dann so Verständnis zeigen. Ja, okay, wir lagen falsch. Wer gibt gerne Fehler zu? Leute beleidigen mich seit halbes Jahr manchmal Instagram, ganzen Tag. Egal, was du denen sagst. Rechtsbewegungen, Telegram-Gruppen. Die Ex-Alte, ja, ich will ihren Namen nicht sagen, die hat sogar Telegram-Gruppen geleitet und hat gegen mich gehetzt. Überleg mal, wir haben Screenshots, wo sie in diese Telegram-Gruppen, diese Telegram-Gruppe hieß Pantas, da schreiben die sich untereinander in der Gruppe, hat jemand Kinderporn, dann machen wir Sinans Gesicht da rein, dann picken wir den richtig. Ja, nee, die sind Pantas und fragen sich, hat jemand Kinderporn? Willst du mich verarschen, Digga? Das sind Sachen, die ihr alle vielleicht nicht richtig mitkriegt. Aber es sind so Bubbles, die entstehen. Telegram-Gruppen, da, Adresse wird geleakt. Sondereinsatzkommando. Wie oft kamen die Bullen jetzt zu mir nach Hause vor ein paar Monaten? Einsatzkommando, wie Leute haben diese Notruf ausgenutzt und sagt, ja, Sinan hat zu Hause, hat das. Ihr wisst gar nicht, was ich durchgemacht habe. Ich will auch gar nicht das Opfer spielen. Ich meine, meine Eier sind so groß. Meine Eier auf diese SEK-Beamte, ihre. Aber wir haben das durch. Meine Mutter ist aber nicht so wie ich. Was hat Roos alles durchgemacht? Obwohl der Typ noch nie in seinem Leben eine Straftat gemacht hat. Ein Marvin California, den ich immer als meinen Kumpel gesehen habe, den ich korrekt fand, der wurde auch von Belasch angelogen. Belasch ruft den an, ja, ich hab hier das Video, da ist ein Kind zu sehen, um Marvin California erstmal, klar, verständlich, er dreht durch, aber hätte mich doch anrufen können. Wir waren doch cool miteinander. Ein paar Tage bevor das ganze Ding anfing so richtig, hat Marvin mir noch geschrieben, ey Sinan, was will diese Heroinfresse von dir, voll der. Ich hab den gesagt, Bruder, da sind alles Fake-Interviews, glaub dem nicht. Und er wusste da schon Bescheid. Hat aber trotzdem ein Video gegen mich gemacht. Klicks. Aber wer weiß, wer ihn da was eingeredet hat, ich weiß nicht. Sehr traurig, bevor Marvin mich auch sehr enttäuscht. Weil ich dachte, Dicker, hey, wir sind doch Homies, wir schreiben uns doch.
dann sagen die so, dann sagen die so. Ein Bushido, Busnitch, überleg mal, ein Bushido, der Inbegriff von Hurensohn, nutzt diese Sache, um auf mich zu schießen. Busnitch, der selber ein Video hat mit einer Minderjährigen im Bett. Habe ich mein Maul dazu aufgemacht? Habe ich irgendwas gesagt? Weil ich weiß, das Video Chalas ist 7, 8 Jahre alt. Er hat sich dafür entschuldigt. Was soll er noch machen? Er wurde verurteilt. Wegen was auch immer. Die haben einen Ausgleich gefunden. Er hat 60.000 Strafe bezahlt. Oder keine Ahnung, wie die das da gemacht haben. Postet dann Sachen gegen mich. Ja, das Video, lass das Video 50 Jahre alt sein. Mein Video ist auch 6, 7 Jahre alt. Und jetzt? Also, was heißt das jetzt? Es geht einfach darum, dass er mit dieser minderjährigen Scheiße auch Probleme hatte. Also wegen Video in der Öffentlichkeit. Habe ich dazu was gesagt? Ich habe mich da gar nicht eingemischt. So, und was macht Bushido? Sinan, läuft kein Verfahren gegen dich? Und stachelt die Leute an und pusht dann so ein Kuchen-TV. Diese ganze Dreckstruppe pusht sich dann so. Die gefallenen Avengers, so die gefallenen Avengers, so haben sich so gegenseitig versucht, so hoch zu rotzen. An meiner Krönung. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich aber was über sein Video gesagt oder sonst irgendwas? Nein, ich habe mich da rausgehalten, weil sowas, ich weiß, ist, erstens geht mich das nichts an, weil das hat mit Rap und so auch schon nichts mehr zu tun. Und zweitens kann ich den nicht verurteilen. Ich kann Bushido nicht verurteilen für etwas, was vor 6, 7, 8, 10, 20 Jahren war. Vielleicht ist, war er ja dann in dem Moment oder danach der beste Mensch oder ist zum Islam konvertiert oder hat Tauba gemacht. Weiß jemand, ob ich das bereut habe, Tauba gemacht habe? Keiner hat das Recht, über irgendeinen zu reden, nur um sich selber besser zu machen. Aber diese Leute sind nicht wie ich. Diese Leute haben keinen Charakter. Aber da Bushido natürlich erfolgreich war, King of Rap war, dann darf er das. Dann, weil er, hey Bruder, er hat doch goldene Platten, er darf das. Versteht ihr, was ich meine? Nur weil ich keine goldenen Schallplatten habe, darf ich jetzt meinen Mund nicht aufmachen? Ja, ne, wo sind wir gelandet? Er muss sich damit auseinandersetzen, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die ihn immer damit in Verbindung bringen. Mhm. Ich könnte damit nicht immer in Verbindung gebracht werden. Nee. Das würde meine Seele kaputt machen, wenn ich sowas nicht gemacht hätte. Yeah. Wenn ich sowas nicht gemacht hätte, aber ich werde abgestempelt als du hast Gedankengänge. Ich hätte damit zu kämpfen, bis die Sache nicht geklärt ist. Ja, was meinst du, was ich hatte die letzten Monate? Meinst du, das war ein Zuckerschlecken für mich? Das war alles andere als ein Zuckerschlecken. Wollt nicht wissen, was ich oder meine Familie durchgemacht haben. Was für Probleme das mit sich gebracht hat. Und überlegt mal, ihr erinnert euch doch noch, dass Amadou gesagt hat, Senat spielt mit meinem Brot. Das ist mein Brot. Die haben auch so eine kleine Sache, was für mich klein war, so eine Aufruhr gemacht, Sponsoren springen ab. Ja, was macht ihr denn mit so einem Video? Ja, nee, was ist denn mit meinem Brot? Mein Brot ist egal, jeder darf über mich behaupten, was er will. Jani, was ist denn mit mir? Darf ich kein Geld verdienen? Soll ich kein Geld mehr verdienen? Soll ich wieder Überfälle machen wie früher? Soll ich Leuten die Tür eintreten, die an den Ohren rausziehen? Die Leute denken, ich bin schwach, ja, weil ich lustig bin, aber ich bin alles andere als schwach. Die reden von Brot kaputt machen, was mit meinem Brot? So ein Video schadet mir also nicht, wo Leute kommentieren, ich bin dies, ich bin das. Was mit meinem Brot? Ich schwöre auf Koran, wo ich im Auto hatte und Leute besucht habe, lass mich nicht reden, dann. Und Leute wollen mir denken, ich bin schwach geworden. Ich küsse dein Herz, Bruder. Die Leute zur Rechenschaft ziehen. Natürlich. Alle von denen, die sich scheiße bauen. Natürlich. Zu Azadi haben wir alles gesagt, was wir sagen müssen. Horne auch. Azadi, der muss... Der verpasst keinen Zug, der Azadi. Weißt du, wie alt ist der Azadi? 24, 23. Ich wollte sagen, der ist noch jung. Weil das zeigt fehlende Reife. Warte. Küsse dein Herz, ich küsse dein Guru. Dinge gehen nicht aus dem Internet raus. Deswegen, Azadi, wenn dir das wirklich wichtig ist zu verstehen, warum wir uns aufgeregt haben über dich, dann guck einfach nochmal die Reaction. Kannst du verstehen, warum die sich so über dich aufgeregt haben? Endlich. Oder nicht? Guck mal, dieses ganze Thema geht mir so heftig auf die Eier, das kannst du dir nicht ansatzweise vorstellen. Ich kann's... Bleib cool, ja. Bleib sachlich. Ja, ich bleib cool, ich bleib sachlich, weil beleidigen, du weißt ganz bring genau, nix, das ist nicht meine nix. Art. Bring nichts, ist auch nicht deine Art. Ich bin nicht der Typ, Mann, dafür, dass ins Internet gehen und irgendwen da draußen beleidigen. Auch wenn diese Jungs... Wie viel das Video ist das? Das vierte? Das fünfte, wo die mich beleidigen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein paar Videos sind rauskommen, wo die mich komplett beleidigen. Schwanzlutscher hier, Schwanzlutscher da. Die ersten Male haben wir ja gelacht. Ist alles cool, alles witzig. Ich kann verstehen, dass der Typ sauer ist. Okay? Ich kann das verstehen, dass er sich abfuckt und sagt, blöd, ja? Aber ich kann es nicht verstehen, dass er das so in die Länge zieht. Und vor allem diesen ganzen Clickbait-Scheiß. Das kann ich nicht verstehen. Und ich kann auch nicht verstehen, weil eigentlich habe ich ja nichts Schlimmes gesagt. Er sagt ja, ey, du nimmst meinen Hack, du sagst im Stream Sachen, die du hinter der Kamera nicht gesagt hast. Und das Erste, was ich darauf gesagt habe, ist, ey, Bro, alles cool. Alles, was ich hinter der Kamera gesagt habe, auch wenn man das hätte niemals beweisen können, das stimmt. Ich habe gesagt, du hast einen krassen Fight gemacht. Ich habe gesagt, du hast heftig gekämpft. Ja, das habe ich auch nie verneint.
er regt sich auf, weil ich das nicht im Stream gesagt habe. Also, dass ich nicht hier saß und das Mikrofon genommen habe und gesagt habe, boah, bester Mann, krasser Fight, so. Darüber regt er sich auf. Und vor allem, die ganzen Nachrichten, die ich in Instagram, in, keine Ahnung, überall, TikTok, alles ist ja voll teilweise. Egal, wann ich live gehe, egal, der Typ, wie viele Menschen das sehen, die mir dann schreiben, mich beleidigen, mir irgendeinen Scheiß an den Kopf werfen. Und vor allem auch diese ganzen Sachen, ich hätte keinen Charakter oder ich bin zu dir gekommen, weil ich Fame-Guy bin oder sonst irgendwas. Du bist nicht Fame-Guy? Ey, Wallah, Wallah. Mich interessiert das, ich bin guck zu mal, dir gekommen. Ganz und dann musst du genau so, hören. Sorry. Damit ihr mal was Bescheid wisst, ja, also Azadi ist ein richtig guter Junge und Azadi hat in keinster Weise jemals zu mir gesagt, ey, kann ich bitte in deinen Stream, kann ich bitte mit euch abhängen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was Azadi gemacht hat, er hat damals, als ich in der beschissensten Phase war, mir gesagt, komm, lass uns bitte ein Sparringsvideo machen. Ich glaube zu 100%, dass du nicht so einer bist, wie die sagen. Ich würde gerne mit dir ein Video machen, auch wenn ich ein bisschen Shitstorm kassiere. Und das fand ich einfach so gut von ihm, dass er auf mich so zugekommen ist, was er nicht machen müsste. Und seitdem habe ich ihn in mein Herz geschlossen und nehme ihn gerne mit. Ob es im Stream ist oder mal hier chillen ist oder was auch immer. Das ist es einfach. So, er hat nie irgendwas gesagt. Ich habe das von mir selbst aus gemacht. So, und nochmal auch zu Amar zu kommen. Amar ist auch nicht so ein Typ. Amar ist auch kein Fame-Geiler. Amar ist ein richtig stabiler Mann, der auch wirklich sich nie in den Vordergrund bei mir gedrückt hat oder gesagt hat, ey, können wir mal streamen oder kannst du mich mal pushen? Alles, was ich für Amar mache oder für Azadi oder sonst irgendwas mache, kommt von meinem Herzen. Das mache ich, ohne was dafür zu wollen. Ihre Anwesenheit reicht mir, ihre Gesundheit reicht mir. Ich bin kein Profitgeiler. Ich habe sehr viele Leute entdeckt, rausgebracht. Leute haben mir den Rücken gekehrt, weil die Geld gerochen haben. All den Scheiß habe ich alles hinter mir. Alles. Und viele von euch wissen das. Alle wissen das. Und bei Allah, ich habe viel zu wenig Hack bekommen für das, was ich in den letzten Jahren auch gemacht habe. Leute machen heute Tour, Konzerthallen voll. Durch wen? Durch mich. Ich habe die groß gemacht, ich habe investiert, ich habe an die geglaubt. Und der Dank war, ich habe es alleine geschafft. Ciao. Das ist das Business leider. Traurig, aber wahr. Haben sich verpisst, haben einen allein gelassen. Bis heute keine Nachricht mehr. Aber bei Allah, als diese Leute nicht mal Geld für Unterhosen hatten, habe ich deren Unterhosen gekauft. Als sie kein Geld hatten, für ihre Blitzer zu bezahlen. Übrigens, so wurde es geblitzt mit meinem Auto. Ich habe den Brief dabei. Ich hoffe, du hast auch bezahlt. Die hatten nicht mal Geld für Blitzer, habe ich übernommen. Ja, nee, ich will nicht über Geld reden. Ich tue, was ich für einen Bruder tun muss. Oder für einen Bruder, den ich liebe. Versteht ihr, was ich meine? Was habe ich von Horne? Gar nichts, außer schielende Augen. Was habe ich von denen? Wallah, guck dir den an, Wallah. Der sieht weder gut aus, noch irgendwas. Wallah, ich kann gar nichts. Ich küsse dein Herz. Ja, nee, nein, also reichweitentechnisch. Was habe ich denn von dem? Aber ich mag ihn, ich supporte ihn. Ich mag ihn. Er ist ein guter Mann, guter Junge. Okay, der hat 126% Sehkraft. Bringt mir aber nichts. Weil wenn er auf Weiberjagd geht, geht er alleine. Der snipert die alleine, der Wichser. Ich küsse dein Herz. Versteht ihr, was ich meine? Mach mal bitte ein Auge in den Chat rein. Ja, nee, bei euch Rose und bei mir. Mach mal bitte, das sind die nur so ein Auge. Komm, ein Auge in den Chat rein vorne. Ja. Oh, geil, Alter. So, und für die ganzen Verschwörungstheoretiker, die meinen, dass wir Kinder im Keller trinken. Und wir sind ja so ein Teil einer Verschwörung. Dieses Auge hat nichts damit zu tun, yo. Dieses Auge ist für Horne, weil er nur ein Auge hat. Es hat nichts mit den Illuminaten zu tun. Ich kann euch jetzt schon mal beruhigen, bevor es wieder in irgendwelche Telegram-Gruppen gibt. Habt ihr gesehen? Die haben über das eine Auge geredet. Namens Horne. Hornauge. Hornhaut. Hornhaut. Ich hab den nicht verstanden, Mann. Ich hab den nicht verstanden, Mann. Koran, ich hab den gar nicht verstanden, ich schwöre. Das Auge von Horus. Das Auge von Hornhaut. Ich küsse dein Herz, Alter. Ich küsse dein Herz und danke an alle, die Liebe lassen. Ey, ich küsse euer Herz. Lass mich noch einen Satz sagen. Ey, der Cutter ist wirklich. Lass mal, was wolltest du noch sagen? Sorry, Bruder, ich wollte dich unterbrechen. Nur einen Satz, Bruder, beziehungsweise zwei. Ich liebe Sinan nicht, weil er Sinan G ist. Ich liebe ihn, weil er Sinan ist. Und ich schwöre auf Koran, du hast... Das wissen viele gar nicht. Was Sinan außerhalb von hier macht, das wissen ganz, ganz viele Menschen nicht. Und ich bin seit einem Monat ungefähr, bin ich so viel mit ihm unterwegs und ich schwöre bei Gott, ihr wisst nicht, was ein Riesenherz hat. Und ich hoffe,
Ich halte immer meine Fresse, weil ich will, Bruder, ich will nicht unnötig irgendwas beleidigen. Ich hoffe so sehr, dass dieser Kampf zustande kommt und du diesen Amado weghaust in der ersten Runde, dass du auf dem Boden liegst. Wallah, ich hoffe, dass, weil du das einfach verdient hast. Ich hoffe das. Deswegen, Amado, schöne Grüße. Oh. Ich schicke dir mein bestes Pferd. Vergiss nicht, Azadi ist mein bestes Pferd im Stall. Ja, würde ich sagen, waren abschließende Wörter. Ne? Wollen wir uns das nicht noch angucken? Ja, stimmt. Gucken wir uns mal an, was der da hier hat. Der fand mich am Anfang sag sympathisch. Sag ich euch ehrlich, ich habe mich für ihn sehr gefreut und habe sehr viel Respekt gegeben. Weißt du, was Sinan hier gemacht hat am Handy? Wirklich, der hat doch gesagt, wenn ihr mich liebt oder ein bisschen Dings, wenn ihr mich ein bisschen mögt und so, dann schreibt in die Kommentare Team Sinan, ne? So 70% davon sind Bots. Ja, das habe ich aber auch gesagt. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Meine Community hat dort kommentiert komplett, da sind keine Bots, diese Bots, nochmal um das festzuhalten. Jedes Mal, wenn um 18 Uhr ein YouTube-Video von mir kommt, Wallah Billah, da sind direkt 10, 15 Bot-Kommentare mit so Nacktdinger. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber ich lösche die immer. Ich versuche die so gut es geht zu löschen oder meinen Cutter. Aber der will sagen, Jani, 70% Bots haben kommentiert. Jani, er will sagen, unsere Community ist klein. Jani, auch wenn mich viele hassen gerade, weil die falsch denken und ich hoffe, das ändert sich nach diesem Video. Jeder weiß, wir sind nicht klein und jeder weiß, dass wir viele sind. Vielleicht nicht so eine riesen Community wie Montana Black, ist okay. Aber Alhamdulillah. Jani, khalas, wir sind Hunde. Jani, wir sind Hunde. Nur ihr habt Community. So, und es haben sehr viele von euch kommentiert und ich habe sehr vieles gesehen und ich danke euch dafür. Danke euch dafür. Ja, deswegen frage ich, weiß, was Sinan hier gemacht hat. Meinst du, hat er das geklärt, ja? Sinan hat zu diesem Zeitpunkt geschrieben, ich weiß nicht, mit wem der das macht, ne? So, ey, Bots müssen aktiviert werden. Deswegen macht man ja sowas. Bots müssen... Ja, nee, der sieht zum ersten Mal Stream wahrscheinlich. Ey, ich bin so oft kurz an mein Handy, schreibe mit meinem Mod oder mit jemand anderes, antworte ich kurz. Ja, das ist ja wohl wirklich dreist zu behaupten. Ich würde hier jemanden Bot beauftragen. Bei Allah, ich küsse dein Herz, Bruder. Team Sinan mit Herz. Mhm. Dann kannst du allen Bots einfach das Gleiche schicken, ja. Die müssen nur den gleichen Satz. Einfach Arbeit, ja. Wallah, raffiniert gedacht, ich schwöre auf Koran, aber das stimmt nicht. Also ich würde sowas niemals machen, ich habe noch nie sowas gemacht. Bots, ihr wisst alle, ich kann nicht mal E-Mail machen. Wallah, ja. Ich lag bei der Kleinsten, ich fahre nicht mal Auto selber. Eine Instagram-Story fragt er mich, wie geht das? Wallah, Billah, was sag ich dir? Hat mich einen Monat ge***t, einen Monat muss ich den hin und her fahren. Wallah, ich kann nicht mal Screenshot aussprechen, ich küsse dein Herz. Gerade mal so einen Computer. Ihr könnt gerne, ich würde gerne sagen, geht nochmal bitte alle auf das Originalvideo von denen, ja, wo die so gegen mich schießen, auch was für eine Kack-Überschrift das ist. Schreibt mal bitte dort alle nochmal später Team Sinan, Team Sinan. Und mal alle Leute, die gegen mich da reden. Jeder, der dort gegen mich redet oder mich dort einen Pedo nennt oder was auch immer, ist der letzte Hund, der letzte Dreck. Ja, aber wer sich bei mir entschuldigt, Wallah, ich nehme das an, weil ich kann euch alle verstehen. Guck mal, Freunde, ich muss auch Tacheles reden. Ich muss auch ehrlich sein. Die Leute, die mich beleidigt haben, wenn so viele Menschen so eine Scheiße über dich labern, Interviews faken und ich noch so dumm bin und das nicht so geil euch erklären kann, Wallah Billah, wo ich auch ein bisschen selber schuld an der ganzen Sache bin, ich verstehe die Leute, weil sowas mit Kindern und so ist ein No-Go und viele von euch wurden manipuliert. Ich verstehe das und bin deswegen auch bei manchen Leuten nicht nachtragend. Also bei Leuten aus der Community, Leute, die mich gar nicht kennen, ich verstehe das, ja, weil die einfach manipuliert worden sind und ich kann das nachvollziehen. Aber wenn ihr wollt, dass wir alles f***en und bei Allah, ihr wisst selber ganz genau, dass ich kein gar nichts davon geil finde oder sonst irgendeine Scheiße, das wisst ihr. Geht auf mein Instagram für die, sag ich mal, Gewissenskonflikte haben. Ich hoffe, nach dem Video wisst ihr Bescheid, gerade auch nachdem ich den Staatsanwaltbrief eingeblendet habe. Dort seht ihr auch, könnt ihr auch lesen, wie lange die meine Handys einbehalten haben. Die haben die durchgescannt. Nicht wie der Forensiker 2 Stunden mal reingeguckt. Folgt mir auf Instagram. Push die ganze Scheiße nach oben. Check die ganzen Videos ab. Hast du nicht damals auch einen Kinder im Knast geschlagen? Ja. Wer von denen hat das gemacht? Ich hab das gemacht. Ich hab einen Kinderschänder im Knast kaputt geschlagen und hab damals die Goldkette von denen geklaut. Wer von denen hat jemals was gemacht? Die Scheiße über mich geredet haben. Die haben noch nicht mal irgendeinen eine Backpfeife geben können. Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles Schwätzer. Keiner von denen macht Finger krumm für irgendwas. Macht keine Filme mit eure ganzen scheiß Fake-Interviews und ja, da haben wir hier noch Akten, da haben wir ja Scheiße habt ihr, Mann. Ja, ich hab in Knast einen weggesmasht, weil ein Beamter mir Zeichen gegeben hat. Das war so ein Spanier. Sorry, jetzt nichts gegen Spanier, aber der konnte nicht so gut Deutsch. Erzählt mir nichts. Ich hab durchgegriffen. Redet nicht in Interviews oder in Videos, wir sind Kinderschützer.
Wo wart ihr denn auf Demos? Wo wart ihr denn, als in Berlin dieses Kindergarten aufmachen wollte, wo sexuelle Handlungen an Kinder vollzogen werden darf? Oder wo das legitim sein soll? Warum ist keiner von euch dort auf die Straße demonstrieren gegangen? Bringt anscheinend keine Klicks. Wo wart ihr denn mal auf irgendeiner Demo? Oder wo wart ihr mal bei Kindern, die missbraucht worden sind? Wo habt ihr denen mal Unterstützung gegeben? Finanziell? Den Seelsorger Geld unterstützen für so Institute? Keiner hat von euch jemals sowas gemacht. Aber groß von Kinderschutz reden, weil das ja Klicks bringt. Ihr seid so gut, Menschen. Der eine sagt, ich bin das und das, aber es hat selber Frau verpflichtet und hat die Anschaffen geschickt gegen ihren Willen. Solche Leute wollen Moralapostel spielen. Ich küsse dein Herz, das kannst du dir nicht ausmalen. Wo ist der Kinderschutz? Für wen? Angeblicher Kinderschutz. Alles Laberei. Ich küsse dein Herz. Guck mal weiter rein hier. Computerfreak, also ein Computerfreak, sag ich so, Social-Media-Hacker nenn ich einfach mal, der diese Filme gemacht hat. Der hat das immer, du konntest immer in seinen Storys sehen, dass er Dinge anbietet. Mm. Aufrufe, wie Senna zum Beispiel macht. Senna ist ja komplett gefaked, ja. Sein Account, komplett. Mehr geht ja gar nicht, sein Account ist komplett gefaked. Könnten wir auch beweisen, aber. Könnten wir jetzt beweisen. Aber lassen wir, aber vielleicht, wenn Senna ein bisschen Dings zeigen, wir nur nochmal für sich einfach die Beweise dafür. Und das richtige Beweis, Statistiken, alles. Vielleicht bietet er uns auch 100.000 für die Beweise. Ja, Senna, vielleicht bietest du sogar nur 10.000. Nur 10.000. Wir machen dir wieder ein Angebot. Senna, wir machen dir wieder ein Angebot. Ich gebe dir. Nein, der muss es jetzt. Hör zu. Senna, ich gebe dir 5 Mille. 5.000 Euro. Wenn du uns beweisen kannst, dass welcher Account war das, den wir auf Statistik haben? Sein Instagram-Account. Dass sein Instagram-Account nicht gekauft ist. Also, dass die Zahlen darauf nicht gekauft sind. Beziehungsweise Abonnenten. Ne? Gebe ich dir 5.000 Euro. Wenn du es beweisen kannst. Wenn du es nicht beweisen kannst, Senna, aber wir können es beweisen. Mach 5, 10.000 Euro. 10 Kracher. Okay? Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Warum hat Senat Geld? Ja, ich glaube schon. Wenn nicht, dass jemand das Finanzamt ruft. Senat, Zinkagashi! Zivinkagashi! Ja, komm, lass Reaction. Mit seinen Äußerungen und seiner Art und Weise jetzt. Hat er sich mir sehr, sehr unsympathisch gemacht. Wirklich, kann man verstehen. Das, also, so wie auch bei Asadi geredet hat. Das ist erschüttert. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr respektlos. Finde ich schade, aber. Am Ende des Tages bin ich ein Iraner und wir Iraner fürchten uns vor nichts. Will nicht vor dem Tod. Außer vor Silber? Hör doch auf, Mann, Alter, ja. Nichts. Frag mich, was Amado so lustig findet, wenn ich sage, wir Iraner fürchten den Tod nicht. Habibi, wir Iraner haben schon auf dem Feld gekämpft. Bruder, ich küsse dein Herz. Da gab's, da haben die Europäer noch im Busch gekackt. Da haben wir schon haben wir Länder erobert, mein Bruder. Kämpfen liegt uns im Blut. Denk nicht, weil du ein paar Iraner in Deutschland kennst, dass das kleine Schwein sind. Was weiß ich, was die sind. Dass wir Iraner irgendwie keine Krieger sind, mein Freund. Da gibt es auch nichts zu lachen. So einfach ist das. Mich interessiert nur, wie viel Gage rüberkommt. Und dann kämpfen wir auch morgen. Morgen oder übermorgen. Mir ist das scheißegal. Das ist so eine Respektlosigkeit, wie er sich mir gegeben hat. Guck mal, das war auch diese Aussage. Das hat auch dazu geführt, dass er sagt, nee, ich kann nicht gegen den kämpfen. Der so, mich interessiert nur das Geld. Ich sorge dafür. Was hat er gesagt? Mich interessiert nur das Geld? Ja. Nein, mich interessieren die Handschuhe danach. Nein, ehrlich. Ich mache alles, damit ich die Handschuhe umsonst bekomme. Ich wollte die Handschuhe haben. Ich will kein Geld, nein. Ich arbeite doch beim Caritas. Ich kämpfe doch ehrenamtlich, Cousin. Er will nur das Geld. Nein, Cousin. Da kennst du mich nicht richtig, ehrlich. Nee. Ich habe auch meinen Vermieter, den bezahle ich auch mit Bandagen. Jede Bandage gebe ich denen, die ist voll geschwitzt. Der mag so Schweißgeruch. Das ist mein Glück. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich zahle den mit die Socken, die der Honig klaut in der Stadt. Mir ist nur Geld wichtig, Bruder, ich muss leben. Ihr habt so viel mein Brot kaputt gemacht, ich bin auch auf das Geld angewiesen. Ihr tut, als ob ich Multimillionär bin. Wallah, Bruder, ich küsse dein Herz. Natürlich ist mir das Geld wichtig, ich muss arbeiten. Ich muss mich auch fürs Training auch vorbereiten. Ja, nee, was heißt das, mir ist nur Geld wichtig? Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Uns allen ist Geld irgendwo wichtig, wir brauchen das Geld zum Leben. Ich würde für das Geld nicht so über Leichen gehen, aber das ist ein scheiß Boxkampf, Bruder, und ich will vernünftig bezahlt werden. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wie hast du Geld gekriegt? Bruder, eine Prostituierte, ne? Interessiert auch nur das Geld, Bruder, ob der alt ist oder jung, Bruder, juckt mich. Wo kommt dieser Typ hierher?
Das ist der Hohle zwischen denen. Lang, wo haben sie diesen Typen aufgegabelt? Ich weiß nicht, was der mit der Wollmütze sich so denkt, dass er so einen Prostituiertenspruch auskramt nach dem Motto, ich wäre eine Prostituierte. Er kann ja danach gegen mich kämpfen. Oder jetzt, ohne Handschuhe. Dann gucken wir, wie dieser Prostitutionsspruch sich anfühlt, wenn er vor mir steht. Ne, das geht auch ruckzuck. Oder? Hört doch auf. Hört doch auf. Lass bitte Dings. Lass sachlich bleiben. Ja, und das Ding ist, wir haben ja im Hintergrund mitbekommen, dass er unbedingt wieder in den Ring kommen will. Bei verschiedenen Veranstaltern. Die wollen ihn aber nicht die Tür aufmachen. Warum denn? Ja, wegen dieser Thematik. Und das ist auch eine Lüge. Das stimmt überhaupt nicht. Aber laut ihm nicht. Laut ihm sind ja angeblich Kämpfe dran oder so. Ja, nee, der Plan, der will das, der hofft sich das. Ich brauche mir nichts zu erhoffen. Ich brauche mir gar nichts zu erhoffen. Ich habe einen Gegner, er hat mich herausgefordert, ich habe den Kampf angenommen. Den Kampf mit Amado hätte ich jetzt nur vorgezogen, weil er Senat besiegt hat. Hätte er Senat nicht besiegt, würde ich Amado nicht mal angucken. Nur das ist für mich interessant, weil Amado gegen einen krassen Boxer gewonnen hat. Reichweite technisch habe ich von dem Kampf gar nichts. Von der Reichweite haben alle immer nur von mir profitiert. Ein Mo Abdallah, ein Böse, dieser Fallobst-Profi. Die sind alle reichweite-technisch, können die mir... Ich will ja nicht auf John Wayne machen, aber reichweite-technisch können die mir das Wasser nicht halten. Ich bin viel berühmter als die in noch 10 Jahren. Wo sind Gegner, die 3 Millionen Follower haben? Und ich bin so mit 300.000 Follower hinter denen. Alle von denen haben 20.000 Follower, 50.000, wenn wir jetzt so von Follower hergehen. Versteht ihr? Ich habe von dem Kampf mit Amado gar nichts. Er ist ein Profi. Ich gehe dort mit ein hohes Risiko rein, dass ich verlieren könnte. Versteht ihr, was ich meine? Ja, die reichweitentechnisch gewinne ich hier gar nichts. Die Leute essen nur von meiner Reichweite. Ich mache die bekannt und groß. Und aus dieser Bekanntheit können die noch einen Profit machen. Ich küsse euer Herz. Und mit mir würdet ihr auf jeden Fall einen Kampf kriegen. 1000% sogar. Aber mehr über die Entscheidung. Und eine Veranstaltung mit einem anderen Gegner steht schon. Da gibt es kein irgendwas. Ich habe noch nie selber einen Veranstalter angerufen. Kann ich bitte bei euch kämpfen? Habe ich nie gemacht. Und werde ich auch nicht machen. Ja. Also, wenn jemand den die Möglichkeit geben will, dann wie gesagt, ich will den für nichts bestrafen, was er nicht getan hat. Aber solange ich nicht 100% weiß, dass er nichts getan hat, dann können wir gucken. Aber außerdem, guck mal, das Ding ist... Ja, wie gesagt, hier hat er es ja auch nochmal gesagt. Wie gesagt, ich kenne ja ein, zwei Jungs, die ihr auch kennt. Ich werde euch das weiterleiten, die Beweise. Und dann will ich dann sehen, was Amado dazu sagt. Der Nu hat bis jetzt, ich weiß, er macht auch ein bisschen Fitner und so, aber er hat sehr korrekt geredet. Fand ich auch stramm von ihm. Und ich werde, weil er so stramm geredet hat, werde ich ihm die Beweise auch zukommen lassen. So wie ihr jetzt auch diesen Staatsanwaltbrief gesehen habt, da wo nichts zu rütteln gibt. Ja? Man müsste Sinan rehabilitieren, sagt man. Ne? Mhm. Man müsste ihn normalerweise einen Weg in die Gesellschaft zurückbringen, wenn man wirklich zu 100% wüsste, dass er mit diesen Vorwürfen nichts zu tun hat. Dass er zum Beispiel gefaked ist. Zum Beispiel, bitte soll mich keiner an meinen Worten festnageln. Ich meine zum Beispiel. Im Gegensatz, am Gegenzug ist aber, wenn wir es nicht wissen, was da dran ist oder nicht dran ist, ne, können wir nicht und kannst du nicht ihm diese Plattform geben. Das ist seine eigene Plattform, auf der er machen kann, was er möchte. Mhm. Auf der, wo er sich auch entscheiden kann, die Sache zu klären oder nicht zu klären. So, was in seiner Vergangenheit ihm als Vorwurf gemacht wurde. Aber es geht hier nicht um Risiko, sondern wenn diese Vorwürfe wahr sind, wenn die wirklich wahr sind, ne, können wir oder kannst du nicht diese Boxplattform mit ihm teilen. Auf keinen Fall. Er hat seine Reichweite. Sinan hat Musik gemacht, das ganze Land kennt ihn, ob durch gute oder schlechte Dinge, ist egal. Er hat eine Plattform, er hat sich die selber erarbeitet, wie ist immer noch seine Sache. Ich habe Sinan seine Streams sehr, sehr gerne geguckt. Ich fand Sinan selber sympathisch in einer Zeit, wo ich einen Konflikt mit ihm hatte. Ne? Mhm. Aber dieses Thema ist einfach zu kontrovers, deswegen haben wir auch gemeinsam als Familie und mit Freunden entschieden, dass wir gesagt haben, du kannst das nicht machen. Ja. Diese Plattform oder mit jemandem in den Ring zu gehen und auch, wie du selber sagst, mit jemandem ein Business zu teilen, kannst du nur mit Leuten machen, die du auf irgendeine Art und Weise sowas auch, wie soll ich das sagen? Das ist schwer zu erklären, wie ich das meine, aber du kannst jemanden, wo... Wie gesagt, ich verstehe nur. Ist ja auch kein Problem, ist ja auch sein gutes Recht. Wenn sowas im Raum steht, will man die Gewissheit haben, dass das nicht so ist. Man möchte ja auch mit ruhigem Gewissen mit einer Person ein Geschäft machen oder zu arbeiten oder ins Gesicht gucken. Das Video hätte gar nicht sein müssen. Man hätte von Anfang an anrufen können, hast du Beweise, gibt es Beweise, wie ist der Stand, ist das so, ist das nicht so. Da hätte man das ganz klar machen können. Jetzt ist das durch diesen Weg passiert, ist auch okay. Ich habe auch keine Angst gehabt, auf dieses Video zu reagieren. Ich habe auch diese Chance genutzt, um euch nochmal komplett die Details noch zu sagen. Ja, ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, weil es halt manchmal untergeht, ne? Der Hintergrund von dem Gespräch war das Beleidigen
nie die Worte fand ich nie geil. Und dafür habe ich mich gerade gemacht, das habe ich euch mehrmals gesagt. Und egal wie, wo, was mal anders gesagt worden ist oder nicht, die Kernaussage ist immer dieselbe. Ich habe mit Pädophilie nichts zu tun, ich war nie einer, mich machen Kinder nicht geil, ich stehe nicht auf Kinder oder sonst irgendeine Scheiße. Und all diese anderen Lügen, die verbreitet worden sind mit diese Minderjährige in der Toilette und Studio, Minderjährige, alles fake. All diese Interviews sind Lügen und Zweijährige, alles Scheißgelaber. Noch nie gesehen, nichts mit zu tun, alles Lügen. Fertig, Chance. Das muss einfach nur klar sein. So. So was noch im Raum hängt, damit kannst du nicht riskieren mit deinem ganz. Du verschenkst dein Dings damit. Das, wofür du dein ganzes Leben deinen Charakter bewahrt hast. So, weißt du? Du achtest dein ganzes Leben darauf, ein gerader Mann zu sein. Und bist aber nicht sicher, ob diese Geschichte stimmt mit dieser Person. Aber nur wegen dem Geld sagst du, boah, das ist so leckeres Geld, ne? Das mache ich. Ne? Wie lange ist das ungefähr her, jetzt ungefähr alles? Weiß ich nicht, ein Jahr? Ein Jahr bestimmt. Ja, kann so ein Dingsbums, so ein Prozess auch wirklich so lange dauern? Ja, ja. Deswegen sage ich ja, man weiß nicht. Kommt Zeit, kommt Zeit. Genau, man weiß nicht, wie die Situation ist bei denen, deswegen würde ich auch niemals was unterstellen. Deswegen habe ich auch meinem ganzen Umfeld immer gesagt, geht nicht mit auf diese Thematik drauf. Es ist nicht okay. Da wurde schon genug im Internet gemacht, ne, um das, in die, in, um das medial nach oben zu schießen. Wir brauchen nicht auf jemanden drauf treten, wo das nicht geklärt ist. Vielleicht haben die da eine Möglichkeit, das zu entkräften. Ja, also nochmal dazu, wie gesagt, ich werde denen einige Sachen zukommen lassen, aber verwechselt das nicht, auch die Zuschauer, dass man seine Unschuld beweisen muss. Das mache ich einfach aus reiner Höflichkeit, damit die das sehen und vielleicht, weiß nicht, wie die darauf reagieren werden, aber dann werden die vielleicht baff sein oder was auch immer. Man muss immer die Schuld von demjenigen beweisen. Man kann nicht einfach irgendwelche Behauptungen machen und dann sagen, beweis mal deine Unschuld. Ich muss überhaupt nicht meine Unschuld beweisen. Und genauso auch andere Leute. Und wenn jetzt Leute ankommen mit, ja, aber man muss jetzt auch immer fair und ehrlich sein oder ja, wofür gibt es dann Anwälte? Dann sollen doch die Leute vor Gericht, wenn die eine Straftat gemacht haben, ja, ich bin jetzt ehrlich. Ja, nee, wollt ihr mir sagen, dass keiner seinen Arsch retten will oder keiner irgendwas? Ich küsse euer Herz, Bruder. So, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich kein Pedo bin. Und das ist Fakt. So, und zu dieser Sache gibt es Beweise und hast nicht, die lasse ich euch zukommen, auch wenn ich dazu nicht verpflichtet bin. Ich mache es trotzdem. Und wie gesagt, in den letzten 5-6 Jahren ist irgendwas gekommen. Gab es irgendwelche Opfer, irgendwelche Kinderscheiße, irgendeine Kacke? Nein, gab es nicht. Wir erinnern uns alle an R. Kelly, der wirklich auf Kacke gehauen hat. Über dem kam über 20 Jahre jedes Mal eine neue. Weil wenn du ein Pädophiler bist und solche Neigungen hast, da muss was passiert sein. Da muss ja kommen, da muss ja 1000 Leute kommen. Bei R. Kelly haben sich Leute noch gemeldet vor 30 Jahren. Vor 20 Jahren. Ja, nee, bei meinem riesen Shitstorm kam nur ein Telefonat. Ich küsse dein Herz, macht mal keinen Film. Ihr habt das hochgeschaukelt, ihr habt das Sache groß gemacht und habt die Leute dazu gebracht, mich zu hassen. Und wallah, die mich deswegen gehasst haben, ich schwöre auf Koran, ich vergebe. Ich bin auch ein Dummkopf. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich bin auch nicht fehlerlos. Wenn Allah vergibt, wer bin ich, dass ich nicht vergebe? Könnte auch. Über wie viele Sünden könnte ich reden von anderen Leuten? Mit wie vielen Rappern? Mit wie vielen Leuten könnte ich auspacken? Aber macht mich das zu einem besseren Mensch? Macht mich das zu einem besseren Mensch? Sagt es mir. Macht es mich zu einem besseren Mensch, wenn ich jetzt über die Sünden anderer Menschen rede? Und bei Allah, ich habe sehr viel erlebt. Mit sehr vielen Rappern. Mit allen Rappern fast. Was die schon alles gemacht haben. Oh, wollt ihr gar nicht wissen. Da werden echt die Bots aktiviert am Anacoin. Wisst ihr, was ich meine? Macht es das besser? Weil wenn ich jetzt über irgendeinen Rapper seine Sünden rede, bin ich ein Feind von Allah. Wenn ich ein Problem mit denen habe, werde ich ihnen das in sein Gesicht sagen. Und nicht in Form von einem YouTube-Video, damit ich Ehrenmann bin und Klicks kriege. Einer von denen, die Videos gegen mich gemacht haben, der hat eine 15-, 16-jährige Nachbarin von mir immer gebucht und macht die auf Ehrenmann. Soll ich jetzt seinen Namen sagen? Nein, das geht mich nichts an. Aber heute ist er Ehrenmann. Jeder ist ein Ehrenmann. Versteht ihr, was ich meine? Jeder soll machen, wie er will. Nur spielt nicht den Ehrenmann. Zeigst du mit den Finger auf eine Person, zeigen drei auf dich zurück. Ich kann über so viele Leute auspacken reden. Aber das macht mich nicht zu einem besseren Menschen. Ich würde auf deren Hack. Vielleicht haben die das bereut. Vielleicht haben die gebetet. Haben die gedacht, boah, das war ein Fehler. Weiß ich das?
weiß ich nicht, das ist eine Sache zwischen denen und Gott, zwischen denen und Allah. Wer bin ich, dass ich dann Videos gegen diese Person mache, um zu sagen, hey, der und der hat vor 2 Jahren so und so mal gemacht, der hat vor 5 Jahren so und so gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Man muss mal langsam klarkommen in sein Leben und sich Prioritäten setzen und wirklich ein echter Mensch sein. Nur Fitner, 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 diese ganze Scheiße, das macht euch nicht zu besseren Menschen. Ihr kennt mich, ihr wisst in meinen Streams, ich sag euch immer, umarmt eure Eltern, es kann jeder Tag der letzte sein. Ich versuche auch eine bessere Version von mir zu sein, wie ich gestern war. Das ist doch der große Dschihad. Was ist der große Dschihad? Der Kampf mit sich selbst. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir gucken mal weiter rein, das Video geht noch ein bisschen. Und wenn die das entkräften, dann freue ich mich für Sinan. Wenn die es nicht entkräften, möchten wir mit Sinan nichts zu tun haben. Das ist auch nicht böse gemeint oder irgendwas. Ich glaube, der wird das auch verstehen, wenn er das sieht. Und wenn er ehrlich zu sich selber ist, das ist für uns ein Norm. Es gibt einfach Dinge. Ja, ja, verstehe ich. Ich würde auch mit keinem zu tun haben wollen, der sowas im Raum steht oder was auch immer. Kann ich auch verstehen. 100%, ja. Deswegen sag ich dir, muss man kein Video machen, kann man anrufen. So, keiner will mit irgendwen zu tun haben, der auf Kinder steht oder sonst irgendwas. Da sind wir, das ist die universelle Regel von uns allen. Das ist ein Kodex. Und bevor hier einer sagt, hier, die sind für den Kinderschutz. Habibi, wir sind alle für den Kinderschutz. Habt ihr gedacht, wir sind gegen den Kinderschutz? Ihr seid für den Kinderschutz und wir sind die Gegner davon? Jo. Ich hab noch nie was für den Kinderschutz gemacht. Außer Videos und Scheiße labern, Interviews faken. Ihr seid gescheiterte Gangster, Lan. Ihr habt es als Gangster nicht mal weit geschafft. Interviews faken, Beweise faken, Lügen erfinden. Lack, ich küsse dein Herz. Ai, ai, ai. Wenn die im Raum stehen und die Sache nicht geklärt wird, dann ein anderes Beispiel. Auch wenn wir alle ein sauberes Leben führen. Manche von uns haben ich habe eine ganz andere Vergangenheit wie du. Ich habe eine viel bewegendere Vergangenheit, was so das Straßenleben angeht. Mhm. Ne? Und bei mir hat sich eine Sache nicht geändert in meinem Leben. Wenn mir unterstellt werden kann, dass jemand aus meinem Umfeld ein Zinker ist, muss diese Person das entkräften. Mhm. Ansonsten sage ich der Person, wir können keine Brüder mehr sein. Und das ist nicht eine Kodex-Sache oder irgendwas. Das ist eine Prinzipsache, dass ich nichts mit Verrätern zu tun haben möchte. Weil der... Ja, hat er recht. Wir wollen mit Verrätern nichts zu tun haben. Das ist ein Straßenkodex, 100%. Zinker gehören nicht zu uns. Aber es kann ja nicht einfach irgendeiner kommen und sagen, guck mal, der zinkt, der soll er beweisen, dass er nicht zinkt. Der das sagt, dass er ein Zinker ist, muss beweisen, dass er ein Zinker ist. Da kann ja jeder kommen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Ding. Ja, Mann, der jemand anderes verrät, der wird auch dich für den richtigen Preis auch verraten. 100%. So, und das sind so Geschichten. Es gibt manche Dinge, die muss man entkräften können. Die muss man entkräften können, weil das sind Dinge, die sind gegen die Moral. Das sind Dinge, die Leute dir unterstellen können. Und die einzigste Möglichkeit, sowas zu entkräften, ist, jeden sein Maul zu stopfen. Da hilft kein Statement oder irgendwas. Da muss ein Maul gestopft werden. Und in seinem Fall sehe ich nur eine Möglichkeit. Das muss gerichtlich geklärt werden, ne? Bei ihm, so ein Vorwurf. Und da muss er am Ende des Tages ins Internet kommen können, da, wo das ausgetragen und angefangen hat, ins Internet kommen können und sagen, guck mal hier, schwarz auf weiß, mein Gerichtsurteil. Der muss die Sachen verschwärzen, die vom deutschen Staat sind und so, damit er keine Anzeige kriegen kann. Und sage, hier ist mein Gerichtsurteil, ich wurde dafür freigesprochen. Und genau das werde ich in diesem Highlight-Video machen. Ich kriege das Video, das Ding bam rein. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute sich dann entschuldigen kommen. Oder mir dann wieder folgen. Was ja auch okay ist, ich habe ja gesagt, ich verzeihe. Ich wäre auch wütend, wenn ich diese ganzen Storys hören würde und diese ganzen Lügen. Und das macht was mit dir. Ja, das macht was mit deinem Gehirn, ist ja auch so. Und jetzt kann ich euch die wahre Geschichte erzählen. Genau. Ja. Das würde auch für ihn selber wäre das ein maximaler Gamechanger. Alle Leute, die vorher gebasht haben, müssen mit Kopf runtergehen. Ne? Und er wäre in einer Position... Der wäre der Held. Ja, ja. Da wären die ganzen Leute, der hat ja auch viele Freunde, die sind alle von dem weggegangen. Ne? Aber die wären jetzt alle dann... Nein. Wäre der auf jeden Fall im Rechnen. Welche Freunde sind von mir weggegangen? Also, falsche Information, ja. Weiß nicht. Also enge Brüder haben mich nie verlassen. Nur Leute aus der Industrie, so ein bisschen bekannt, die haben so nichts gesagt oder haben sich distanziert, weil die nur ihr eigenes Brot schützen wollten und Angst hatten, dass auch was über die rauskommt oder was auch immer. Ich habe auch mit vielen Leuten privat geredet, ja, Bruder, aber weißt du, wenn diese Leute auf mich gehen und haben die rumgeheult. Ja, so. Und mich würde es auch sehr freuen, liebe Friends. Der Roos hat auch so viel Scheiße wegen mir erleben müssen, obwohl er nichts getan hat. Überleg mal, ein Kuchen-TV, der letzte Dreck, ein Nazi,
AfD-Supporter, der AfD, was weiß ich was, Supporter, behauptet, dass Roos ein Mittäter ist. Überleg mal, was das für Aussagen sind. Und die ganze rechten Bubble, die dann diese Filme machen mit, ja, hier, diese Moslems sind ja Pädophil. Guck mal, der Prophet von denen, der hat ja auch ein kleines Kind so und so gemacht. Alles Lügen, dreckig. Die haben gar keine Ahnung, die haben einfach nur das benutzt, noch den Islam schlecht zu machen. Astaghfirullah, wie die über unsere Propheten reden. Die haben das ausgenutzt. Und so ein Kuchen-TV traut sich zu reden, tut mir einen Gefallen später. Geht bitte alle rüber zu Roos auf Instagram oder so. Schreibt dir mal eine geile Nachricht, was für ein cooler Typ der ist. Der wurde auch viel, viel durch den Kakao gezogen. Und man hat auch vieles einfach durch die ganze Thematik mit vielen Kriegern. Bruder, Roos musste gegen 10 Leute gleichzeitig kämpfen. Wisst ihr, was ich meine? Ehrenabi. So, der ist ein richtiger Ehrenabi. Und der ist ein richtig gutherziger Mensch. Und das hat er auch nicht verdient, Alter. Deswegen tut mir einen Gefallen später. Geht mal rüber zu Roos auf jeden Fall. Und schreibt den mal auf jeden Fall. Irgendwie so ein Herz, irgendwas. Ihr wisst selber, was für... Guck mal, was für Probleme wir hatten. Roos lag im Sterben, Alter. Wir haben so viel Scheiße. Mann, ich bin gegen eine U-Bahn gefahren, Digga. Dann kam diese Scheiße. Alter, was habe ich nicht... Was haben wir in meiner Familie nicht letzten Jahre durchgemacht, Digga? Wisst ihr, was ich meine? Und da brauche ich euren Support. Aber ich rede von Support. Nicht diese billige, ich unterstütze. Nein, ich brauche einen richtig krassen Support. Von meiner Community, Dicker. Damit wir die Leute oben alle rasieren können. Da brauche ich euch. Ohne euch geht das doch gar nicht. Weißt du, was ich meine? So einfach ist das. Nein, 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 das meinst du, Kurat, mein Bruder. Guck mal, die Leute, die von mir weggehen, wenn ich so eine Unterstellung gegen mich habe. Ja. Und ich das nicht direkt meine. Guck mal, ich hätte so eine Unterstellung gegen mich. Ich könnte dir morgen sagen, diese Sprachnotiz war ich oder war ich nicht. Ich werde dir auch sagen können, wo ich war, wo ich so eine Sprachnotiz geredet habe. Es ist scheißegal, was für schweinische Sachen du mit irgendeiner Frau redest oder in anderen Fällen mit irgendeinem anderen Mann redest oder mit irgendeinem anderen das redest. Ist scheißegal. Aber Bruder, Kinderthematik, so Wörter aus meinem Mund, ich werde dir heute sagen können, das war ich oder das war ich nicht. Und wenn es nicht war, dann werde ich dir sagen, Bruder, das ist meine Stimme, aber das habe ich nicht gesagt. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Ich hätte vielleicht, um das selber aufzuklären, eine Schwert zur Polizei gegangen, ich hätte das Unmögliche möglich gemacht. Ich hätte gezinkt. gegen mich. Nein, Mann. Gegen mich. Ich hätte Selbstanzeige gemacht. Damit richtig ermittelt wird. Wenn das nur zur Information, nur, ich war bei den Bullen, um das auf den Grund zu gehen. Ja, und auch für euch nochmal zum Verständnis. Die Alte, die ja diesen Scheiß verbreitet hat, weil die ja hatte, weil ich ja mit anderen Weibern bin oder was weiß ich, was für psychische Probleme sie hatte. Ich kannte nicht mal ihren Nachnamen. Ich wusste nicht mal, wo die wohnt. Wir haben die mit einem Privatdetektiv über eine Person, die sie kontaktiert hat, haben wir die erstmal gefunden. Jahre später jetzt, nachdem die ganze Action von ihr war. Und wir waren selber bei den Bullen und haben das zu den Bullen gebracht. So, die Anzeige, die gegen mich lief, das war ja keine Anzeige von ihr. Das war eine Anzeige wegen der öffentlichen Interesse. Und wir konnten die ja nicht direkt anzeigen. Wir haben erstmal Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Ich kannte nur den Vornamen. Und ich hatte nur noch ein so ein Foto. Jetzt habe ich noch andere Videos von der gefunden auf so ein anderes Handy. Ja, das ist so ein anderes Thema. Naja, da gibt es hier Rambazamba rein mit der. Ne? Aber da konnte ich ja nichts machen. Und da bin ich ja selber zu den Bullen gegangen. Habe ich gesagt, ey, wie sieht's aus? Läuft hier, da, so, so, so. Versteht ihr, was ich meine? Das habe ich gemacht. Nur so zur Info für dich. Ich hatte alles versucht, um aufzuklären, dass das hier ein Fake ist. Wenn es ein Fake ist. Aber das war jetzt auch, hat man ja auch bei uns gesehen, als Senat behauptet hat, wir hätten Dings gefaked. Bilanz gefaked. Mhm. Wir haben ja, guck mal, was für einen Druck wir gemacht haben. Das war innerhalb von 2 Tagen geklärt. Mhm. So, ja, das Problem ist, Bilanzen faken und solche Sachen, was das von der Sensibilität her sind, das 2 ganz verschiedene Sachen, mein Lieber. Ja? Und glaubt mir, wenn so eine Last, die ich hatte, irgendein von euch, Gott bewahre, das passiert, dann kannst du nicht mehr klar denken. Da kannst du nicht mehr rausgehen, da weißt du nicht mehr, was abgeht. Hunderte Telefonate, Stress, Probleme, Familie. Da kannst du erstmal gar nichts machen. Da verkriechst du dich in dein Bett. Ich habe ja auch mich nicht mal mehr getraut, auf YouTube zu gehen, weil irgendwelche tausende Leute Videos gegen einen gemacht haben. Und da wusste ich noch nicht mal, was für Gerüchte noch verbreitet wurden. Das habe ich ja später mitgekriegt. Wisst ihr, was ich meine? So, und das, glaubt mir, ich kann euch gar nicht erklären, wie es gefühlstechnisch, wie es mir da ging. Nur die wenigsten wissen das. Wie ich mich am Telefon angehört habe, Digga, als ob ich kurz vorm Sterben bin. Mann, Alter, ihr wisst gar nicht, was für Selbstgedanken ich hatte. Hauptsache, diese Scheiße hört auf. Hauptsache, ich sehe meine Mutter nicht mehr weinen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann gibt's so dreckige Menschen, die dann kommentieren, ja, der Sinan hat das doch zugegeben. Was habe ich zugegeben? Was habe ich zugegeben? Ja, der Sinan hat doch zugegeben, dass er eine Zweijährige geil fand. Wann habe ich sowas zugegeben?
Wann habe ich über ein zweijähriges Mädchen geredet? Wann habe ich gesagt, das Mädchen ist zwei oder ich finde ein Kind geil oder sonst irgendwas? Wann habe ich sowas gesagt? Wann habe ich sowas gesagt? Ich habe mich entschuldigt, für dass ich diese Worte gesagt habe, die auch wirklich, die wurden so heiß gekocht, Digga, als wie ich euch vorhin gesagt habe, so ein Netflix-Doku, das ist Amana Kroim. So, ich habe mich für die Worte entschuldigt, dass ich ihm gesagt habe, weil die das selber wollte. Ich habe darüber nicht nachgedacht, in dem Moment. Ich hätte ja nicht ahnen können, dass ich 5, 6 Jahre später mich für irgendwas rechtfertigen muss, weil ich vor 5 Jahren mal, 6 Jahren mal gesagt habe. Wisst ihr, was ich meine? Aber dann sagt man, ja, guck mal, der hat doch in Entschuldigung, ich habe letztens mal so einen Kommentar gesehen. Ey, der Sinan ist kein, so dies, das. Dann einer schreibt drunter, doch, er hat doch zugegeben. Und dann wieder zugegeben. Ja, hier, der hat doch in seinem Statement zugegeben, dass er ein ist. Guck mal, wie man die Wörter verdreht und das, wie man einfach Lügen weiter verbreiten kann. Und das ist eure Aufgabe. Das ist eure Aufgabe, Community. Jeder, der hier mir zusieht, der wirklich mich gern hat, dass ihr bei solchen Kommentaren und bei solchen Leuten wirklich auch bei TikTok überall Dampf macht und Gas gibt und den Leuten ihre Mäuler stopft. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Ding. Und das ist aber eine kleine Sache, muss ich dir vorstellen. Ne? Und da haben wir gesagt, nee, so lassen wir das auf jeden Fall nicht stehen. Und es war innerhalb von 2 Tagen gegessen. Wir haben so enorm Druck gemacht, den Leuten ist so vorgekommen, als wäre es ein Monat. Wer hätte 100.000 Euro genommen, das vor die Kamera gehalten und riskiert, das zu verlieren? Weil eins kann ich euch allen sagen, und das sage ich eigentlich nur dir, Senat. Wenn es wirklich so gewesen wäre und wir haben diese 100.000 Euro dir angeboten, bei uns sagt man, Mund kämpft nicht, wir haben dir das gesagt. Kein Blabla. Du hättest kommen können mit dem Beweis, du hättest das medial gemacht, damit hättest du uns dann gepflückt, weil wir wären keine Männer mehr, so wie wir geredet haben, wenn du es uns bewiesen hättest, was ja eine Lüge war, aber hättest du es beweisen können, weil es so gewesen wäre, wärst du gekommen und du hättest die 100.000 Euro in bar bekommen. Kennt ihr diese RTL2-Anrufe? RTL, Katja Burkhardt und so? Nee. Doch, in Werbung kannst du 5.000 Euro gewinnen und so. Also, kannst anrufen und so, was unmöglich ist, durchzukommen. Und es gab Zeiten, ich habe Telefonrechnung nach oben geschossen vor Mama. Weil ich gedacht habe, dieser Anruf kostet nur 50 Cent, ich kann 10, 20 Tauis gewinnen. Wow. Ich habe versucht, wo ich jung war. Aber stell mal vor, jemand bietet dir 100.000 Euro für deine große Töne, die du gespuckt hast, dass du die wahr machst. 100.000 Euro. Aber du erinnerst mich gerade an was, der ist ja voll gekränkt von dir, träumt von dir, nur wegen RTL. Wie heißt der Typ, wo alle mal immer anrufen? Damian oder so? Ja. Oder nee? Wir sehen sogar Damian. Damian. Suelo 59, ja Bruder, du kannst halt nicht immer alles auf die Goldwaage legen, was ich mal da gesagt habe. Wie gesagt, ich war auch überfordert. Der eine sagt, sag so, der eine sagt, sag dies, der eine sagt, sag so, du musst jetzt aus der Sache rauskommen, du hast uns alle so in einen Scheiß reingezogen. Du kannst jetzt nicht sagen, du hast mal in einem Statement so ein bisschen gesagt, jetzt sagst du so oder so. Digga, wir sind alle Menschen, Bruder, weißt du, was ich meine? Komm erstmal in der Lage, in der ich war, und dann will ich gucken, dass du genau weißt, was du tust oder was du sagen musst. Weißt du, was ich meine? Das ist halt alles nicht so einfach. So. Und, ja. Da gibt es halt noch ein, zwei Sachen, die im Hintergrund auch, die hinter den Kulissen passiert sind. Ja. Die ich jetzt erstmal gar nicht ansprechen will. Vielleicht mache ich das mal in ein separates Video. Aber wie es zu dem Entschuldigungsvideo gekommen ist, wer mich dazu beraten hat, mach das, dann stehen wir auch hinter dir, dann machen wir so, wo dann auch doch nicht gehalten worden ist. Da, all diese Filme. Auch der Zeitpunkt von dem Entschuldigungsstatement war für mich gesehen eine falsche. Ich hätte das niemals machen sollen. Es sind viele Fehler passiert. Aber diese Fehler, auch wenn ich mal mich irgendwo widersprochen habe oder so, was ja auch nicht extra ist, heißt ja nicht, dass ich ein Pedo bin. Das ist doch das Ding. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch das Ding. Ruf bei denen an, Bruder, wenn du wieder von Auga träumst. Domia. Ja, genau. Du sollst bei denen anrufen, Bruder. Ja, der soll von seinem Amadou Traum haben. Dieses Lied Amadou. Und die Hose. Okay, sollen wir noch das hier kurz zu Ende gucken? Ja, gegenüber verhalten hat. Obwohl ich den Jungen Liebe gegeben habe. Ja, natürlich geht es um Para. Was habt ihr gedacht? Ihr denkt, ich arbeite bei Caritas. Habt ihr gedacht, ich bin ehrenamtlich hier unterwegs? Ja, soll ich meinem Vermieter sagen, Cousin, Miete geht auf dich? Voila, seien wir ernsthaft. Komm, Spaß, Butter bei die Fische. Ich verstehe viel Spaß, ich mache sehr viel Spaß mit, ich lache auch über mich selber. Alles kein Problem. Aber mir zu unterstellen, sein Recht wegreden will oder Lügen über den verbreite oder was auch immer. Ich habe noch nie über einen Menschen Lügen verbreitet. Und ich werde das auch nicht zulassen. So, und doch zugelassen hat er das. Senat tatsächlich gelogen hat in meinem Stream, dann muss er sich auch gerade machen. Sinan hat gesagt, wenn Senna tatsächlich in meinem Stream, Betonung auf in meinem Stream, gelogen hat, dann muss er sich auch gerade machen. 100%. Senna hat gelogen, hat es öffentlich gemacht. Ne? Warum hat Sinan das nicht auch öffentlich gemacht? Ich muss mich dafür entschuldigen. Mhm. Wir haben hier eine Stunde über Amadou geredet. Wie gesagt, ich kann mich ja nicht dafür entschuldigen, was ein Senna sagt. Er sollte sich gerade machen und er hat sich gerade gemacht. Und das sage ich auch jetzt hier. Hack ist bei Amadou. Ich wusste nicht, dass Senat dort lügt. Oder wir wissen ja auch nicht, ob der absichtlich gelogen hat. Er wurde ja auch mit einer Falschinformation gefüttert. Ihr wisst, wie das ist mit Falschinformationen. Der eine sagt was, dann sagt der andere was, so, und dann kommt am Ende ganz was anderes raus.
So, wie gesagt, Hack ist bei denen bei der Sache, dass Sennert eine Falschaussage getätigt hat. Es war in meinem Stream. Die große, oder besser gesagt reagiert, die größte Unterstellung, die Amadou gekränkt hat, war, dass wir ihm, oder dass Sennert ihn in meinem Stream Betrug unterstellt hat, ne, vorgeworfen hat. Ich möchte das hier von Sennert nochmal einblenden, wo Sennert gelogen hat. Der hätte machen, dass das so ein Muss. Das, nach so Worten. Nach, guck, was er hier an Sennert sagt. Fertig aus. Wenn irgendjemand hier sitzt und lügt und meine Gutmütigkeit ausnutzt, muss hat er gemacht. Mich gerade machen. So einfach ist das. Ich muss mich für die Leute nicht gerade machen. Ich muss mich für mich selber gerade. Mach dich für dich selber, Sinan, für bitte. Sehr, sehr viele Menschen haben mich eingesetzt. Für sehr viel. Sinan, mach dich bitte für dich selber jetzt gerade. Hab ich? Ich hab mich doch jetzt gerade gemacht. Oder hab ich mich nicht gerade gemacht? Ist das nicht gerade machen? Oder was kann ich noch tun? Nein, er erwartet von dir eine Entschuldigung. Nein, ist Spaß, weil was? Chat, ich frag den Chat. Was kann ich jetzt noch tun? Ich hab gesagt, ja, am Hack. Der Sennert muss sich entschuldigen, hat er auch gemacht. Ich sag auch, es ist so, was soll ich jetzt noch tun? Was soll ich jetzt noch machen? Was soll ich noch tun, Digga? Warten wir ab, wenn die das Video hier sehen. Ich hoffe, dass die jetzt gesehen haben, dass ich gesagt habe, Hack ist bei denen. Amadou wurde von Sennert Unrecht angetan. Und hiermit bezeuge ich das. Und nächstes Mal, wenn hier irgendeiner was sagt, wo ich merke, da könnte irgendwie Fitner sein, werde ich nachhaken. Eventuell, wenn ich das in dem Moment realisiere oder peile. Du, deine Gutmütigkeit wurde ausgenutzt. Alle deine Worte, die du hier sagst, deine Gutmütigkeit wurde ausgenutzt von deinem Freund Sennert. Dein Freund Sennert hat gelogen in dem Stream, eine falsche Behauptung aufgestellt, einen Betrug unterstellt. Und jetzt macht dich für dein Stream gerade, dass du ihn, er hat dich verarscht und damit meinen kleinen Bruder angegriffen. Wir saßen nicht umsonst hier mit 100.000 Euro und haben das angeboten. Wir saßen nicht umsonst hier und haben ein Reaction darauf gemacht. Wir haben noch nie ein Reaction gemacht. Wir waren Mund zu. Kam fertig, Sennert macht fertig, wir haben uns sowas angehört, wir haben selber geschmunzelt über so Sätze. Alles gut, aber die Unterstellung war zu viel. Und jetzt folge bitte deine Worten und mach dich gerade. Und das gerade machen kannst du nur so, wie du es herbeigerufen hast, durch Social Media. Bitte füge von Sennert die Lüge ein. Und wenn du korrekt bist, dann schneid bitte direkt Dings raus. Dieser letzte Satz, wo er sagt, alle Schwarzen sehen doch gleich aus. Sag mal deswegen. Wo ist das denn mit alle Schwarzen sehen gleich aus? Ist das bei mir im Highlight? Nein, diese eine Audio, was er da, wo er die Audio. Er hat doch ein Entschuldigungsvideo gemacht. Ey, hier tut mir leid, bla bla bla. Ja, aber, haben wir doch darauf reagiert, oder nicht? Er will, dass du das so zusammenschneidest und das dann hier einblendest. Jetzt in dem Highlight. Dass er lügt, gelogen hat sozusagen, also dass er Unwahrheit gesagt hat. Ja, und dann nochmal, dass er sich dann entschuldigt hat. Da frag das, komm, ich b*** dir ein. Das gebe ich dir im Mund. Sag doch direkt. Sag doch direkt, Bruder. Das ist einfacher. Sag doch so direkt, Cousin. Wie kam der raus? Die haben mich so einen Cut da gemacht. Ich küsse deine Hände. Ich weiß nicht, diese Knöpfe, wie man diese PC ausmacht. Das ist nur witzig, weil es wirklich stimmt, Walla. Komm, ich küsse dein Herz, Bruder. Mach noch ein Video, mach noch so. Es reicht doch, wenn ich dir sage, Khalas, ihr habt Hack, ihr habt recht. Khalas, Sennert, böser Bube. Lüg nicht mehr, Sennert. Ja, mein Jack. Aber ich küsse dein Herz, Bruder. Mach noch Video, schneid das so rein, mach so. Jani, soll ich noch Sennert, soll ich jetzt auch noch Sennert beleidigen? Was soll ich machen, Jani? Irgendwo muss man auch sagen, ey, Verständnis, guck mal, der Sinan hat oder nicht gewusst, dass der da lügt oder so, weißt du, was ich meine? Ja, ne, Khalas, irgendwo ist auch okay jetzt, weißt du? Ich verstehe, wie gesagt, von Anfang habe ich auch gesagt, ich verstehe die Wut von Nu, das ist sein Bruder, es geht um diese boxerische Ding, verstehe ich, respektiere ich, aber ich kann jetzt auch nicht mehr machen. So, wenn irgendwo in einem Video von mir ein Highlight auch das zu sehen ist mit diese Sache, was er gesagt hat, mit alle Schwarzen sehen gleich aus. Ich habe das selber nicht gesehen, weil ich das selber nicht schneide. Ich würde das, wenn das irgendwie für euch ein Dorn im Auge ist, gerne lasse ich das rausschneiden. Nein, ist nicht. Ist das nicht? Nein, das ist nicht bei dem Stream. Nein? Nein, das war nämlich nach dem Stream. Das hat er doch öffentlich, er hat doch so ein Reel gepostet, wo er irgendwie den alten Trainer an. Okay, aber habe ich nicht darauf reagiert, meine ich? Nein. Habe ich gar nicht. Nein. Okay, dann brauche ich das. Aber wenn das in meinem Stream ist, nun gebe ich dir mein Wort, lasse ich das rausschneiden. So, wir gucken weiter. Habe ich verwechselt. Noch ja, so eine Frechheit. Weißt du, wie der Schwarze aussieht? Ja. Ein Kopf kleiner. Raster. Nein, aber warte. Sennert sagt ja nach dem Motto, der hat in irgendeinem Kommentar gesehen, der ist fast 70. Also Norbert darf das.
Nein. Ja, nach dem Motto, das ist fast 70. Ja, das alte Schule, der darf alle Schwarzen gleich aussehen, finde. Nein. Ja, ja. Okay. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welcher Norbert das ist. Natürlich, die Aussage, dass alle Schwarzen gleich aussehen, ist natürlich ein No-Go. Das ist nicht schön. Es ist auf jeden Fall eine Aussage, die man nicht machen sollte. Distanziere ich mich von so einer Aussage. Ob er das böswillig gemeint hat oder nicht, ist, weiß ich nicht. Ich kann jetzt auch für ihn nicht sprechen, weil ich ihn persönlich gar nicht kenne. Ist ein Scheißsatz, 100%. Wir sind sowieso gegen diesen Rassismus. Wir unterscheiden nicht zwischen Schwarz und Weiß. Von mir aus kannst du gelb sein wie Homer Simpson. Mich interessiert das alles ein Scheißdreck. Dein Herz, solange dein Herz in Ordnung ist, ist alles in Ordnung. Es ist mir völlig egal, aus welchem Land du kommst. Es ist mir völlig egal, welche Religion du hast. Bist du korrekt, bin ich korrekt. So einfach ist das. Das ist eine universelle Regel. Sei korrekt, dann bin ich auch korrekt. Pissst du mir ans Bein, kacke ich dir auf deinen Kopf. Hab ich gerade erfunden. Nur du erfindest sowas. So, Jane. Ich glaube, da dass er das nicht rausgeschnitten hat, habe ich das Gefühl, dass bei denen gang und gäbe. Die reden so unter sich. Ja, ja. Ist aber auch so. Deswegen macht er Senat so was. Der darf das. Der ist für den normal. Auf jeden Fall, was Senat angeht. Ich bin selber Albaner, Bruder, und ich hab den immer gefeiert, du weißt das selber. Ich hab seinen Kampf und alles auch verfolgt, Bruder, ne? Aber damit, Bruder, nicht nur bei mir, ich hab das bei sehr vielen verkackt. Weil sowas, Bruder, hat nichts mit Sport zu tun, auch nichts mit Nationalität, mit gar nichts. Das ist einfach nur gottlos und dreckig, was du da machst. Ich sag, das haben mir so viele Albaner geschrieben und ich weiß noch, wo ich mit denen geredet hab. Der so, das ist mein Man. Weißt du, was wir eigentlich jetzt machen müssten? Was denn? Wir müssen eigentlich ein paar albanische Brüder anrufen. Wir haben nichts abgesprochen. Ich schwöre, wenn ich vier Jungs anrufen würde und ich würde das sagen und ich würde auf Lautsprecher machen, ne, die würden Senna durchbeleidigen. Deswegen mache ich das nicht. Ich weiß, wenn ich jetzt anrufen würde, ne, Patrice, und sagen würde, das und das passiert, was sagst du dazu, die würden Senna seine ganze Sippe beleidigen. Oder das, was der da macht, das hat nichts mit unserer Nation zu tun. Ja, ist auch so. Das ist ein persönliches Ding, was Senna da macht. Das ist auch ein persönlicher Rachefeldzug. Man soll auch den auf seinen Feldzug lassen. Mhm. Aber eine Sache möchte ich auch sagen, Senna. Lass die Sache so im Internet. Bitte von unserer Seite kommt sowas nicht, fang auch nicht von deiner Seite an, irgendwas auf Straße zu bringen. Bitte einfach im Internet lassen. Da ist keine Drohung oder irgendwas, wir sind nicht stärker, nicht größer, nicht hübscher, nicht schlauer oder irgendwas als jemand. Wir machen das genau wie du es machst, wir sind in dieser Social Media Welt, das was im Ring geklärt wird, bleibt im Ring. Wir vermischen sowieso schon mal gar keine Nationalitäten. Und Familie ist recht. Und Familie mischen wir auch nicht ein. Lass das bitte im Internet. Bitte, bitte lass das im Internet. Oder du sagst, guck mal, das ist mir alles zu viel, Leute, ich will das nicht mehr. Ruf an und sag, ey, lass uns diesen Kriegsball begraben. Ihr hattet mit allem recht, ich habe überreagiert, ich habe zu viel gemacht. Das mit dieser Rassismus-Scheiße sollte sowieso nicht sein. Und guck mal, wir heben sehr das Rassismus-Thema im Vordergrund von diesen Dingen, die du gemacht hast. Aber, Senat, du hast auch automatisch, nur dass du es weißt, du hast unsere ganze Familie Amadou mit da reingeholt. Du hast verstanden, dass wir Amadou sind, dass wir so mit Nachnamen heißen. Du hast einfach unsere ganze Familie mit reingeholt und nochmal separat nochmal unseren Vater. Das macht man einfach nicht. Ja, okay, da muss ich fair und ehrlich sein, muss ich auch nur Hack geben. Ja. Vater mit reinbeziehen macht man nicht. Ich will jetzt auch Senat nichts Falsches unterstellen. Senat ist privat ein super Kerl. Ich glaube einfach, der wollte einfach ein Video machen, was viral geht. Ich glaube, der war sich da einfach nicht bewusst, was er macht. Um das mal jetzt hier, ich will das nicht schönreden, aber Mann, der Senat hat gerade gegen einen Typen verloren, der gerade noch, sag ich jetzt mal, jetzt nicht die große Boxwelt erobert hat und er kriegt bestimmt 1000 Nachrichten, vielleicht hat ihn das auch getriggert und er wusste vielleicht auch nicht weiter oder was auch immer. Macht man einfach nicht. Deswegen, ich sag dir auch korrekt, lass diesen Familienkram einfach da, wo der ist. Lass ihn draußen, wir können über sowas stehen, können über sowas schmunzeln, weil Alhamdulillah, unserer Familie geht's gut, unserem Vater, unseren Geschwistern geht's gut und wir möchten diese Filme nicht. Nicht von deiner, nicht von unserer Seite. Wenn das der einzige Weg ist, den du gehen kannst, kann ich dir nur ans Herz legen, diese Scheiße wird nach hinten losgehen, Senat. Die wird einfach nach hinten gehen, auf jeder Ebene. Deswegen lass das bitte einfach, ja? Beefen ist nicht verkehrt. Nein, ich habe kein Problem mit. Ich habe Spaß an sowas. Aber es gibt immer Sachen, wo man das lieber sein lassen sollte. Aber ich glaube, es kommt irgendwas noch von denen. Irgendwas Schiefes. Jetzt musst du auch. Senat ist gekränkt. Ja, Bruder, der hat einen Weg geschlagen, der kann nicht mehr zurück. Der kann nicht mehr drehen. Ja. Das Ding, der kann nur schief. Siehst du an deiner Nase? Der dreht. Genau. Nur im Kreis die ganze Zeit. So, lass uns die letzten Worte noch hören. Eigentlich wieder gerade, aber Nase so. Am Kreiswerk erwähnt. Viele Menschen habe ich. Ich habe eine Plattform gegeben. Ich habe sehr vielen Menschen nach oben geholfen und ich bin selber nicht mal so hoch wie die gekommen. Die sind höher als ich gekommen. Das ist der Punkt, beim Aufsteigen sind die auf mich drauf geklettert. Weil er alles abgeht. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Amadou persönlich. Das ist mir scheißegal. Ja, der macht es nicht bewusst. Das hat sich bei mir sehr unbeliebt gemacht. Auch dieses nicht sportlich und nicht das und nicht dies. Was heißt das, nicht sportlich?
Ist ein Straßenkampf oder was? Sportlich können wir nichts klären. Also sportlich kann ich mir das Wasser nicht reichen. Also ja, nein, nein. Das meint er nicht damit. Ja, ich weiß, aber... Du hast ja gesagt, jetzt ist hier kein Sport, nicht mehr irgendwas, das persönlich. Mhm. Wenn Sinan das jetzt immer noch nicht verstanden hat, nach diesem Stream, beziehungsweise nachdem rausgekommen ist, was Senat für eine Frechheit, für eine Lüge auf die Welt gesetzt hat, ne? Guck mal, Sinan ist selber konfrontiert mit Problemen, weil Leute etwas über ihn ins Internet gestellt haben. Er kann es gerade machen, er kann es lassen. Über dich wurde was ins Internet gestellt? Auf seinem Kanal. Das ist nicht von irgendjemand der Kanal. Das ist nicht von irgendjemand, das ist sein Kanal. Er hat das da hochgeladen, er muss damit klarkommen, dass wir uns darüber abfacken, dass jemand so etwas sagt in seinem Format. 100%. Er muss das verstehen. Er muss das verstehen, wie du dafür zuständig bist, was wir in deinem Format sagen. Ja, wenn du jetzt dieselbe Scheiße sagen würdest, jetzt über Gashi. Nein, es ist eine Sache passiert. Ich stehe 1000% dran. Ich rede vom Boxen. Wenn jetzt zum Beispiel du sagst, jetzt irgendwas weißt, was in deinem Format ist, ja, hast du recht, aber ich meine, egal was. Letzte Woche, wo wir den Stream gemacht haben, die Reaction, hat einer von uns etwas gesagt, ne? Auch eben so mit schwarzer Herz, sauer, ne? Wo ich gesagt habe, wir schneiden das raus. Ich will nicht, dass so etwas da drin ist. Und da haben wir aus. Da war ja das Dings mit dem Geld, was wir rausgeschnitten haben. Wie du hast rausgeschnitten. Ich rede immer für uns, deswegen. Was wir rausgeschnitten haben. Und da war irgendwas gewesen, was schlimm war. Und wir haben aus Versehen das Geld mit rausgenommen. Zum Glück war es am Anfang. Nicht wir, du. Ja, ich rede aber immer für wir sind ein Team. Ja, aber das war dein Fehler. So, jetzt. Das war sein Fehler, sag ich meins. Aber sag extra wir. Aber ich habe mal eine Frage. Die Dinge, die rausgehen, man hört mich bestimmt so schon. Aus wir wird ganz schnell Dinge, du. Stark. Die Dinge, die jetzt rausgehen. Aber du. Ne? Im Nachhinein hätte man das rausschneiden müssen, ehrlich, ja oder nein? Ja. Ja? Ja. Das ist nicht unser Ding. Warte, ich bin Bots am Dings, am Schreiben. Kommentiert mal bitte alle. Timon, lass mal dieses ob Art oder nicht. Ehrlich, aber ehrlich, ja. Ehrlich. Muss rausgeschnitten werden. Warum? Ich sag dir warum. Du weißt, wie wir durch unser Leben gehen. Ja. Bruder, ich habe schon oft zu Menschen in meiner Vergangenheit schlimme Dinge gesagt, ne? Die ich auch so gemeint habe meistens, ne? Aber genau, man kann die nicht mehr zurücknehmen. Wir sind hier im Internet. Bevor wir so schmatzen. Bruder. Voll die Frechheit. So schmatzen. Werdet ihr abgeschmatzt? Kriegst du das am Reden in eine andere Sprache? Geh raus, Alter. Boah, selbstbewusst. Selbstbewusst. Warum machst du sowas? Das ist afrikanisch. Wir sind nicht in Asien. Wir sind nicht in Asien. Guck mal, so fangen diese Dinge an. Wir kennen den nicht, wir haben nichts zu tun. Der hat nur die Sachen repariert. Naja, ich meine, kann man nicht zurücknehmen, aber am Ende... Hey, nichts gegen Asiate. Ich bin Asiate. Das sagst, war alles die Wahrheit. Guck mal, es geht ja nicht nur, also es geht um die Wahrheit, aber es geht darum, wie man Dinge vermittelt. Ich möchte niemanden von denen beleidigen und ich möchte auch nicht, dass jemand in unserem Umfeld diese Leute beleidigt. Ich möchte auch nicht, ich wäre niemals, wären wir auf die Idee auch nur gekommen oder haben wir auch nicht, wenn die Kamera aus ist, Sennert seine Familie zu beleidigen. Wir würden sowas niemals machen. Niemals, warum sollen wir sowas machen? Wir haben ein Problem mit dir oder besser gesagt, mein kleiner Bruder hat ein Problem mit dir. Das war im Boxkampf war alles cool, danach hast du unnötig gemacht, Sennert. Aber wir würden niemals, und ich hätte auch nicht zugelassen, dass mein jüngerer Bruder, du bist auch mein jüngerer Bruder, ich würde nicht zulassen, dass ihr jemand beleidigt, auch noch in der Öffentlichkeit, noch schlimmer. Das heißt, ihr kränkt nicht nur diese Person, ihr blamiert die Person, weil viele andere Menschen das auch sehen. Das nicht nur ins Face-to-Face sagen, das ist was anderes. Wenn du dem das, wenn ihr euch seht und du willst ihm was in sein Gesicht sagen, wenn du das so auf dein Herz hast, dann kannst du es machen. Was daraus resultiert. Aber er ist auch ein Mann. Er kann dir entweder auch was sagen oder es scheppert. Es kann knallen, zum Beispiel jetzt zwischen euch, als Beispiel. Alles als Beispiel, soll mich keiner festnageln an diesen Worten. Aber dann ist das was zwischen euch, zwischen zwei erwachsenen Männern. Aber das hier, dass wir anfangen, Leute auf Social Media zu beleidigen oder Eltern, Familie oder Ahnen oder so reinzuziehen, warum sollen wir das machen? Dafür sind wir viel zu groß, dafür sind wir viel zu weit in unserem Leben gekommen. Und ich muss noch eine Sache sagen. Aber ich habe gesehen, du hast das selber kommentiert. Leute sagen, ich habe 100.000 Euro hingelegt, aber mein kleiner Bruder muss 2-3 Jobs haben. Wie kannst du das machen? Ich wollte mich öffentlich entschuldigen bei dir. Es tut mir leid. Ja, aber ehrlich nur, was lässt du den 2 Jobs schieben und hast da 100 Mille rumliegen? Vorhin hast du noch von 500 geredet. Ich küsse dein Ernst, können wir auch bei euch arbeiten? Tut mir leid. Dankeschön, es tut mir leid. Aber ich kann euch nur sagen, den Familienzusammenhalt, ne, den wir haben, so ohne cool zu reden, wenn ich auf eine Sache stolz bin, ist das unser Familienzusammenhalt. Und damit meine ich nicht nur uns als leibliche Brüder. Damit meine ich auch so Jungs, die hier sitzen, die wir alle schon seit mindestens 15 Jahren kennen. Und wir haben schon alles miteinander erlebt. Dieser junge Mann hier, der hat mir, wo ich 12 war, der ist 3 Jahre älter als ich, ne? Mein erst blaues Auge gehauen. Weil ich vor meiner Mutter verstecken musste. Ich muss das vor Mama verstecken. Nee, Bruder, ich schwöre. Was hast du gemacht? Ja. Und unschuldig, ne? Ich war unschuldig. Der hat einfach unnötig gemacht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, finde ich ja auch gut, dass sie so als Familie zusammenhalten und alles. Das ist ja alles schön und gut. Also, das ist super. Finde ich gut, kann man, ne? Nicht jeder hat so eine riesen Family und Freunde und alles. Gerade in einer Welt, wo vieles fake ist und so. Finde ich auch gut. Korrekt. So, aber was ich nur damit sagen will, ist, wir begeben uns auf keinen Fall auf das Niveau von Senna. Nee, du das hast 100.000 am Reden. Da wurde irgendwas. Ja, das, nein, das ist ja eh egal. Ich wollte damit nur sagen, unser Familienband ist viel stärker als 100.000 Euro im Bar. Also, es gibt wirklich dumme Leute, aber das sind irgendwelche Idioten, die sowas kommentieren, die sich darüber beschweren, dass der Junge 2-3 Jobs hat. Ich bin stolz darauf, dass du so fleißig bist. Ich bin auch stolz darauf. Und so Leute, die sowas kommentieren, weißt du, was für Leute das sind? Diese Leute werden nie Erfolg haben. Weißt du, warum? Die wollen immer haben. Die wollen schon. Ja, hat der Jobs, hat er 5 Jobs, das geht uns nichts an. Das ist eine Privatangelegenheit. Wenn der Typ 2 Jobs machen will, dann macht er das. Ja, und guck mal, diese Kommentare haben den Nu abgefuckt ein bisschen. Weil er, und sonst würde er das ja hier nicht auch thematisieren. Und jetzt stellt euch vor, die Kommentare bei mir manchmal. Was für eklige Bastarde so dreckig kommentieren extra. Um versuchen, mich zu triggern oder Lügen verbreiten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein ganz anderes Level. Ja. Andere Leute klammern, die denken, mein großer Bruder, meine Oma, mein Opa, mein das und das hat. Also habe ich auch. Nein, hast du nicht. Du hast nur das, was dir gehört und dein Besitz ist und nicht was von deinem Bruder, Schwester, Oma, Opa ist. Du musst für dein Geld kämpfen. Was ich für mein Geld gemacht habe, ne? Das wollt ihr gar nicht wissen. Und ich rede von keinem sexuellen Ding. Ihr wollt nicht wissen, wie ich durch dieses Leben gegangen bin. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Wir haben quasi auch einen ähnlichen Weg gehabt. Ne? Kann ich mir nur zu gut vorstellen. Und das ist kein schöner Weg. Und deswegen haben wir ja den Ausweg gesucht. Influencer werden, Rapper werden und die ganze Scheiße. Irgendwie da rauszukommen. Weil wäre das vielleicht weiter so lange gegangen, länger gegangen, wäre ich vielleicht im Sarg oder für immer im Knast. Also lassen wir dieses Thema einfach zumachen. Aber nochmal, nur für euch. Markiert so oft, wie ihr wollt, Senat, da sage ich dir. Nimm auch Bots. Bitte sogar, ich bitte dich darum, Senat. Nimm Bots und markier 1000 Mal. Tausendmal. Weiß ich nicht. Aber der kann eh nicht. Was kostet Nasen-OP? Guck mal, mach das so, dass es genau drin haut. Guck mal, ich sag euch, der Senat, ne? Der Senat ist ein sehr, sehr, ich würde behaupten, du hast ihn gebrochen. Ja. Und guck mal, für die ganzen Leute, die Senat so auseinandernehmen in den Kommentaren, macht ein bisschen langsam. Weil eine Sache darf man nicht vergessen. Senat war in den letzten 2 Jahren, ne? Einer oder der bekannteste Boxername in Deutschland. Zweitbekannte. Wer war vor ihm? Agit. Aber, Agit ist ja... Ja, Agit, der beste deutsche Boxer. Aktuell überhaupt. Also, Agit, Motherfucker. Ja. Der Einzige, der ihn besiegen könnte, wäre ich. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Für einen anderen. Sehr bodenständig. Sehr ruhig. Ein Gentleman. Der ist ein Gentleman. Und wir reden so. Nicht nur von Dings, ne? Social Media, ne? Also, menschlich. Ich rede auch menschlich. Ich habe Agit einmal kennengelernt. Der ist so ein höflicher Typ. Schon in seinen ersten Sätzen. Diese Ausstrahlung, die der hat in seinen Sätzen. Wie meinst du? Agit. Den Boxer? Ja, ja. Oder so sympathisch. Ey, schreibt mal bitte gleich alle unter dem Originalvideo. Team Sinan, Hashtag Teambot oder irgendwas. Nobot. Nobot, genau. Team Sinan mit Herz, Hashtag Nobot. Macht das mal gleich alle bitte voll, damit die sich mal wundern, dass sie keine Bots und so einschalten und so, ja. Aber jetzt nochmal zu Senna. Senna war trotzdem der Auffälligere auf jeden Fall. Ja, ja. Okay. Das ist so dieser Style, den er versucht in Deutschland so McGregor zu machen. Aber macht er gut, muss ich. Macht er sehr gut und war auch sehr gut für den Boxsport. Bis du kommst. Genau. Ja, aber warte. Aber guck mal, jetzt wird es wieder ernst. Und jetzt wird es auch gefährlich für Senat. Senat war sympathisch für die Leute. Und hat eine Ausstrahlung, kommt mit coolem Style, sieht gut aus, als so tätowiert, sieht stabil aus, ne? Kämpft auf einmal um den Bridgerweight-Dings. Wie heißt es nochmal richtig? Intrim-Gürtel, Weltmeisterschaftstitel. Also so um Herausforderer zu sein. Warte, jetzt kommt aber Mustafa. Gewinnt gegen den eindeutig, das lassen wir auch mal ganz zu. Klar, eindeutig. Senna, guck dir den Kampf bitte noch mal auch selber nochmal an. Hat er auch nicht, aber soll er nochmal angucken. Du hast eindeutig gewonnen, aber jetzt kommt das Schlimme. Seine richtige Profikarriere, ne, ist am Wanken. Was macht er nach diesen Kämpfen? Was macht er, wenn er jetzt gegen dich verliert? Wollte ich gerade sagen, was macht er denn? Wenn er jetzt gegen dich verliert, was macht er? Der hat so hoch gepokert, in Social Media so... Was macht Amadou, wenn er gegen mich verliert? Gute Frage. Das ist die Frage, die wir uns hier stellen sollten. Vergisst Senat. Senat ist am Chillen. Was machst du, wenn ich gewinne? Wenn ich dich auf die Bretter schicke, Amadou? Ich bin gespannt, ob du mich überhaupt schaffen könntest. Du wirst es nicht schaffen. So groß geredet und dein Kampf so schlecht geredet, also dein Sieg so schlecht geredet, nicht den Kampf, dein Sieg so schlecht geredet, was kommt danach, wenn er verlieren sollte? Hat sich sein Druck noch höher gemacht, ne? Ja, für den Verein. Also wie gesagt, ich hab das zwar ein bisschen asozial gesagt, aber das war so gemeint.
Schwätzen-Karriere. Oh, Video ist gleich Ende. Ja, ich weiß, dass du das so meinst. Also, es war, ne, ich habe es ein bisschen asozial gesagt. Normalerweise würde ich sagen, ja, ich werde den Kampf gewinnen. Ich werde mein Bestes geben. Aber es ist einfach so, wenn der nochmal gegen mich verliert, ist seine Karriere eigentlich beendet. Ups. So mal kurz Etage. Ich hoffe, dass du kleiner bist als ich. Das hat mich ganz Zeit genervt. Ist auf jeden Fall die Karriere zu Ende. Und wie gesagt, ich habe schon einmal gemacht und ich will es jetzt besser machen. Ich bin der Jüngere. Das heißt, ich bin der, der eher lernt. Und anscheinend kann ich. Ich habe die ganze Zeit nach Fehlern gesucht, was ich falsch gemacht habe, und der kann nicht mal einsehen, dass er den Kampf verloren hat. Mhm. Und wenn du nichts falsch gemacht hast, wirst du nichts besser machen können. Ne? Ja. Und ich habe sehr viel falsch gemacht in diesem Kampf und die will ich einfach besser machen. Ne? Und wenn ich schon höre, dass der wirklich glaubt, der hat nichts falsch gemacht, dann wird das sehr schwer. Bro, wenn du nochmal gewinnst, ne? Dann habe ich echt Angst um uns, Bruder. Nicht Finanzamt, Polizei, Bruder. Ich sehe total den Habs, Bruder. Nicht, dass rauskommt, dass Senat V-Mann ist irgendwann, ne? Ich habe eh nichts verwehren. Auf jeden Fall, Senat, du bist offiziell ab heute... Ein Traltar. Senkagashi. Wie heißt das? Traltar. Senat, du bist auf jeden Fall... Guck mal, jetzt Spaß beiseite, bevor wir das jetzt beenden. Wir sind eh durch, oder? Ja. Wir müssen uns hier nichts mehr anhören, oder? Nee. Auf jeden Fall, Senat, du bist offiziell ein Zinker. Und das ist wirklich das, was ich sage, meine ich auch so ernst. Senkagashi. Ja, ja. Leute, die sowas machen, das ist Zinken. Ein anderes Wort für Zinken ist anschwärzen, verraten. Du hast probiert anzuschwärzen, weil du Bargeld gesehen hast. Das heißt, du bist ein offizieller Zinker. Es gibt auch andere Worte, wie Zinka, sagt man zu so Leuten, solche Ratte. Auf Albanisch, was sagt man auf Albanisch? Traktor. Das heißt, nur damit du Bescheid weißt, das ist der Stand. Gerade Sinan, Senat, an Sinan, wir haben alles gesagt, was wir sagen müssen, glaube ich, oder? Wollt ihr was sagen? Halt euch nur vom Metallbereich entfernen und wir haben alles gesagt, was wir sagen müssen. Der Albaner mit der Mütze ist ein richtig lustiger Kerl, wa? Der ist richtig lustig. Meint ihr, der würde sich auch trauen, vor mir zu reden? Ja, Mann. Er ist durch viel gegangen, aber viel Reicht. Mach den Stream aus. Mach aus, Mann. Nein. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was man sagen muss. Ich habe euch jetzt auch den Hintergrund von dem Telefonat mit dem Mädchen erzählt. Wie es dazu gekommen ist, worum es da eigentlich ging, und verbreitet es. Ja, ich küsse euer Herz. Ich werde in diesem Stream natürlich auch das Papierstück einblenden. Den Jungs werde ich das auch zukommen lassen. Ich hoffe, der Hintergrund ist euch jetzt klar von dem Gespräch. Ich hoffe, ihr habt alle endlich gepeilt. Und verbreitet das auch bitte, dass jeder das weiß, und macht die Leute mundtot, die irgendeine andere Scheiße labern. Ich küsse euer Herz. Ich bin gespannt auf die Jungs, wie die darauf reagieren werden, auf diesen 4-Stunden-Stream. Ich hoffe, die machen keine 8-Stunden-Antwort darauf. Wir machen 60 Stunden auch Antwort. Ich schwöre es euch. Checkt den Stream-Highlight-Kanal bitte von mir ab. Jeden Tag um 18 Uhr kommt ein neues Video. Gönnt euch das Video von heute, von gestern. Bitte, ich brauche euren Support. Lasst uns bitte nach ganz oben pushen.